Hallo Leute und ein recht herzliches Willkommen zum neuen Wheel of Honor Livestream. Heute wieder weg am Start mit Makrumpel der Bumpe. Wir sind am Beach aufgewacht, wo wir letztes Mal schlafen gegangen sind, wo wir die Pflänzchen angebaut haben und die sind natürlich nicht mehr da und ja, keine Ahnung, was damit passiert ist. Keine Ahnung, wir werden es noch erfahren, ob es durchgegangen ist oder nicht. Wenn nicht, habe ich kein Geld mehr. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen gefarmt, dies, das. Jetzt ist nur die Frage, wer holt mich ab? Wer holt mich ab an dieser Stelle? Ich muss anrufen. Ich muss gucken. So, Magma Lumpwuppel draus. Moin oder was, weil du letztes Mal nicht vorgelesen hast. Ich habe letztes Mal echt durchgelesen alles, ne? Kann passieren, dass ich mal was nicht sehe. Wie nennt man den Schutzparon der Spielplätze? Sankt Carsten. Danke, Magdalump, das war's wieder komplett für heute. Und was riecht nach Würmern und ist unsichtbar? Ein Vogelpups. Danke auch dafür. Magdalump wieder mit den besten Witzen am Start. Danke auch an Florian Adam, haut 2 € raus, direkt am Anfang des Streams. Gruß geht raus. Und es ist schön, dass wir jetzt endlich wieder live sind. Und by the way, mir geht's heute echt gut. Mir ist auch nie so gut gegangen wie heute. Also es bessert sich. Deshalb streame ich auch heute. Das ist das Gute. Dass es endlich wieder alles glatt geht. Bis jetzt, ne? Bis jetzt. Also heute seit langem wieder der beste Tag seit ever. Ich schwöre auf alles. Hoffentlich bleibt so. Sollen wir jemanden anrufen? Ich könnte mal Dario letztes Mal da. Ich rufe sonst. Ich rufe mal Dario an. Ich muss noch No Admin gehen. No. No Admin und Streamer Mode nicht vergessen. Wichtig und richtig. Ich rufe Dario an. Schauen wir mal, ob aber Dario heute da ist oder nicht. Ja, ich dachte gerade, wieso ruft mich eine Katrin an? Ah, hast du mich nur eingespeist, Katrin? Ja. Ich brauche Abholung. Ich bin am Arsch der Welt. Wo bist du? Schick mir Standard. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das am neuen Handy mache. Warte, kann ich nicht Video machen? Kannst du hier. Warte, Videokonferenz? Dann weißt du, wo ich bin. Ja, dann ruf mal an, Video. Nee, ich bin West Highway. Warte, ich sag dir wo. Wo? Da, wo der Fischer ist, glaube ich. Ist da der Fischer? Nee, da ist so ein Steg rüber. Weiß nicht, ob es ein Fischersteg ist. Bei deinem alten Haus in der Nähe? Wenn das noch steht? Ja, genau dort. Und da die nächste, okay. Ich glaube, die nächste Gasse dahinter. Okay, ja, ich komme. Was läuft? 2 Minuten da. Also, ich stehe in dieser einbuchte Gasse. Aber es ist, glaube ich, die zweite. Es gibt ja einmal die erste und einmal die zweite. Okay. Das müsste die sein, nachdem mein Haus ist. Okay, ja gut. Gib mir 2 Minuten, ich bin da. Ich geb dir 2 Minuten, ich zieh mit. Okay, bis gleich, ciao. Bis gleich, tschüss. Ehrenwert, dann können wir hier Uhr. So, machen wir mal 2-Minuten-Timer. Ey, funktioniert der wirklich? Geil. Machen wir mal 2-Minuten-Timer an. Guck mal, was los ist. Ob er funktioniert, der 2-Minuten-Timer. Ja, warten wir mal auf Dario. Ich brauche mal ein neues T-Shirt, fällt mir auf. Ich habe jetzt schon seit dem 3. Stream dasselbe an. Also, es geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wir müssen in der Zwischenzeit mal ein Haus angucken. Hausnummer. Forscher. Was kostet das? 3 Millionen oder 30 Millionen? 1, 2, 3. 3 Millionen sind das, ne? Kaufen wir uns gleich mal das Haus hier. Schnieke. Ach, das sind die Luxushäuser. Ja, natürlich. Da habe ich ja Geld für. Da kommen die ganzen Luxus-Shells gerade. Gibt es irgendeine, die schön aussieht vielleicht von innen, die mir auch gefällt? Die sieht ganz okay aus. Nee. Das ist Franklins Haus, ne? Oh, guck mal! Altes 1:7 Anwesen von innen. Aber ganz schön hell, Alter. Ganz schön hell. Uns ist zwar immer so dunkel. So, Dario ruft an. Hallo? Du bist beim Steg, oder wie? Nee, weiter. Weiter nach hinten. Noch weiter, nach oben, Norden meinst du, ja? Ja, Norden, aber ich stehe, was hier, diese eine Gasse drin, also nicht auf der Autobahn, sondern wie ich da. Ah, ich sehe dich! Ah, okay, perfekt. Jawohl. Nee, ey, du bist sogar 30 Sekunden vorher da. Ich habe den Timer gestellt. Hast du gesagt? Ja, Alter, warst du gerade schnell. 2 Minuten da. Du bist ja hergerast. Ja, kommt sogar Kopf entgegen, aber ich glaube, ohne Licht hat er mich einfach nicht gesehen. Das Auto ist so dunkel. Ehrenwert. Sag mal, ja, wo musst du hin? Ja, irgendwie, ich muss erstmal drauf klarkommen, weil ich habe letztes Mal mein ganzes Geld in Pflanzen investiert und ich habe keine Ahnung, ob die durchgekommen sind oder nicht. Hat die wer für dich fertig gepflanzt, oder? Ja, wie? Bevor du ja gegangen bist gestern. Vorgestern. Da haben wir ja angebaut. Die fertig gemacht, ne? Für dich.
Ja, und die haben, genau, und Freddy hat fertig gemacht. Der ist da, ja. Hast du Funkgerät? Ist Freddy da? Ja, warte. Ich gehe in Funk. Ja, ey, ich bin Funk, so blöd, warum bin ich heute nicht in Funk gegangen? Ja, weiß ich auch nicht. Aber auch gut. War Egon denn, ja. Hallo? Ey, sag nicht, die sind wieder im 05er Funk. Nein. Freddy soll in dem check, Funk check. Sein, er hat gerade geantwortet. Check, check. Ah, jetzt höre ich. Hallo. Hallo. Was geht, Marc? Was ist das, Beinhard? Ja, macht Sinn. Alter, Tipi braucht schon lange zum Einblenden, aber jetzt blenden sie gleich ein. Hier ist gleich vor. Das ist meine Antwort, Bruder. Ja, warte, ich muss mal lauter machen, das Funkgerät ist übelst leise. Das ist meine Antwort, Bruder. Jetzt mal lauter. 100. Will dir mal was sagen? Wollte noch was. Hallo, hallo. Alter, ist das laut, Bruder. Ist das laut? Ja, ich hab Funkgerät extra laut gerade gestellt, auf 100. Ey, sag mal, Freddy, was ist mit den Pflanzen geworden gestern, vorgestern? Wir sind durchgekommen. Nein, sag nicht. Wie, ja, ich will auch gleich, ich wollte eigentlich gleich anbauen. Ich wollte schon seit einer Stunde anbauen, gefühlt. Das ist der Sound. Ja gut, sonst lass heute erstmal gechillt anbauen. Nee, ich brauche Geld. Ich will mein erstes offizielles Auto heute kaufen. Ja, machen wir so. Dann ja, lass uns gleich Gelände treffen. Ich bin noch bei den Mechanikern. Okay, dann fahr ich dich kurz dahin. Kannst du bei mir mitkommen? Ich hab Auto. Soll mal Mechaniker kommen? Weil ich sitze gerade bei Dario im Auto. Dann komm zum Mechaniker, ja. Warte, ich geh noch eine Maske kaufen. Kannst du mich zum Maskenglas schiffern? Okay, ja, sicher. Aber ich hab noch keinen, ist mir gerade aufgefallen. Die Urincreme! Fumi, mit was geht? Alles, was beide hat, die Urincreme heute auch am Start. Schau an. Das ist der Sound, wie Spende. Hat hier gerade wer geschossen? Ich höre das auch. Ich hab grad nämlich eine Schrotflinte gehört oder so. Ich hab gerade irgendwas anderes gehört. Kalibriges. Okay. Hier, bitte so. Ehrenwert? Kein Problem. Das ist der Sound. Regal 54. 54 Regal? Okay, sag, ich hoffe, das ist wirklich was Gutes. Ach, die. Natürlich. Die beste. Die alle echte. Oh, ich hab's auch gehört. Hä? Ja, was ist denn das? Ah. Hört sich eine Schrotflinte an. Nee, die anderen sind Ampir. Das sind 100% die, glaube ich. Die haben da wieder Spaß heute. Schießen die Ampir oder was? Ja, ich glaube schon. Okay. Gut, kann man machen. Also bin ich da hingefahren, weil die halt da sind und so. Die wollten auch noch irgendwas. Dann fahre ich dich jetzt kurz hier noch kurz in den Kleidungsladen und dann bringe ich dich. Mechaniker wolltest du, ne? Ja, ich hab meine Maske noch auf, die soll ich vielleicht mal abziehen. Ja, Kleidungsladen hätte ich nicht müssen, aber vielleicht mal was Neues. Passt schon. Vielleicht. Danke, Brie. Bitte, kein Problem. Brauch nämlich echt mal was Neues zum Anziehen. Ich gehe damit echt schon seit 3 Tagen rum. Kleiderschrank öffnen. Aber wobei, habe ich das Geld dafür? Was kostet denn das? Wenn ich das mir jetzt komplett umziehe. Wenigstens mal ein neues T-Shirt, Alter. Bitte, ich lass das T-Shirt an, aber ich ändere das Design mal. By the way, was sagt ihr zu dem Breakdancer, wenn du auf der Kirmes arbeitest? Breakdancer? Was haltet ihr davon? Wenn wir auf der Kirmes sind? Der Bushstreamer, den kennen wir ja schon. Woolworth Academy haben wir noch und... Ja, dann noch ein komplett schwarzes T-Shirt. Da soll ich mal was komplett Neues anziehen, weil ich mag das Shirt, ne? Hey, lass Breakdancer anziehen, ich arbeite auf der Kirmes. Ich überlege einfach mal komplett Black in Black, aber... Richtig ohne mich rein, nicht, dass die schon losballert. Na komm, wir machen mal komplett Black in Black. Und wir machen mal schwarze Hose, das wird nicht so auffallen, wenn wir irgendwie anbauen gehen. Ist, glaube ich... Ja, sowas, ne? Und Schuhe auch dunkel? Yes! Was kostet? 2,50! Alter! Speichern, ja, ich nenne das 1:7... Stealth... Passt schon. Damit kann ich leben, Leute. Guck. Ja, besser. Und mal die Maske ausziehen. Windig geworden. Zieh doch schon die Maske aus. Ein Auto. So. Auf geht's. Was heißt von dem Auto? Leise so. Finde ich ganz geil. Soundtechnisch auch ganz geil. Das ist das, was wir überlegt haben letztes Mal, ne?
Ja, ich muss ihn nur noch tunen, weil der ist auch langsamer als mein BMW für 30.000. Wenn du ihn tunst, dann ist er nicht schlecht. Ey, warte, kannst du mich... Redesign gefahren. Kannst du mich kurz so rauslassen hier rechts? Genau, lass mich kurz hier raus, ich bin gleich wieder da. Okay. Hörst du hier auch Geräusche? Nein. Leute, hört ihr das? Aber warte, ich bin gleich wieder da. Okay, ja. Hört dieses Geräusch? Ich höre ein Geräusch. Boah, geil, ich bin im Keller und sehe nichts mehr. Hört ihr das? Jetzt. Wisst ihr, was das ist, Leute? Ich hatte das einmal, das ist ein Soundbug von den Newspaper-Stands hier. Ich weiß bis heute nicht, woran es liegt. Wenn man reloggt, ist es weg. Habe ich aber erst seit RLU 3.0 und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Also, wie das. Wir haben kein Skript, was irgendwie hier darauf zugreift, aber man hört's. Wartet, hört mal hin. Ja, jetzt kommt ein Party-Alarm, natürlich. Ja, warte, ich relogge mal ganz kurz. Ich muss reloggen. Ganz kurz zum Relog. Alter, weil das ist ja übelst nervig, wenn man das immer hört. Ich denke mir nämlich, wo kommt das wieder her, ne? Ich höre wieder Stimmen im Kopf. Es ist zu viel. Nee, das ist wirklich... Das sind die Newspaper, sind das die Newspaper-Stands. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Alter, René mit Grüße aus Niedersachsen haut da raus. 59,90 Superchat. Vielen Dank an René, der herausfuppelt gerade. Das ist der Sound der Spinde. Aus woher war das hier nochmal? Aus Niedersachsen. Schau. Das ist der Sound der Spinde. Ja, lieben Gruß zurück, dir mein Herz hinterlassen. Ist ja so schön, dass man es jetzt herzen kann, ne? Und die Rullköter, oder Rullkötter, Entschuldigung, nicht Rullköter. Der Rullkötter haut 5 Mitgliedschaften verschenkt raus. Vielen Dank dafür. Da kann ich mal hier. Der Klempner. Bin seit 4 Jahren stiller Zuschauer. Wollte fragen, ob ihr ein Alpin A110 auf dem Server habt. Ich kenne Alpin das Auto. Aber haben wir nicht drauf, nee. Aber ich kenne das Auto. Limi, wenn du öfters Probleme mit Kopfweh, Schwindel und Übelkeit hast, dann lass Nervenwasser überprüfen. Hatte das auch. Nervenwasser? Werde ich mal gleich googeln. Aber ich glaube, Bruder, ich glaube, bei mir ist wirklich das psychisch bedingt. Also for real jetzt. Weil es geht ja von alleine wieder weg. Hört ihr das? Jetzt ist es. Habt ihr jetzt gerade das Newspaper-Ding gehört? Jetzt ist es normal wieder. Weil diese Newspaper-Stands, die haben einen Sound, ne? Und manchmal hängt er sich auf. Ich weiß bis heute nicht. Ja, können wir gucken, Self. Hallo. Okay, gut, ja. Dann bis gleich, ne? Hab nur kurz meinen Tilsiter abladen müssen. Dein Tilsiter? Du hast die Maus übrigens wieder. Ja, mach ich gleich wieder weg. War das kriminell, oder dass du viele Sitter abgeladen hast? Oder? Alter, ich wollte gerade in 104 Funk rein. So. Ah, ja, ich richtig. Ich glaube, es ist eine andere Frack hier. So, mal gucken hier. Meine Maske, ne, die ist nervig. Boah, es dauert aber so lange, bis ich meine Maske wegbekomme. Extras, Maske. 15.000 Mal muss ich da klicken, bis es weggeht. Hab ich jetzt den Tempomat reingemacht? Was ist mit dem Auto los? Möglich? Ah, da ist er ja. Ey, Fredi, komm mal den Arsch da rein. Was geht? Au. Fredi, ich will ein Kind von dir. Noch umdrehen? Ja. Nee, wir machen das später. Schiede. Das funktioniert echt leise machen. Zuerst hast du leise, jetzt ist es übelst laut. Shido, was geht? Oh mein Gott, Shido. Ja, hat sich erledigt, komm rein. Alter, ich hab es schon auf dem Dach gesehen. Ich stelle mich kurz darüber. Ja, bitte. War das knapp. Was geht, Mark? Alles, was Bein hat. Hey. Irgendwas ist hier gerade. Hey, na? Was läuft? Na? Was läuft? Schnucki? Ja, Schnucki. Was geht? Alles, was Bein hat. Das war schon der dritte. Das ist so schön. Hab dich noch gar nicht begrüßt, Mann. Hab dich auch noch gar nicht berührt. Das auch nicht. Hallo. So. Was hast du eigentlich da gesucht? Oder ich hab am Briefkasten ich hab am Briefkasten was geguckt und hab mir da eine Zeitung rausgeholt. Ja, das weiß ich auch nicht. So. Oh, das ist bist du dort hochgelaufen? Okay. Ja, da waren überall Stimmen im Kopf. Das waren Stimmen im Kopf, weißt du? Okay. Nee, ich meine, wo ich dich abgeholt habe, was du da gemacht hast. Da hatten wir einen grünen Daumen hatten wir dort. Das war da, okay. Das war dort, ja. Komm mal her.
Ey, ich habe so Angst gehabt, ne? Ich wusste ja nicht, ob das jetzt durch ist oder nicht. Ui, hä? Was soll ich denn damit? Wartebereich platzieren, bitte. Danke. Ich dachte, ich krieg jetzt Kohle von dir. Achso, du kannst auch Kohle haben. Okay, ich hatte Ivan für dich, aber nicht ich, aber ich kann dir auch nehmen. Ja, warte, ich gib's zu dir. Ich dachte, wir wollen gleich Tomaten machen, Alter. Ey, Freddy, ich war so geschockt, ne? Ich fahr so und plötzlich ruft mich so eine Katrin an und ich so, wer ist das? Hä? Welche Was Katrin? Denkst du, das zu essen? Toll, jetzt hört mich wieder jeder für immer. Super. Was? Ja, keine Ahnung. Nee, ich habe jetzt auch mit der Klappe offen. Das ist toll. Musst du wohl nochmal powernappen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Warum? Warum habe ich da auf die Klappe offen? Ich hasse mich dafür. Ich habe meine Klappe offen. Ey, das geht mir so dermaßen auf den Sack, ne? Was? Ey, können. Es geht wieder gut los. Es geht schon. Nee, das ist jetzt schon das zweite Mal jetzt. Das kann doch nicht wahr steinern. Das kann doch wirklich nicht wahr steinern. Das kann nicht sein. Jetzt ist schon wieder. Ist das ein 5M-Bug? Ich hoffe, Alter. Woran liegt das sonst, dass das mit N gedrückt sitzen bleibt? Das kann ja nur ein 5M-Bug sein. Weil es ist einfach auf N gebeinet. Jetzt kann ich das dritte Mal schon wieder connecten, Leute. Das macht ja Spaß. So, Nobody, danke für den Euro auch. Marcel Womblan 11. Wie alt muss man sein, um sich so bewerben zu können? Weil werde erst bald 16. Man muss 16 sein, aber Bewerbungsphase ist gerade eh geschlossen. So ist es. So, der Fire Dragon. Bin auch krank seit 5 Tagen, übel nervig. Gute Besserung dir, Grüße aus Stuttgart. Da wünsche ich dir ebenfalls eine gute Besserung, dass du bald gesund wirst. Hier was Kleines für dich und da gibt es eine tolle Arbeit. Dankeschön, Benjamin. 5 Euro mit Fies. Gerti, haut dann euer aus. Dankeschön, die Gerti. Beta mit 30. Ich bin weg, Schatzi. Mit 30 cm da wieder am Start. Super. D-Box, hallo, bester Streamer. Mach weiter so. Feier das, was du aufgebaut hast. Vielen Dank auch dafür. Auch mit 5 Euro dabei. Bist du deppert. Der Anime Game auch mit 2 Euro. Moin, wie geht's so? Heute der beste Tag seit langem mal wieder. Ich bin sehr zufrieden. Moin, konnte das Geschenk annehmen. Vielen Dank. Welches Geschenk? Und Pascal Klaus, oh, ich hoffe nicht, dass der von einem Bot gescampt wurde. Weil es gibt ja solche Bots, ne, wo ihr dann, die euch schreiben wegen Geschenke, ne. Antwortet ja nicht auf diese Bots, das ist alles Scam, Leute. Ey, ich hoffe nicht, dass der gescampt wurde. Er schreibt mir, wie so ganz random, konnte das Geschenk annehmen. Vielen Dank, ich habe niemandem gerade ein Geschenk versendet. Der arme Pascal Klaus, na, hoffentlich war es das nicht. Ich wünsche es mir zumindest. Ja, YouTube kriegt sowas nicht hin, ne? Ich banne aber solche Leute eigentlich eh immer raus, ne? Diese Bots. Aber wenn euch ein Bot anschreibt mit, ihr habt gewonnen und dieser Bot heißt Xyun und dann will der euch immer auf Discord oder irgendwo anschreiben, ne? Oder auf WhatsApp oder eine E-Mail. Ja, nicht drauf antworten. Das ist alles Fake. Nur dem Echten mit dem Haken, bitte. Nur dem antworten, da ist okay. Samuel hat eine Mitgliedschaft verschenkt, dankeschön. Für die Mitgliedschaftsverschenkung. Und Erik, stiller Zuschauer, bin auch krank, dann auch gute Besserung an Erik. Hallo, das bin ich, das. Hallo. Ich hoffe, dass ich jetzt hinkriege hier alles. Hast du mir das Geld gegeben? Ich habe gar kein Geld bekommen. Ich gebe ihm Geld. Ich habe nie Geld gesehen. Wenn du noch mehr brauchst, dann muss ich so auf dem Konto gehen. Danke. Ist das, was bei rausgekommen ist? Nein. Ich weiß nicht, was er dir gegeben hat. Ein Fünfer. Ich hab ihm gerade 5k gegeben. Ich hab gerade, sonst muss ich auf ein Konto gehen. Ich weiß halt nicht mehr ganz so. Wir konnten halt die alle Pflanzen retten, weil das war zu knapp aneinander. Das war das Problem. So schnell konnten wir nicht düngen und so. Ach so, ging nicht. Nein, weil du hättest nach uns deine Tomaten setzen müssen, damit wir ein bisschen versetzt haben, weißt du? Ich kann halt nicht 2 Pflanzen gleichzeitig wässern und düngen. Oh, okay. Das heißt, ich gebe dir jetzt einfach mal pauschal was. Das heißt, sie sind eingegangen. Ja, nicht alle, ein paar konnten wir retten, ich weiß es nicht. Ich gebe dir jetzt mal 20.000. Ich wollte gerade sagen, ich gebe auch nochmal was. Ja, dann reicht das. Nee, aber. Das reicht, bitte. Das reicht. Und dann kriegst du eine 5k wieder, oder? Weil, ach nee, alles gut. Ja doch, bitte. Hey, die 5k ist überhaupt alle. Ich hab wohl 110.000. Ich weiß nicht, was du sonst hier rausbekommen hast von. Ich weiß auch nicht. Ja,
Oder war das Edin? Der hat gesagt, ich soll alles ernten, er gibt ihm dann was. Ist auch so scheißegal. Jetzt habt ihr was gegeben. Ja, gut, dann. Also wir konnten halt nicht alle, ich bin mir sicher, dass wir nicht alle retten konnten, weil das Problem ist halt, ja, wir mussten halt alles gleichzeitig ernten und düngen und bewässern und so. Tomaten sind klar, da echt giftig. Die zicken dann richtig rum. Ja, klar. Oh, ja. Das Problem hatte ich ja bei dir letztens. Bei mir auch, genau. Richtig, das ist... Deswegen habe ich dir ja dann auch was, von den Tomaten abgegeben. Die können wir gut einpflanzen, ne? Gib mir mal 10.000 wieder. Warum? Ja, zeige ich, was da ist. Ich habe nämlich was dabei. Ja. Huch. Dürfte mal fragen, danke. Wem gehört der helle GT86 da? Da müssen wir da erstmal noch nicht hin. Blau, hey, Shido. Vehiculus Reparus Completus. Soll ich dir jetzt noch was ins Ohr flüstern oder können wir es bei dir lassen? Ins Ohr flüstern. Nee, weiß nicht. Oh nee, das ist immer so peinlich. Was ist dir peinlich? Ich mag doch Zwiebeln, weißt du? Ach so! Ich glaube, ich brauche dir das nicht mehr sagen, oder? Ich verstehe gar nichts mehr. Was ist der Sound of Ich weiß schon, okay. Ja, das Codewort, was du den Leuten sagen sollst, mit Rabatt kriegst. Ach so, stimmt! Es gilt aber nur beim Tune, das wisst ihr, ne? Bei Reparatur zählt es nicht. Ja, doch, das gilt bei allem. Reparatur auch einheitlich. Ja. Ich schwöre, das steht bei uns so drin. Ja. Dann lese ich doch mal nach. Also bei uns steht was drin, glaube ich, $700 bei allen möglichen Schäden. For real jetzt. Ja gut, ich wäre sowieso bei 730, also ja, dann machen wir 700, dann passt das. Ist mir gern recht. Warte, ich schau mal. Boah, Junges. Schaut mal, was wir mit dem Logo gemacht haben. Ey, wisst ihr, was ich brachial krass finde? Wir haben ja das Obey-Logo hier an dem Wagen, ne? Das sieht halt for real aus wie ein Audi-Logo, ist aber von Rockstar selber. Das Obey-Logo. Einfach diese Faust, diese vier Faust statt vier Ringe, Alter. Es sieht aber schon geil aus, ne? Habe schon gesehen, irgendwer hat auf TikTok sich aufgeregt, wir haben Marken. Wir haben BMW drin. Es sieht auf jeden Fall aus wie BMW, ne? Es ist ein BMW. Ja, drin. Du hast auch einen Beruf hin. Aber ich fühle den Wapit hier. Das ist echt ein geiles Drum. Wirklich ein sehr geiles Drum. Wird vielleicht ein neues Firmenfahrzeug. Haben wir ja erstmal auch in der Auswahl gehabt. Das ist das Firmenfahrzeug hier. Den will ich aber auch gerne mal snacken hier vorne. Ach, das ist Edin seiner. Boah, der. Warum haben die alle. Gut, die hustlen alle. Ich weiß, die Leute, die hustlen halt echt, dass die so schnell an dieses Geld kommen. Weil, Alter, ich hustle ja nicht so. Ich spreche hier mit Ihnen auch noch eine wöchentliche Menge ab, die realistisch ist. Jegliche Reparatur $700, aktuell Tuning 20.000. Ja, passt schon. Ja. Ist doch okay. Also, so ist das bei uns schriftlich festgehalten. Deswegen. Ja, nee, passt. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Sonst ist das Chefefrage. Ja, der Hand sorry. Ja. War ich so aufgebracht. Da fängt die Ringerei an. Die $30, die kriege ich wieder, du. Ich soll es einzahlen oder dir mit angeben? Nee, das. Du gern einzeln, habe ich nichts dagegen. Ja. Sorry nochmal. Da geht's ab jetzt. Hier geht's rund. War ja nur die Brille. Na komm. Du mögst auch noch holen. Ja, von Edin das Auto. Okay, Sekunde. Kurzlinge Foto, Moi, kennst du mich kratzen immer? Dein Name nach übrigens. Ja, normal, wenn wir Fahrzeuge aufknacken. Das kommt aus einer defekten Kaffeemaschine, ein Cappuccino. Warte, den muss ich bringen, Bruder. Ich hab grad mir einen lustigen Witz ausgedacht. Da hinten ist ja eine Kaffeemaschine, die funktioniert, glaube ich, nicht, oder? Nee, die ist ohne Funktion, das stimmt. Weißt du, was da rauskommt? Nehmen wir meinen Hut wieder. Wenn man da drauf drückt? Was denn? Ein Cappuccino. Oh mein Gott. Oder ein Latte Fucicato. Wer weiß. Ach sorry, nee, Cappuccino meinte ich, nicht Cappuccino. Selbst dafür bin ich zu blöd. Ein Cappuccino. Das zerlegt mich irgendwie innerlich. Wow. Jetzt kann ich nie wieder ein Cappuccino. Oh gut, ich habe eh nie einen Cappuccino bestellt. Aber jetzt muss ich jederzeit daran denken. Danke, Bruder. Einen Cappuccino, bitte. Einen kaputten Kaffee zum Mitnehmen. Ein Cappuccino to go. Wir fahren schon mal los, Ivan, gell? Ja, Ivan, komm, zahl auch $700 ein, dann bin ich glücklich. Wenn die so dumm sind, Sachen aufzuschreiben, dann können sie mich am Arsch lecken. Kannst du heute noch schnell mit mir zusammen zum Tätowierer fahren, unseres Vertrauens? Weil ich müsste mir ein Tattoo stecken lassen heute. Ja. Ein Klau-Outfit, aber wo sind deine Handschuhe, ja? Ein Cappuccino. Alter, kennst du mich noch? Chör W201035, was ist das? Nein. Noch nie gehört und nie gesehen. What the hell?
Vielen Dank für diese großzügige Donation, aber ich habe deinen Namen noch nie gelesen in meinem Leben. Es hört sich eher an wie so ein Barcode, den man wo einscannt, Bruder. Ja, das war's wieder komplett. Die AOF MC Motorrad Tuning Schmiede öffnet heute erst um 20 Uhr. Schmiede. Vorne los. Aha. Boah. Ja, ja. Da fahren wir gleich mal vorbei, oder? Muss ich jetzt nicht laut sagen sollen. Das ist doch noch eine Stunde hin. Nee, macht nur Spaß. Ja, da müssen wir auch selber probieren. Ey, kann man wer da um 20 Uhr vorbeischauen, was da abgeht, wofür das ist? Und nachfragen? Kann ich machen. Weil ich gehe gleich kurz anbauen. Bauen. Ey, du musst mich bitte zum Dings des Vertrauens zu unserem. Das mache ich doch gerade. Ja, nö, du fährst irgendwie komisch. Wieso? Ah, nee, du fährst immer komisch, vergiss das immer. Sorry. Was? Du fährst komisch. Ich fahr komisch. Ja, so langsam, so gediegen. Ey, ich kann mir das nicht mehr leisten. Ich habe bestimmt schon insgesamt 20.000 im Blinzerrechnung gezahlt. Deshalb, weil ich fahre immer mit Edin mit. Ja. Das ist immer alles ganz komisch. Also im positiven Sinn. Ich war eigentlich vernünftig im Vergleich zu Edin. Ja, das ist es ja. Also damals hast du mal eigentlich gesagt, immer zu mir, dass ich bei mir sicher eigentlich immer gefühlt hast, du mir gesagt. Ja, aber jetzt fährst du wie eine alte Oma. Mit Angst, das geblitzt zu werden. Ja. Ja, aber ja. Früher hatte ich auch das Geld, um den Blitzer zu bezahlen. Fehlt das Geld? Die Taschen leer? Ich habe jetzt noch 67.000 auf der Hand. Ja, Alter, es ist, da brauchst du nicht holen. Das Auto hat 220 gekostet übrigens. Ja eben, also bitte. Brauchen wir doch nicht holen. So, hier ist mein Tätowierer des Vertrauens. Gut, dann soll ich mich da hinsetzen? Ja, setz dich hin. Ich glaube, es ist eine gute Pose so. Perfekt. Viel Spaß beim Heizertour aussuchen, so. Oh, nee. Ich hab ganz viel Glück. Ja, nee, so funktioniert das nicht. Ach, übrigens, ja, wir können übrigens nicht erzählen. Ja. Du bist irgendwie so stumm. Was? Du, ich musste meine Klappe halten, aber ich habe auch irgendwie gerade meinen. Ja, du ziehst bestimmt deine Maske auf, wenn du dich tätowieren lassen willst. Viel Spaß dann. Bin ich so hässlich? Bin ich so hässlich bei dem Tätowierer? Ich sag, welches Tattoo das ist, okay? Ich sag dir das, warte. Okay, ja, sag mir. Das muss gefixt werden, ne? Ja. Muss am Kopf sein, ne? Oberkörper, Haarensatz, Kopf. Piratenschädel. For the win könnte es sein. Oder Cash is King, nee. Oh, Menno, ich will doch nur ein 1:7 Tattoo. Weißt du, welches es ist? Ich bin mir nicht mehr sicher. Eins von Los Muertos oder 100 Dollar. Die sagen direkt übereinander eins davon. Oh, nee. Los. Also, wenn es das jetzt nicht ist, habe ich 148 Dollar umsonst ausgegeben. So, mal gucken. Bist du bereit fürs Face Reveal? Ja. Also, eins von den beiden muss es sein. Ist hier das Falsche. Ich weiß nicht, ob so diese 50... Ah, ist das Richtige! Ah! Was hast du genommen? Welches war es? Los Muertos oder das 100 Dollar? Los Muertos. Ich war mir nicht, ich war mir halt nicht mehr sicher, welches es war. Ah, geil, ey. Weil ich bin uns immer falsch, wenn es so eine 50-50-Chance gibt. Bin ich immer. Kenn ich. Endlich mal Glück im Leben. Deswegen setze ich auch immer nur auf Schwarz, weil ich immer das Gleiche mache. So, schön. Ey, ich könnte eigentlich casino-technisch, kann man da gut gewinnen? Also. Ich war noch nicht einmal da. Ey, wollen wir mal kurz reingehen? Vielleicht mal ein bisschen spielen? Vielleicht eine Runde so ein Taui reinschmeißen? Mit Geld? Ja, Taui rein. Weißt, dass wir beide so spielsüchtig werden. Das nee, pass auf, wir hauen Taui rein und machen das, wo wir am meisten Geld mitmachen können. Aber machen wir 5k jeder. Okay, ja, ich habe auch nur 9. Ich habe nicht mehr Geld. Okay, ja, aber 5k. Aber vergiss nicht, dass du Dünger hast von mir, ne? Dann hast du ja, weiß ich. Aber komm mal. 10.000. Ja, gut, hauen wir 5k rein, passt schon. Ey, Wasser muss ich auch noch kaufen, bedenke. Ja, das mach ich, weiß. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den einen übel abgezogen. Ich habe für mich drei Leute angehört, die für mich Samen pflücken. Ja. Digga, ich habe mir über 100 Bananasamen hat dem einen beschafft. Und ich glaube 17 Blue und 20 Purple. Ich weiß nicht, 7.000 oder so. 7.000 ist aus. Nicht aussteigen, bitte. Nicht aussteigen. Ja, ich warte. Das ist voll billig. Ich habe 50 Dollar pro Bananasamen bezahlt. Das ist nichts. Stimmt eigentlich, ja.
Aber trotzdem, man kriegt dadurch ja gut Geld, wenn du das bezahlst, ne? Ich hab gesagt, ich so, leichter kann man sein Geld nicht verdienen. Und ich muss nicht da über das Feld rennen. Mhm. Da bin ich jetzt aber gespannt, ob wir einen guten Umsatz machen. Ich hoffe, wenn nicht, gehe ich wieder. Ich komm runter da. Könntest du vielleicht gucken, wie geht's dir eigentlich? Sehr gut, danke. Sehr schön. Geht's dir auch gut? Kann ich gleich machen, ja. Okay, jetzt ja mich. Aber mir geht's immer gut, wenn du da bist. Das ist doch schön. Bist jetzt ja oft da, ne? Hat das Gefühl. Ja, aber ich muss morgen wieder auf Montage. Das ändert sich wieder, wenn ich zur Montage muss. Ach, die gute Montage. Schau, da dreht jemand. Hui. Auto. Alter, das ist kurz vorm Auto hier. Ach. Na, Alter. Daneben. How can I help you? So, warte. Warte. 10 Chips ist $50. Das heißt, wie viele Chips... Okay, steht das jetzt nicht dabei? Ich kann mir das doch nicht merken. Ja, ich weiß doch auch nicht. Was sind nochmal 10 mal 100 ist gleich 5000, oder? Ach da, 500. Oh mein Gott, ich hab mir gerade aus Versehen fast Mitgliedschaft gekauft für 50.000. Ich dachte, kostet 50.000. Wie viel ist jetzt? Warte, warum kosten die 1.500? Kosten sie 5? War nicht blöd? 1.000 kosten 5.000, ey. Hol erstmal Besucherbonus, Habib. Besucherbonus? Wie viel ist das? 200 nur. Ja, warte. Besucherbonus, 200 plus. 10 Chips, wie viel muss ich denn jetzt holen, wenn ich für $5.000? 1200, was steht auf dem Chip drauf? Wie echt Geld, nur ist Plastik, schön. Also 1000 Chips, ne? Ja, 1000. 1000 sind das. Ich bin schlecht in Mathe. Ich hab Mathe mal eine 5 geschrieben. Kann ich hier drehen? Ey, du hast gleich das Auto, Bre. 120k? Was? Nein, jetzt kommt. Was? Oh. Dreimal. Dreimal. War so knapp. Was? Bei mir steht da schon seit einer halben Stunde gefühlt das Rad. Nö. Ihr feiert hier und da steht auf 1000 Chips, Junge. Ja, steht Geschenk. Wie viel Geschenk? Kostet denn das Drehen? 50.000. Oh, 1000 Chips. Ah, nee, da dreh ich nicht. Das noch mit einmal und dann hol ich nochmal welche. Da kriegt die Sucht. Da kriegt sowas von dieser. Ja, dreh. Vielleicht gewinnst du ein Auto. Dreh hin. Und bereit. Komm. Ab geht's. There it goes. The lucky oh, komm schon. Gib mir was Krasses. Oh, oh, stopp! Geschenk? Ey, du kriegst 700. Geschenk? Du kriegst 700. Wodka oder Muffin? Das ist so knapp. Geschenk ist Wodka oder Muffin. Ich hab 700 Chips. Super. Oh, ich will nochmal. Ja, du hast dein Dings verspielt. Warte, ich muss nochmal eins sagen. Ja, spielsüchtig. Und aufpassen. Sag mal, wo kann man am besten Geld machen? Also meinst du im Casino oder im Casino jetzt, im Casino. An welchem Spiel? Glücksrad, ich habe eigentlich nur Glücksrad gespielt. Also sonst gar nichts. Digga, hast du mal 5000 pro Spiel. Ja, ey, da lose man noch ab. 700 wieder. Einmal mache ich noch und dann gehen wir weiter. Ja, einmal dreh noch. Dreh hin. Ui, Memo, guck da jetzt aber. Jetzt holst du dir da den Hauptpreis. Ich schau, wie langsam er spinnt. Vielleicht ist das der... Das, wie man es macht. Guck. Oh. Ey, wenn es jetzt 120k sind, dann krieg ich was von ab, ne? Digga! Stopp! Oh, knapp! Ein Muffin, den kannst du dir sowas von in den Arsch schmieren, Digga. Ein schönen Muffin aus dem Casino. Komm, wir gehen. Den will ich mir sowas von schmecken lassen. Ja, warte, ich hab ja noch Geld. Digga, wie knapp das war, hast du gesehen? Ja! Oh mein Gott, ich will eigentlich nochmal. Ey, aber lass Roulette, oder? Scheiß mal auf Automaten, Alter. Oder lass. Ey, in 2 Minuten geht hier das Spiel los. Oh nee, Digga, da werden die Pferde safe. Keine Ahnung, die sind alle. Soll ich euch also Digga auf ein Pferd setzen? Dann krieg ich übelst viel Kohle. Nee, Pferderennen sehe ich mich nicht. Da gehe ich lieber. Echt aber jetzt 50-50 Chance bei Roulette, so mäßig. Bei Rot-Schwarz. Weißt du, wie ich meine? Hier hast du ja gefühlt ja 2 zu 1 zu 6, so. Dann ist das so ein Pferd, was eben gerade sich vollgefressen hat, und es rollt hinterher, es läuft einfach rückwärts. Ich würde irgendwie gerne auf die 1 setzen. Soll ich auf die 1 setzen? Ich kann auch auf Pferd machen, komm. Aber dann Hälfte, komm, das Hälfte auf Pferd. Ja, okay. Das Hälfte auf Pferd, ja. Ich setze auf die 1. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn eigentlich noch? Keine Ahnung. Got a choice. What would you like? Was muss ich denn? Muss ich auf Main Event setzen, ne? Ja. Ja. Ich setze auf die 3, 12 zu 1, Bruder. So lang ist das. Ja,
Ihr habt 600 Chips gesetzt auf die, ich auf die 1, glaube ich. Ich habe 500 auf die 3 gesetzt. Was, 500 auf die 3? Ja. Okay. Gewinnchance ist ja nicht so geil. Ja, belieben, Digga. Bisschen belieben. 12 zu 1, ne? Ich bin bei 5 zu 1. Ja, kannst auch verlieren. Wir können auch beide verlieren. Ja, trotzdem. 24 zu 1. Ja, auf einmal einfach 24 zu 1 gewinnt. Ich denke, so die 1 wird das schon rocken. Guck. Die 1 ist ganz hinten. Boah, die 4, was ist mit der? Digga. Digga, die 4? Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Lauf 3! Die 1 packt das. Schau mal, wie er kommt. Der braucht noch ein bisschen. Schau mal. Unten. Ja. Aber die 1 zieht nach. Guck, die 1 zieht nach. 1, komm. But. Ey, wenn du jetzt verlierst, ich mach dich zu Lasagne. Ey, das gibt's doch nicht. Was geht? Die 1, Leute. Die 1. 1, komm, doch den 1 Zentimeter, bitte! Ja, toll, weg. Die 2 hat gewonnen, ey, das gibt's doch nicht. Wir haben beide verschissen. 600 Chips dafür ausgegeben, ne? Super. Ja, werden wir da mal das heißt, machen. Wir setzen mal 600 Chips auf Roulette, oder? Dann kriegen wir unser Geld. Ich hab keine 600 mehr. Ich hab noch 400. Ich hab nur 600. Na dann los. Lass rouletten. Guten Tag, der Herr, guten Tag. Gehen wir auf High-Roller-Tisch, oder? Was können? Ja, wo? Da? Das ist einfach Dark-Mode hier, weißt du? Das ist ja kein Roulette hier. So. Die Tische sind irgendwie... Da muss ich mal schlafen gehen, wenn du nichts siehst. Wo ist denn hier? Ist hier Roulette? Nee, auch nicht mehr. Da oben gibt's Roulette. Hier ist... ich weiß nicht, was du hast. Das ist ein Roulette-Tisch. Ja, der ist nur für VIP. Die schicken uns hier weg. Ja, natürlich kaufe ich da das. Da unten ist einer, guck. Oh, das ist hier White-Mode, Digga. Das ist 1000. Achso, ich benötige mindestens 1000, was? Ich hab nur 600. Haben die irgendwo so. Haben die so ein Ultra-Low für uns? Hallo? Wir könnten pokern. Nee, Poker kann ich nicht. Ja, Blackjack sonst noch. Blackjack ist gut, ja. Nee, da brauchen wir auch mindestens ein Taui. Das ist aber kein Blackjack, das ist Three-Card-Poker. Oh. Ja, ich glaube, wir müssen Chips kaufen dafür. Die lassen uns hier sonst nicht spielen. Wir könnten nur Poker tun. Ach, warte, da hinten ist noch ein blauer Table. Ich glaube, Junior das ist Blackjack. Hier, nee, hier, wir können hier, guck mal. Ach, das ist der das Junior Loser. Table. Auf den Loser Table. Der Junior Table. Guten Tag, wir sind die, die kein Geld haben. Wir sind die Junioren, wir haben schon alles verzockt. Auf Schwarz sagst du, ne? Ja, ich geh mal, ich setz immer auf Schwarz. Ey, der macht schon. Ja, ist der dumm? Ihr habt schon auf Schwarz, alles auf Schwarz, komm, geht schon. Gültige Einsatz 600 auf Schwarz. Kann ich, ich hab nicht gesetzt, glaube ich, oder? Ja, ich hab gesetzt. Ich hab alles auf Schwarz. Ich weiß es nicht. Hoffentlich gewinnst du. Schwarz. Ja! Gewonnen. Ihr habt gewonnen. Yes! Ey, warum hab ich nicht. Ich hab gesetzt, Dicker. Ey, soll ich jetzt nochmal auf Schwarz alle setzen? Ja. Soll ich, oder ja, weißt du, was ich mache? Ich mach die Hälfte. Nee, vergiss es. Ich mach alles. Alles auf die Schwarz, denn die Schwarz, ich hab auch die auf ist Schwarz. Richtig. Hast du alles auf Schwarz? Ja. Ey, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt gewinnen, gehe ich damit raus, ne? It's a close. Ab geht's, komm, auf die Schwarz. Schwarz. Nein! Ich hab mein ganzes Geld verzögert. Ja, ich doch auch. Jetzt aber nochmal auf die Schwarz, oder? Ich hab nichts mehr. Ich hab noch 200. Ja, setz, was du willst. Ah, ist das kacke, ey. Aber ich muss gleich nochmal am Rad drehen. Ich hab mich so gefreut, dass ich damit rausgehe. Komm schon, schwarz. Schwarz, komm. Geht schon. Auf die Schwarz, komm. Ja! Ja, Mann, wichtig. Da ist er wieder, der Win. So, das ist nochmal die 400, oder? Auf Rot? Nochmal auf Schwarz. Noch wenn, auf Schwarz? Ich, wenn du gewinnst, gehen wir raus. Ja. Okay, komm, ich geh auf Schwarz, oder? Ja. Geh auf Schwarz, wenn du gewinnst, geh mal raus. Ja, da habe ich schon 800, ich habe 1200 gehabt, aber da habe ich 200 ja, minus. Ja, wenn nicht, ach, wo willst du dann noch? Ja, dann nochmal auf Schwarz setzen. Keine Ahnung. Ey, jetzt verliere ich merke das, es kommt 100 pro Grün oder so. Ah, nur Schwarz! Ey, ich habe beliebt, weil ich beliebt habe. So, und jetzt soll ich nochmal auf Schwarz setzen, alles? Oder ich geh Blackjack halt, spielen. Digga, ich setz halt konsequent immer auf Schwarz, weil dann ärgere ich mich nicht, wenn Rot kommt, weißt du, weil ich halt immer auf Schwarz setze. Ey, ich hab ne Idee, ich mach 400 Chips auf Schwarz. 400 nur. Dann verliere ich nicht alles, weißt du, also, dann kann ich immer noch spielen. Was meine Psychologie ist, ist jetzt halt immer auf Schwarz, so. Ja, ich verstehe.
So ärgere ich mich halt nicht. Ey, wenn ich jetzt gewinne, dann mache ich Payout und gehe ich raus aus dem Casino, habe ich gewonnen. Ja, ey, zum Glück, ich hab ja Dings gehabt. So, jetzt nochmal auf Schwarz, oder? Gesetzt. Nee, ich hab nicht alles gesetzt. Ich will nicht schuld sein am Ende. Oder ich setz auf eine Zahl oder eine Reihe. Oh, ich mach Reihe full. Ich mach mittlere Reihe full, Alter. Wenn's jetzt kommt, dann habe ich ein bisschen wieder, weißt du, habe ich ein bisschen wieder beliebt und dann... Drück dir die Daumen, oder? Drück mir den Rüssel, keine Ahnung. Was hast du gesetzt jetzt, Dicker? Ja, auf die mittlere Reihe. Oh, scheiße. 25. Nein, um 1, nein. Oh, um 1? Och, nee. Bist du all in gegangen, ne? Ja, all in. Ich habe alles verzockt. Digga, ich mach jetzt risky, komm. Waren 5000 Dollar, mein Gott. Jetzt komm, risky. Ja. Ah, ich wurde abgezockt. Nochmal, wenn ich nicht gewinne, Digga, hole ich mir nochmal 3.000, 4.000 Chips, mach all in, Digga. Nein, lass es, ey, die zocken uns ab. Ich werde das so tun, Digga. Nein. Ich weiß uns doch raus. Komm. Ey, der gewinnt hier 1.000 Chips. Jo. Komm mit. Ja. Darf ich nochmal? Oh, perfekt. Ja, zieh durch. Einmal will ich noch drehen. Zieh durch, komm, geht schon. Ja, gut. Er macht den langsamsten Dreher der Welt. Er macht den langsamsten Dreher der Welt. Kommst wieder auf Geschenk. Muffin oder Wodka? Nee, 700 Chips. Was los, Decker? Aber ich hab vorhin 10.000 Chips gewonnen. Boah, Alter. Aber fast alles wieder verzockt. Ja. Oder ja, ja. Ja, mach das. There it goes. The lucky wheel is spinning. Digga, er dreht. Ciao. Wieso dreht er so langsam? Ja, du musst ein bisschen mehr Schwung, weil du am Handy bist. Komm schon. Blödel. 5000 könnte es sein. Oder 1000 Chips. Safe. Ist eh dasselbe, oder? 1000 Chips ja, oder 5000? Ist halt dasselbe. Ja, immerhin du bist halt Loser, Digga. Du kriegst zurück, immerhin kannst du nochmal spielen. Ja, safe. Wie dreh ich? Ich muss schauen, ich weiß nicht, wie schnell ja, du musst. Du musst richtig mit Schwung. Nimm die Hand und mach einen Schwung. Der unten kann, also, musst du gucken, der, unten am Glücksrad ist wie so, siehst du, wie viel du, wie viel Schwung du hast. Aufziehst. So, Waffenschein hab ich. Fürs Jagen brauche ich jetzt einen Extraschein, oder wie ist das jetzt gehandhabt? Oh. Ja, der kostet 15.000. Ah, jetzt hat das. Geht doch. Jetzt aber. Komm. 10.000 Dollar. Ja, 500 Chips. Digga, wie schnell es jetzt aber mal stehen geblieben ist. Ja, einmal noch und dann gehe ich kurz nochmal an Blackjack, Digga. Dings. An. Nee, du, glaub mir, mach's nicht, du verzockst es. Ich weiß, ich kenn mich scheiß drauf. Ja, nee, ist nicht gut. Wir machen mit dir heute den Tagesumsatz. Ja, wie immer. Bin so süchtig, dann hast du noch Scheiße, Alter. Nein, Digga, das sieht nach Geschenk aus. Ja, nee, es kommt die 200. Ja, super, Digga. Zufall. Scheiß auf die, Alter. Wirklich. Komm, wir gehen kurz Roulette. Oh, nee. Roulette. Komm. Ja, ich habe ja kein Geld mehr, ich kann nur zugucken. Ja, naja, was, wie viel setzt du auf Roulette? Das wird ein oder zwei Dreher, ich geh einfach all in, Digga. Ach so. Will jemand mit auf die Bo-Insel kommen? Wie viel Chips hast du noch? Das willst du nicht wissen. Ja, dann setz alle Chips da rein. Ja, auf Schwarz. Alle Chips auf Schwarz. Ja, Digga, ich werde zu Bruch gehen. Erstmal Privatinsolvenz anmelden. Sowas von. Oh, schön. Ich schau nur zu. Warte, ich werde. Pass auf, ich werde dir ein bisschen helfen, dass die Dame ein bisschen netter zu dir ist. 3000 Chips, Digga. So. Ich habe jetzt 3000 einen Chips auf Schwarz. 3000 auf Schwarz. Ab geht's. Ich kann nicht mehr setzen. Sonst hätte ich mehr gesetzt. No. Ja, du musst dafür VIP sein. Ja, ich habe nämlich nicht. Noch 10.000 Chips. Nein! Warum stehe ich auf? Ja, du musst erstmal erst mit deinem Leben klarkommen. Ich muss nur zugucken. Aber was ist das auf Schwarz, ne? Auf Schwarz, ja. Ja, guck mal, was die Dame sagt dazu. Komm schon. Sei nett zu mir. Das wird schief gehen. Oh Gott, das wird so schief gehen. Ey, wie lange das braucht zum Drehen? Ah, jetzt hat das. Oh Gott, das ist so schlimm, das ist. Ui, gewonnen, Alter, das gibt's doch nicht.
Das hast gewonnen. Jo, Digga. Alter, hast du gerade 3000 Chips gewonnen. Ja. Aber du hast gerade vorhin, glaube ich, 6000 Chips am Rad verdreht, ne? Ungefähr. Mal Daumen. Traurig. Ja, nochmal 3000 setzen, dann kriegst du dein Geld ich zurück. Ich hab sie nicht gewonnen, gell? Weil ich aufgestanden bin aus Versehen. Oder? Weiß nicht. Wie viele Chips hast du noch? Ein schon wie... Was machst du denn in deiner Angst? Ja. Was tust du denn? Ja, da setzt er sich. Ist das vielleicht ein Klopfer? Ja. Ey, aber du hast, das hast du doch gewonnen. Das war doch auf dem Tisch. Jetzt habe ich nochmal 3000 gesetzt. Die anderen, wenn du aufstehst, ist das, was du gesetzt hast, weg. Dann liegt das zwar noch da, aber du kriegst es nicht. Ja, schön. Kann man machen. Du wurdest einfach doppelt über den Tisch gezogen, das freut mich. So, die Dame, wollen Sie nochmal über den Tisch ziehen? Vielleicht so mal aufstehen, was... Soll ich dich mal tragen? Nein. Oh nee, oder? Das ist erstmal weg, alles hier, komm. Und? Oh! 4 ist gewonnen. Da geht doch. Also nochmal. Ja, ich will eigentlich mehr setzen. Ja, da musst du VIP holen. Digga, was meinst du, rot? Ey, Digga, soll ich probieren? Einmal Mittelfeld? Ja, probier. Oder soll ich weiter schwarz? Auch schwarz belieben, Alter. Weißt du, was du machen könntest? Belief mal auf die 0. Nein! Die kommt jetzt. 100. Die 0, Digga. Die 0 kommt hundertprozentig jetzt. Ich schwör auf alles, die jetzt kommt. Digga. Ich hab schwarz. Na, mach, die kommt. Die 0 kommt. Ich kann nicht mehr setzen. Ich kann nur 3000 setzen. Ist mir egal, die 0, die kommt. Das ist, du fährst ein, ich merk's. Die kommt, die 0. Ja, ja. Die 0 oder die Doppel-0 kommt. Die 0. Ja, sowas von kommt die jetzt. Ich kenne das ganz genau, dass die kommt. Pass auf jetzt. Nein! Noch ja. Digga. Hast du Spaß dran aufzustehen, wenn du deine Sachen setzt? Macht Spaß, ne? Digga. Ja, setz dich. Schau, wie die Doppel-0 oder die 0 kommt. Oh, ich hoffe, ich krieg's jetzt trotzdem. Hättest du doch nur auf mich gehört, dann hättest du es gewonnen. Sagen wir mal. Hey, bei mir rollt das noch. Ja, bei mir rollt's auch noch. Ja, dann war er doch nicht. Ja, es wird kommen, die 0 wird kommen. Ob du es willst oder nicht. Die 0. Es kommt Mord! Nee, ey, das gibt's doch nicht. Ey, wie kann man so viel Luck haben? Mit so viel Geld, Alter. Hast du es jetzt bekommen? Ich muss gucken. Was rufen nämlich denn alle an? Ach so, deshalb stehst du mal auf, weil du angerufen wirst. Nein, ich... Warte. Der ultimative Troll, wenn du da... Digga, was geht ihr mir denn gerade alle auf den Sack? Was ist denn? Ich mach mal das Licht an. Guten Tag, die Dame. Ich bin gerade in der Casino-Sucht. Oh. Ich guck mich mal ein bisschen um. Was ist los? Guten Tag, der ist Stuff Only, habe ich gehört. Geh mal rein. Jetzt darf ich rein, oder? Nee. Ja, nein, erstmal noch nicht. Oder ich frag dann gleich, mal gucken mal. Du, ich glaube, wir werden hier gleich rausgeschmissen. Aber ich bin jetzt erstmal noch weg gerade. Aber sag erstmal nein. Ja, ich bin gerade im Markt im Casino. Gut. Wenn er halt anruft, dann melde ich den Punkt. Hier gibt es nichts zu sehen. Ciao, ciao. Ja, ich hab's nicht bekommen, Digga. Du, wenn wir rausgeschmissen werden, dann Wie oft habe ich jetzt gewonnen? Dreimal hintereinander auf schwarz. Ich habe halt 12.890 Chips und so viel habe ich halt eingezahlt. Ist halt stark. Ja, richtig stark. Das ist richtig dumm. Einmal noch, oder? Ja, ich dachte, du wolltest mit dem Ding wieder raus, oder nicht? Ja, ich habe halt jetzt nichts Profit gemacht, weil ich einfach aufstehe aus Versehen, Digga. Ist ja, so aus Versehen aufstehen oder weil du angerufen wirst? Ja, es ist halt dumm, dass ich dann keinen Payout krieg, Alter. Die Wichser, einfach abgezogen. Jetzt weiß ich, was ich mache, wenn du am Roulette-Tisch sitzt, einfach anrufen. Ja, nein, das ist wegen Dings, wegen Aufstehen. Ja, warum stehst du denn auch auf? Ja, das... Aber einfach sitzen. Ja, nee. Achso, du wirst jetzt umtauschen. Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie haben meine Chips meinem Kumpel abgezogen. Was kostet so eine Mitgliedschaft? Es ist halt krass, ne? Oh, 50k! Ah, sicher nicht. Ja, die Mitgliedschaft, ne? Boah, Alter, 50k die Woche, oder was? Ja, ja. Spinn. Ja, lass Geld machen. Jetzt habe ich hier nur noch 5k. Ich bin gerade richtig getriggert. Ja, ich bin auch getriggert, weil ich so wenig Geld habe und mich dazu verleiten habe lassen, das wieder mehr zu machen, so, weißt du? Das ist ja doch kacke. Ich weiß gar nicht, was du meinst, hä? Ja, weiß ich auch nicht. Stark. Ich habe auf das Pferd so beliebt, ne? Ich habe beliebt, dass dieses Pferd wird. Damio. Guten Tag. Guten Abend. Tag.
Darf ich mich mal kurz vorstellen? Sie stehen schon vorm Auto. Nee, im Ernst jetzt. Ich bin Brian Gunn. Ja, und? Das sagt dir nichts? War bei meinem Sam. Ja, was? Nee, Mann. Pass auf. bevor ein riesen Kollaps war, bin ich gegangen. Sind Sie verwirrt? Nee, bin ich nicht. Und zwar hattest du damals sogar noch zu mir gesagt, wenn ich wiederkomme, soll ich mich bei dir melden. Und dann kommst du zufällig zum Casino direkt? Nee, ich bin schon ein paar Tage in der Stadt. Aber ich habe euch jetzt gerade unten gesehen. Hey, warte, auf was geht's denn jetzt gerade? Ich bin so verwirrt. Pass auf, ich bin ehemaliges... Das Ding ist, ich bin ehemaliges Mitglied von euch. Von wem? Von wem denn? Ich war 107. Wer ist denn 107? Digga. Im Ernst jetzt? Du warst in der Pandemie, warst du nirgendwo angestellt? Ich war nicht hier im Staat. Ja, und du warst, warst du noch angestellt? Irgendwo? Ja, war ich. Bis zum Ende? Bis zum Ende. Ich musste dann leider den Staat verlassen. Das war das Problem. Wir haben dann warst du wahrscheinlich nicht mehr angestellt. Na, ich bin quasi... Ich bin so verwirrt. Gegangen. Aber... Ich verstehe, warst du dann nicht mehr angestellt. Wurdest du gekündigt von uns? Nein. Ich bin so verwirrt. Ich auch. Wurde ich kann nicht. Hä? Was war das denn? Wie lange ist das denn her? Boah, jetzt mit Muss 7 Monate. Also über ein halbes Jahr. Ja, ja. Gut, dann... So lange ist das dann aber auch nicht, ja. Das Ding ist, ich habe halt gehört, warte, was los war. Warte, du hast die Koffer gepackt, hast einen Flieger genommen. Ja, ich musste leider, ja. Ja, warum einfach so? Nee, nicht einfach so. Ich hatte einfach in Europa Sachen, die zu dem Zeitpunkt mich dran gehindert hatten. Beziehungsweise dran gehindert hatten nicht, sondern die mich dazu gezwungen hatten, dass ich zurückfliegen musste. Musste da einige Sachen regeln. Bin damals geflogen. Ja. Bin aber nicht irgendwie unehrenhaft oder sonstiges gegangen. Ey, aber warum wüssten wir dann noch davon eigentlich oder nicht? Naja, ich bin gerade so heftig verwirrt. Pass auf. So wie ich das mitgekriegt hatte, gab es hier ein Riesenproblem wohl in der Stadt alles. Und da gab es wohl sowas in der Art wie ein Riesenkollaps. Und ja. Ja, das Pandemie war, ja. Ja, genau, richtig, ja. Genau. Und das habe ich halt mitbekommen und habe dann mitbekommen, hier läuft wieder was und ja, wollte meiner Pflicht nachkommen, der Familie wieder zu helfen. Aber du hast dich aber ein halbes Jahr nicht gemeldet, Bre. Ja, das war aber damals auch eigentlich alles so abgesprochen gewesen. Haben wir das? Warum kann ich mich da nicht erinnern? Wir beide halt nicht. Okay, aber, mit wem hast du denn gesprochen? Mit Freddy. Freddy, der saß bei meiner Verabschiedung sogar im Rollstuhl und hat von mir sogar ein Abschiedsgeschenk bekommen. In Europa heißt das Ding i8. Das Auto! Ja. Ey, yo. Jetzt macht's Klick. Ja, weißt du, wenn es um Gegenstände geht, die geschenkt bekommen, weiß das natürlich direkt, ne? Ja, ja. Meine damalige Position war Manager gewesen zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gegangen bin. Ja. Ey, aber wie kann ich dich so auslöschen bei mir? Ich hatte ihm noch erzählt, dass ich das Auto geil war, wo wir unterwegs waren. Und dann einen Monat später ist er gegangen und da hat er mir das geschenkt. Du bist aus dem Knast gekommen und hast dann die Probefahrt damit gemacht, weil ich die abgeholt hatte und fandst das so extremst geil, genau. Ja. Crazy, Alter. Aber du warst, warte. Aber dann kannst du dich jetzt noch erinnern, wie er gegangen ist, oder? Ja, ich weiß, dass es ihn gab. Aber du hast ihn nicht entlassen, er musste... Nein, ich habe ihn nicht entlassen, nein. Okay, das heißt, dass er wieder zurückkommen kann, gegangen. Er musste halt gehen, das war leider, okay. Er wollte ja eigentlich nicht, aber er musste sozusagen, also... Er war gezwungen. Er musste zu seiner Familie mäßig, ja, so. Richtig, es tut mir jetzt aber echt scheiße leid, dass ich dich jetzt nicht mehr wiedererkannt habe. Es tut mir auch voll leid, wir haben so viele, Bruder. Du weißt es, wie es ist. Alles gut. Für mich war es jetzt blöd, weißt du, ich habe euch unten gesehen am Roulette-Tisch, habe die Stimmen erkannt und dachte mir so, ja, was heißt die Stimmen erkannt, ich habe Freddy seinen Hut erkannt und dachte mir so, Alter, wie quatscht die jetzt voll?
Krass, krass. Weißt, das ist ja... Wie lange bist du schon hier? Bist du jetzt gerade am Casino zocken gewesen oder was? Ich habe jetzt gerade eben unten ein bisschen gezockt, ja, war jetzt, ja, für eine Woche bin ich jetzt wieder aktiv da. Und warum einfach mehr Zeit jetzt wieder oder wie? Jetzt musst ja, genau. Du nicht mehr dort sein oder was? Richtig, genau. Ich habe meine Angelegenheiten geregelt, alles. Hab das geschissen bekommen und ja, wie gesagt, hab gehört, was hier los ist und ja, wenn Familie ruft und braucht, dann bin ich da. Ja, sonst lass mal Nummer austauschen. Ja, kein Ding. Sonst ja, Feuerwehrmann Sam. Einmal. Ich, was machen die drüber? Hörst du mich? Nee. Du hörst mich, ne? Wir hören dich. Ja, Edin kennst du ja noch wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Hey, Jason. Einfach nicht mehr erkannt. Er war Manager bei 127. Ja, genau. Hör, wer bist du? Ich weiß nicht, wer du bist. Freddy weiß noch, was passiert ist. Er hat ein Auto von ihm geschenkt bekommen als Abschied. Das merkt man sich doch. Okay. Und ich denke, da kommt irgend so ein Meta-Peter random auf uns zu und fragt, ey Jungs, ihr seid doch bei 127, oder? Das habe ich jetzt gerade gedacht. Ist das geil? Ja. Brian Gunn ist zurück. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hab den Auto geschenkt. Ach, jetzt macht's Klick. Aha. Ja, Brian Gunn, aber hat jetzt nichts gesagt, der Arme. Also nicht die Playboy-Villa? Das, den Pferdestall da. Ja, ja. Ja? Fahr da mal hin. Okay. Und dann wird ihr mit den Rest mit dir machen. Na, ist klar, so machen wir das. Easy, dann sehen wir uns später. Jo, bis dann. Bis später. Er kommt zum Gelände gefahren. Ich fand das gerade dezent unangenehm. Okay, ja, der Bre. Ja, wir mussten, wir sind beide Boss und wussten beide nicht, wer er ist. Das ist so peinlich. Ja, aber du hast ein Auto von ihm geschenkt bekommen, hallo? Da macht's Klick, ne? Da macht's Klick, du materialgeile Sau. Ich hab heute schon wieder zwei geblattoutet. Ich komm noch da nicht mehr mit, Digga. Warte, du hast zwei Leute Warum weiß ich davon nix? Ja, das war halt gefühlt 20 Minuten bevor du gekommen bist. Was soll ich machen? Was hast du geblattoutet? Ja, die waren halt, Digga, ich wusste nicht mal, wer das ist, alle beide, so. Also so. Ich wusste nicht. Ey, Freddy, hast du Demenz, wir können reden. Weißt du, du machst einfach zwei Bloodouts, weil du die Leute nicht mehr kennst. Irgendwann erkennst du die nicht mehr und du gibst ein Bloodout oder Ryan. Stell mir lustig vor. Nein, das ist, also ich wusste nicht mal, wer die beiden sind, so. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer sie sind. Freddy, komm mal her. Also, konnte ich sie nicht mehr mit Namen ansprechen, so, weißt du? Ja, ja. Du, wie wär's, wenn du das Auto tankst und nicht die Zapfsäule? Ja, da geht alles wieder retour. Ich geh mal meinen Rubel loskaufen. Vielleicht hab ich da Glück. Oh nee, ey. Ja, mega peinlich jetzt. Ja, ja. Ey, 29 für ein X-Rate. Ey, wie viel Wasser? Ey, sag mal, wie viel Wasser soll man mitnehmen? Hallo, ey, wie viel Wasser brauchen wir? Digga, was machst du hier eigentlich? Wasser. Weißt du, ich danke dir. Wie viel Wasser brauchen wir? 60. Das ist ganz schön teuer, ne? Boah, Alter. 60. Ich hab grad 300 Bücken für 60 mal Wasser ausgegeben. So, nochmal ein X-Rate Blue nehme ich mal mit. Dann ein Sandwich für 15 Dollarchen nehme ich mal mit. Wobei, ich nehme ja zwei Sandwiches mit, ist doch. Ah, wobei ich hab nur eine Pizza. Mein Gott. Rubellose nehme ich mit. So teuer sind die ja gar nicht mehr, zwei Rubellose. So, dann kauft ihr so noch Essen und Trinken am besten. Ja, warte, ich hab mir gerade zwei Rubellose gekauft. Die Suche geht mal weiter, sagst du, oder? Nee, was? Einfach, weil ich hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen was gewinne hier. Und dann holen wir noch ein bisschen Pizza. Ey, das gibt's doch nicht. Hallo? Warte. Was los? Ja, und dann holen wir noch ein bisschen Pizza und dann machen wir uns los. Ja, ich. Ey, yo, ist das assi? Gib mir doch die 10.000 hier. Ey, 1,250! Ich bin vom Funkgerät dann. Yay, Bruder! Ja, ich komme jetzt wieder zum Gelände, dann kann ich eins hochholen. Okay, die letzten zwei, ich verspreche. Ja! Ich hab schon mehr Win, Alter. Ja, ey, Junge! Ich hab grad $7,100 wieder. Ich hatte vorher nur noch 4.000 irgendwas. Ich hab gewonnen. Was machst du denn? Du hast die ganze Zeit was in der Hand, Digga. Ich sehe es aber nicht, was du in der Hand hast. Ich hab gar nichts in der Hand. Doch, als ob du irgendwas in der Hand hast. Ich hab nichts in der Hand. Ja doch, und du läufst doch bei mir auf der Stelle, Digga. Was ist mit dir? Warte mal. Jetzt besser? Nee, lass dich mal fallen.
Ah, als habe ich mir wehgetan wegen dir, super. Du mal stehen? Ja, ich stehe. Ja, geht wieder. Okay, ich habe mir jetzt wehgetan wegen dir, danke. Ja, mein Wangenknochen tut weh. Mein Wangenknochen tut jetzt weh wegen dir. Och nee. Ich dachte, da ist gerade wieder eingestiegen. Ich muss mal Powernap. Ich kann nicht an den Bankautomat, Digga. Der sagt mir, mein Auto ist zu weit weg, wenn ich am Bankautomat will. Ach so, ja, weil du da. Weiß ich, fahr das Auto weg, dann geht's. Ja? Ja, keine Ahnung. Wir fahren zum nächsten Bankomaten. Komm, steig ein. Oh. Komm! Hast du einen Führerschein? Nö. Stark. Hast du deinen Kindersitz? Ich hab. Ja, wir müssen eh zum Laden, ne? Ich muss da Wasser dann holen. Also, Bankomat hier vorne, guck mal. Ey, wenn der nicht funktioniert, dann krieg ich einen Ausraster. Da gibt's zwei Bankomaten hier vorne. Freddy? Ja, geht. Okay, durch. Guck mal für mich durch, was los ist. Ich hab's. Was los? Ich muss. Freddy ist am Bankomaten. Welche. Unter was soll man denn einstellen? Ja, erstmal Mitarbeiter. Klar. Den Herrn Gunn musst du einstellen. Ist bei uns gerade. Als was? Welcher Rang, Bruder? Ach so, welcher Rang? Mach also erstmal Mitarbeiter machen. Und dann mach Mitarbeiter. Fürs Erste. Klar. Er war früher Manager. Deswegen war die Frage ja da. Ja, erstmal, er soll sich mal wieder ein bisschen einfinden, weil er war jetzt lange nicht mehr da. Er ist seit über einem halben Jahr wie vom Erdboden war Schluck gewesen. Klar, wissen wir Bescheid. Tibi-Tobi. Digga, das war so verwirrend eben alles, ne? Übel krass. Aber ich glaube, wir waren gerade beide so verwirrt. Wir alle beide waren ja so verwirrt. Ich wusste wirklich nicht, wer das ist. Kein Plan mehr gehabt. Wir haben so viele neue Leute. Ich kenne bis jetzt heute nicht alle, ne? Weil damals da so viele angestellt wurden. Das war so krass, da bin ich nicht mehr hinterhergekommen. Ui, der Wagen. Uiuiui. Was machen wir hier? Pizza kaufen. Hier ist Pizzeria. Ah. Ui, der Wagen, Bruder! Das ist schön. Was kostet sowas? Will sowas auch haben? Würde das Auto nicht beantworten. Ja, da frage ich da drin. Krass, krass. Guck mal, Kunden in der Werkstatt nehmen im Wartebereich, nicht in der Werkstatt. Macht Sinn, der Satz. Ja, gefällt mir. $50 bitte. Danke, alles klar. Ist hier voll an die Theke, oder? Hallo? Hallo. Wir sind da jetzt soweit. Ja, ich bin vor der Tür. Ihr könnt gerne schon mal Ihre Bestellung aufnehmen. Dankeschön. Was möchtest du denn? Also ich glaube, wir nehmen zweimal die Pizza Speziale. Ne, viermal. Buongiorno. Immer Pizza Speziale. Buongiorno. Hallo. Ja, Pizza Speziale sehr gerne auch. Boah, das mit der Ölpumpe ist ja echt ätzend. Ja, insgesamt viermal für uns beide. So, also jeder Pizza zwei sozusagen. Warte, ich gebe dir die Zutaten dafür. Einmal gleich zum Essen und dann einmal zum Mitnehmen. Ich müsste einmal den. Ja, ich versuche mich gerade dran, aber keine Ahnung. Ich habe das Ding kurz geschlossen hier. Das mache ich dir, Herrn. Das ist Knochenarbeit, sag ich dir. Vor allem das, was anschließend kommt. Setze ich mich hier mal hin. Kann mal ein bisschen vorlesen hier. Schön hinsetzen. Ah, ist das schön, dass man sich jetzt hier hinsetzen kann. Das ist wirklich nice. So muss das sein. Moin, bin wieder am Start. Ich begrüße Niklas von Jump It M 2004. Vielen Dank für 107 mit Fies. Pascal, Klaus und andere sind VIP geworden. Saskia, wieder back. Hoffe, es geht dir besser. Guter Stream. Auf jeden Fall, Saskia. Dankeschön. Ich hoffe, es dir geht's auch gut. Schön. Selbst ich. Ich dachte, wir machen jetzt hier ein Candlelight-Dinner so an so einem einzelnen Tisch. Nee, wenn dann schon hier drin. Setz dich. Boah, das ist doch schön, oder? Das ist dein Geld. Hallo. Ich wünsche einen schönen Abend. Also richtig schön, ja. Ciao. So, Live for Ace. Gruß aus dem Westerwald. Schön, dass du wieder da bist. Dankeschön, Live for Ace. So. Dann einmal für Sie zwei Speziale. Vielen Dank. Und für Sie gibt es auch einmal zwei Speziale. Zwei Salami, bitte. Vielen Dank. Und dann lassen wir uns schnell eine hier vor Ort schmecken und die alle nehmen wir dann mit. Nein, leider nicht. Ja, machen wir das so. Dankeschön. Würden Sie noch die Kerzen nochmal neu anzünden? Natürlich. Dankeschön. Und ein bisschen Musik. Nein, alles gut. Na, okay. Achso, bezahlen. Das habe ich fast vergessen. Nur nö, wir essen. Nee. Aber ist man nicht erst und bezahlt dann? Ja. Eigentlich schon, ne? Ja, jetzt bin ich. Der Kunde ist König. Na gut. Was kriegen Sie denn für die vier Pizzen? Zahlen Sie zusammen oder getrennt? Ich zahle zusammen. Ja. Dann wären das einmal $600, bitte. Normalerweise. Ja, geht. Ich stehe lieber auf.
Sagen wir, ist da Gold drauf auf der Pizza? Warten, bis sie anrufen, wenn sie es nicht annehmen. Geil. Das ist unsere Speziale. Ah. Ach, das Security, ja, ich dachte gerade. 600. 600. So, okay. Wow, da, Alter. Ist die Speziale, die kostet halt viel, das Gold drauf. Mhm. Wie viel kostet das? 125 eine, ne? Eine kostet 150. 150 für eine Pizza. Aber da muss doch Trüffel drauf sein und so. Wenn, man muss es auch so sehen, wenn sie die auf leeren Magen essen, haben sie danach gar keinen Hunger mehr. Okay, das ist krass, ja. Mhm. Unsere Pizzen sind preiswert. Preiswert? Ah. Okay. Also ja, ist das gut schon. Keine Frage. Immer das mit Sandwich, das ist auf jeden Fall billiger, glaube ich sogar, ja. Oh, keine Ahnung, habe ich noch nie probiert. Ich ernähre mich eigentlich nur von Pizzen hier. Wie weit bist du, Olivia? Ja, ganz cool. Ein Paycheck hier, ne? Ich bin jetzt gleich am Anwesen. Ja, macht cool. Sag mal, was kostet das Auto da draußen, wenn man den kauft neu? Weiß ich nicht. Ist nicht meiner. Ich fahre nur CL. Ach so, also du bist nicht mehr in der gehört. Nee, leider nicht. Ein von den Kunden, würde ich sagen. Ach so, ja, es sieht mir hier sehr danach aus, dass das hier kein Kunde hat. Ich glaube, das hat nur irgendwer hingeparkt. Jo, fährt hier jemand so einen SL? Na gut, schönen Tag noch, ich muss eben der Probe mit dabei dann helfen. Danke, ja, gut, danke, wiedersehen. Tschüss, wiedersehen. Ja, sonst, ach, der ist weggefahren, deshalb, ich dachte mir schon. Egal, ich habe gerade für $600 vier Pizzen gekauft. Ja, die machen da Gold drauf und Platin. Mit denen werde ich sowas von Verhandlungen führen, dass ich das irgendwie billiger kriege, Alter. Boah. Mit Code, keine Ahnung, Freddy 30, machen wir 30%. Boah, Alter. Mit dem Code Freddy30 könnt ihr heute euch die Pizza sparen. 30% sparen. 30% reduziert. Oh, jetzt hauen wir nochmal beim Shop dann vorne lang. Und dann gehen wir, fangen wir an, hä? Bei welchem Shop? Ja, ich brauche auch noch Wasser. Ach so, hast du kein Wasser mitgenommen? Nee, ich habe nur Minute zu Glas trinken. Bist du blöd. Ich habe extra gesagt, nimm Wasser mit. Es tut mir so leid. Mitarbeiter dürfen ja runter, ne? Nur Azubis nicht. Right. Nur die Azubis dürfen nicht, so ist es. Jesse? Samuel Steiner, Gruß geht raus, wieder für einen Zehner von einer Stunde. René, moin, cool, erste Spende für euren Server, Kabel, mach weiter so. Und weißt du was? Kabel, was Neuestes? Mach weiter du und eure T-Aminosäure, super, steht da. Keine Ahnung, was er damit meint. Aber danke, René. Wann kostet eigentlich Kabel nur noch ein Kupfer und ein Plastik? Das ist erst seit Neuestem so, das hat mich auch gewundert. Ja, ich habe außerdem 25 Kabel hast du gehört, Marc? Ja, so. Ich hab's gerade gehört. Mit einem Kupfer. Wir können stolz verkünden, dass 1:7 die erste Nationalbank gemacht hat. Was? Ich war nicht dabei? Danke. Ich war drin. Das war spontan. Das war spontan, ja, super. Ich war nicht dabei, jetzt bin ich traurig. Das war so eine Katastrophe. Das war so eine Katastrophe. Ja, ich kann nicht widerstehen. Ich kann einfach nicht widerstehen. Ach so. Ah, verloren. Kommen wir Nummer 2. Oh nee, ich werde von der geilen Susi angeschrieben, da muss ich gleich mal antworten. Jetzt ist die Maschine ausgegangen zum zweiten Mal. Ey, weißt du, jetzt verliere ich hier, den mag ich nicht. Bruder, wir müssen nochmal zum Gelände. Ey, ich hatte Hopes, ja, warum denn? Oder wir müssen gut weit weg parken. Ja, was ist denn passiert? Hey, den. Oh Mann, ey! Na, ich meine, wir müssen wieder zurückbekommen. Ey, was ist denn passiert, warum müssen wir zum Gelände? Ich hab dich angerufen. Was? Warum müssen wir zum Gelände? Ja, guck mal, ich pack da jetzt auch übel viele Samen rein. Wenn wir erwischt werden, Digga, dann sind die ganzen Samen weg. Ja, warum sollen die wechseln? Ja, wenn wir erwischt werden, dann werden die mir abgenommen, hä? Hätten wir doch an das Auto. Ja, ich pack's gerade ins Auto. Damit ich die dann ins Auto packen. Warte. Du hast viele Samen dabei. Ja, ja. Ja, aber dann pack sie ins Auto und hol ein anderes Auto. Na, wir. Digga, warum wir packen das Auto weiter weg. Hä, ich bin gerade so verwirrt. Du willst, warum musst du dann zum Anwesen fahren? Ja, brauche ich jetzt doch nicht. Ach so, okay. Alles gut. Ich muss der geilen Susi antworten. Die schreibt mich schon wieder an auf Dings hier. Aber okay. Die geile Susi an. Die heißt halt wirklich hier geile Susi bei mir. Oh nee, warte, ich will das anders machen. Ich mache das über Videoanruf. Ja, willst du trotzdem einsteigen nebenbei? Ja, ich steige ein. Oh shit. Hallo. Hallo? Wie kann ich... Ist da die geile Susi im Apparat? Hallo? Ich seh nur ein Bild hier, das ist ganz komisch. Ich sehe bei dir auch nichts. Das hatte ich gestern auch, ne? Du siehst nur das, was du... Video, was du... Okay, ja, dann ruf ich die geile Susi mal so an. Ja, das ist auch ein Fehler vom Handy. Ja, kennt man ja. iFruit, immer dasselbe. Hallo? Hallo, ist da die geile Susi?
Ja, ist hier die Katrin? Ja, hier ist die Katrin. Bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Kannst du dich erinnern, dass ich reden wollte mit dir, oder? Ach so, ja. Ja. Soll man dich mitnehmen? Ja, ich bin im Fotostudio. Was? Dann ab geht's ins Fotostudio. Okay. Doch nicht anbauen. Ja, bis gleich. Wer ist denn das? Tschüss. Warum lacht die? Wir müssen die geilen Susi ins Fotostudio. Hä? Ja, wir nehmen kurz die geile Susi mit. Ja, dann müssen wir nochmal als Kram kaufen, oder was? Na, nichts kaufen, nehmen sie mit. Achso, sie kommt einfach nur mit. Na, sie will reden und ich denke mir so, wir packen sie ins Auto und reden wir einfach. Okay. Dann haben wir gleich Multitask, weißt du, 2 in 1. Müssen wir die geile Susi halt irgendwo rauslassen. Warum heißt die geile Susi am Telefon? Mach mich fertig. Du kannst sie doch umdennen, hä? Nee, will ich nicht. Du hast mich auch als Unterfeuerwehrmann Sam eingespeichert. Ja, aber da weiß ich, wer es ist. Warte, nennst du deinen Feuerwehrmann eigentlich Sam, wenn du ihn rausnimmst? Ja, natürlich. Du meinst, hey, das ist aber nicht der Feuerwehrmann, das ist der Schlau. Ey, ich hab als... ich hab als Kind immer Feuerwehrmann gespielt. Das sind die Panzerpaus. Also ich bin immer Feuerwehrmann gespielt, ich hab immer Feuer gelöscht am Klo. Hab ich auch gemacht. Das war schon lustig. Meine Oma hat mir das damals beigebracht. Hallo! Huch. Da bin ich wieder! Hallo. Guten Tag, wie wär's, wenn wir hier mal eine schöne Umarmung uns mal hier, wie wär's damit? Das ist keine Umarmung. Na, ich weiß, aber mach mal. So, das ist doch schön als jede Umarmung, oder? So. Nee, warte. Hallo. Seid ihr schon fertig? Nein, wir sind noch nicht fertig. Ach so. Oh! Okay, schön. Jetzt sind wir fertig. Ich finde noch immer, dass das viel zu viel Photoshop ist hier oben. Hallo. Na, wobei, dann mal gucken. Ja, doch. Oh. Warum bin ich da mittendrin? Ich wurde von beiden Seiten umarmt, ich fühle mich jetzt schmutzig. Da stehst du doch drauf. Ja. Gut, wir nehmen dich mit, wir müssen mich anbauen fahren. Komm, auf geht's. Gespräch im Auto, Multitasking fähig. Jetzt geht's los. Bist du dir sicher? Oh, okay. Ja, natürlich. Auf geht's. Ja, auf geht's, halt, Jungs. Wir werden halt, wenn safe, erstmal zu Fuß weg müssen, weil wir parken nicht direkt da, das ist zu auffällig. Ja, okay. Weißt du, ich habe mir gedacht, wenn, dann machen wir es gleich zusammen, kannst du gleich mit mir reden. Wenn es was gibt, dann einfach raus damit. Im Auto. Oh nee, nicht das jetzt, oder? Ja, wir machen jetzt Familienstreit. Bist du dir sicher? Ja, wir machen Familienstreit. Nee, du bist dir nicht sicher. Warum? Gesicht ist das, was ich denke? Ja. Macht sie Schluss mit mir? Nee. Ach so. Aber mach's jetzt, ja, dann aber kann sie so schlimm sein. Oh je. Macht sie Schluss mit mir? Da sitzt sie. Weißt du, wie sie mit? Mach's kurz und schmerzlos. Ich verlasse also sie. Hast du mich... Hallo? Was hat sie gesagt? Ernsthaft jetzt? Hab nichts verstanden, ja. Ich verlasse 107. Habe nicht gehört. Hallo? Was will sie ablassen? Ich möchte... Hallo? Ja, bitte? Ja, er versteht dich schon. FD. Er will es bloß nicht wahr. Ja. Nee, ich hab's wirklich akustisch gerade nicht verstanden. Was hast du nochmal gesagt? Doof. Gut, dann so, ne? Ich verstehe nicht. Du hackst bei mir immer so ab. So. Weißt du? 107, ich verlassen. 1x7, ja? Geh mal in den Arsch. Warum? Ja, du musst 1x7, wenn du dir schöne Kartoffeln machen möchtest. Man kann mit ihm kein Gespräch führen. Es ist fast schon. Nee, ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Ist jetzt kein Weltuntergang. Du willst zum FD. Ja. Ich dachte, du warte. Ich denke, ich kann auf der Höhle rauchen oder fliege ich dann in die Luft? Was? Warte, wir sind jetzt hier unten. Was machen wir hier unten? Ja, jetzt müssen wir ein Bloodout machen. Alter, lol. So. Ich hab keine Waffe dabei. Hallo. Ich hab keine Waffe dabei. Hä, warum? Wir müssen das machen. Das geht doch nicht anders. Du hast viel zu viel Information. Du hast zu viel Information, du verstehst es nicht. Was heißt hier? Wir sind verlobt, du. Du hast zu viel Information. Nee, immer nur Spaß. Ist okay. Ist wirklich okay? Ja, ich meine, was soll ich denn machen? Ich kann dann
Soll ich Nein sagen? Soll ich euch was ganz ehrlich sagen? Ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Wie, dass du so traurig bist oder so. Leute, mal eine Frage. Wir hatten gerade... Naja. Das ist schon schade. Komm mit. Wir haben sie letztes Mal im Regen stehen lassen, also. Du hast da irgendwie Kaugummi-Schuhe, oder? Wer, ich? Warum hab ich in letzter Zeit immer Kaugummi am Schuh? Was ist denn los mit mir? Weil die Leute, Alter, hast du mal auf durch die Gegend zu schlagen? Geht mal bitte in die Mine, lass mich mal wenigstens noch mal ein, Moonwalk, Alter. Ja, wo gehen wir denn hin? Ja, hallo? Ficken auch, wenn ihr eben schon wart, aber wir müssen was an die Mechaniker liefern. Ach so, du gehst mit, okay. Nie so schnell. Also wir... Wie gesagt, jeder, pass auf, der gerade frei ist, bitte mal wenigstens zwei, drei. Ey, aber wenn du jetzt erwischt wirst dabei, dann wird's lustig. Ja, ich hab grad Pflanzen. Ja, ich freu mich auf die Zeiten so wie damals, ey, wo ich ein bisschen unterstützen kann, weißt du? Da oben ist eine Leiter, kommt man auf das Dach schon, dann gibt's hinten noch ein Hoch zum Hochgehen. Das Zeug, was ihr bitte rauskriegt, dann kann ich euch verarzten wieder. Ich freu mich. Am besten ganz nach unten. Da kennen wir wieder jemanden, ne? Ich find's okay, ja, wenn man... Ja! Mann, immer wenn ich... Aua! Genau, bei solchen... Wer hat die gebannt oder die Ärzte? Helfen, ne? Weißt du, ich höre den Funk auch dauerhaft. Ich hab nie eine Ruhe. Fertigen. Hallo? Ja. Ja. Okay, check. Ah, warum tut sie weh? Ich komm. Hallo? Warum gehst du nicht weiter? Hallo! Ey, wir dürfen nicht gesehen werden, hallo! Entschuldigung! Das ist nicht okay. Das macht keinen Spaß so, okay? Das, ja, nicht runterfallen. Saison, beweg dich. Ey, bitte mach weiter, bitte, wir dürfen nicht gesehen werden. Es tut mir leid. Beweg dich doch einfach. Jetzt weiß ich, warum du nicht mehr hier sein möchtest, genau deshalb. Einfach ein Popo ins Gesicht. Ich bin heute gut gelaunt. So, hier sind wir. Ja, hier? Was ist hier an? Jetzt? Ja, hier was? Ist wir machen was? Hallo? Ich hab... Ja, wir gehen hier anbauen, hab ich doch gesagt. ich hab's doch gesagt, bevor wir hingegangen sind. Hallo? Ja, Marc, warst ja? Du ungefähr hier so auf dem. Hier so? Hä, was? Und ich mach an der Wand? Du bist hier an der Wand? Und ich mach neben so. Dir. Warte, wir machen nebeneinander, okay? Genau, wir machen so eine Reihe nebeneinander. Ja, wir machen Reihe nebeneinander, genau. So, das reicht. Aber so, ey, warte, mach ein bisschen weiter vorne, weil sonst sieht man es von der Brücke aus. Ja, ja? Darf ich's dokumentieren? Nein, ja. du machst jetzt keinen Livestream darüber. Ist jetzt noch irgendeiner Geld oder was? So, ja, wie machst du das jetzt eigentlich? Du baust Start, an. Digga. Warte, du ich baust. Bereit, du. Ich sag doch ja, du baust an und dann machst du direkt schon was rein? Wasser oder sowas? Nee, wir ziehen jetzt erstmal 20 10. durch, wenn du schnell bist. Dann schaffen wir 20 durchzuziehen. 20 ja, durchziehen, okay? Fest. Ich hoffe, ich kann das. Du kannst ja die Samen gleich in die Hand nehmen. Ja, ja, mach ich so. Ich bin nur mit dem. Ach nee, so. Wir sind, glaube ich, zu nah nebeneinander jetzt gerade. Dann geh noch ein Stück rüber. Hast du zugenommen? Hä, was? Du bist aber ja, schon asozial. Also in dem Bild siehst du ein bisschen... In welchem Bild denn? Hast du gerade ein Bild von mir gemacht? Ja. Uncool. Ey, du baust die so perfekt an, ich mach da 5 Meter Abstand wieder rein. Das ist nicht cool. Ich krieg das schon hin. Ich lerne beim Lernen und das ist schon okay. Ein Popo-Bild gemacht. Danke! Wir müssen halt in 5 Minuten, 4 Minuten alles gesetzt haben. Ja. Gehen die sonst ein, wenn wir das nicht machen? Ja. Okay. Warum krieg ich eigentlich die Banane und du die anderen? Ja, naja, ich habe ja schon was dafür weil getan, du eine dass große ich hast. Sind deine teurer als meine? Ja, sind sie. Asozial. Wir teilen die 50-50, okay? Also muss ich verkaufen, vorher können wir gar nicht steilen. Abgesehen ja, davon ist Max seine Banane größer als Freddy's. Das Kauschen ist wieder ein Hä, hey, woher weißt du, wie seine Banane aussieht? Hä? Weiß ich da irgendwas nicht? Will ich nicht. Also, hab ich nicht. Hast du gerade gesagt? Ich hab's das genau hast gehört. Du gerade aus dem Kontext gerissen. Nein, hab ich nicht. Du hast gesagt, meine Banane ist größer als Freddys Banane. Nein, ich hab das. Wie kann ich das aus dem Kontext reißen? Das hast du aus dem Kontext. Nein, hab ich nicht. Oh, was ist im Ferien Urlaub passiert? Ferienurlaub, Alter. Ich gehe ja, weiß ich in die ja Schule. Nicht.
Ja, ist nicht okay. Bisschen sass, das Ganze hier. Nee, nicht so cool. Nicht so choral. Weißt du, du gehst auch jeden Schritt mit, den ich hier mache. Das ist echt lustig. Soll ich hinten stehen bleiben? Nö. Ich habe noch 7 Stück. Das geht sich perfekt aus mit einmal durchziehen. Ja, ich weiß. Aber ich bin schneller als du. Okay. Aber kennst du Kinder, die sagen, als wie du? Oh, was habe ich denn jetzt für einen Schritt gemacht? Mir richtig auf den Sack. Ich bin schneller als wie du. Halt die Fresse. Ja, also falls du jetzt noch reden möchtest wegen der Banane, ich habe gerne ein Ohr. Welche Banane jetzt? Ja, du hast ja über Bananen gesprochen, jetzt können wir ja drüber reden. Ja. Ja. Deine ist ganz toll. Ich will ein Statement. Was ist? Was? Was hast du gerade gesagt? Wir reden doch über Bananen. Ja, aber was hast du jetzt gerade gesagt? Ja gut, dann sie will kein Statement mehr dazu abgeben, das ist echt lustig. Du machst jetzt kein Foto und postest das bitte irgendwo. Wir machen Na, das nicht. Nein, ich. Alles okay. Gut? Okay. Das geht sonst gar nicht klar, wenn du das postest oder so. Das wäre echt uncool. 1, 2. Weil es mich auch interessiert, ob die Gruppe 6 eine Besprechung hat. Was? Was? Wo? Naja, guck doch in der Werbung. Also gut, ab 20 Uhr eine Besprechung. Während dieser läuft keine Dispatches. Ja, wer ruft die denn? Wollte ich gerade sagen, wie unnötig. Ey, wir könnten ja nicht rufen, wenn wir mal irgendwo eine Absicherung brauchen. Können Sie mal absichern hier beim Anbau? Können Sie mal das absichern und bitte anrufen, wenn die Polizei kommt, bitte? Können Sie das mal machen? Ey, es wäre gar nicht so schlecht, weil die könnten ja die Polizei so ein bisschen wegschicken, weißt du? Ja, wir haben hier also eine Kontrolle. Weißt du so? Ach ja, gut, ja, wenn sie es sagen. Ja, warte, lass zusammen, warte. Ja, ja. Ich warte, ey, aber wie soll ich das machen? Soll ich zusammen machen? Zusammen? Also düngen und bewässern gleichzeitig? Nein, erstmal einmal Wasser jetzt durchziehen komplett. Nur mal Wasser durchziehen. Okay, ich warte auf dich hinten, ne? Jo, ich hab immer... Boah, Alter, wir müssen ja schnell machen. Ich hab hier... Alter. Ich hab 16 Sekunden, schnell. Los. Boah, Alter, mach schnell. Ich hab nicht so viel Zeit. Ich hab grad 16 Sekunden. Oh ne, ich hab 31 Sekunden. Alter, das war jetzt aber ganz schön knapp, ne? Ist halt übel knapp. Ja, sag doch gleich. Hallo, hörst du mich? Ich hör dich. Okay. Ja, jetzt haben wir's. Alles gut, jetzt easy. Jetzt wird's ja immer mehr Zeit. Das ist das Schwierigste. Also das ist das, wo du am meisten Stress hast. Okay. Aber jetzt ist entspannt. Na, ja, sagst du. Wie oft müssen wir bewässern kommen? Ach gut, dann halte ich auch mal meine Klappe. Wieso? Wir können auch reden miteinander. Hab ich gerade nicht gehört. Wie oft müssen wir bewässern kommen? Wir bleiben hier die ganze Zeit. Darf ich da ein bisschen cringe sein? Wir gehen nicht weg, das schaust du nicht. Warum willst du cringe sein? Kann Freddy von uns zu ein Bild machen? Ja, machen wir gleich. Wenn wir so weit sind, dann machen wir... Ja, wenn wir so weit sind, ja, dann... Also wir bleiben hier die ganze Zeit jetzt. Also warum denn hier? Weißt du? Echt, du bist nicht... echt jetzt? For real? Ja. Digga, du redest heute ganz komisch, Mann. Du hakst. Du ja, weil wenn ich gieße, das hast du aber auch. Ah, wenn du okay, gießt. Ach so, da fangen die Stimmbänder zum Vibrieren an, sagst du? Ja, ja, da krieg ich eine Big Vibration. Nein, aber jetzt nein, wirklich du die... kannst, also wir müssen halt hier bleiben jetzt. So. Warum? Wegen dem Wasser oder was? Mal gucken, dass die Bild nicht zu sehen ist. Muss ich die dauerhaft wässern oder wie? Du wässerst ja dreimal. Also zum Schluss haben wir 20 Minuten nichts zu tun. Ja, da gut. Könntest, aber wegen 10 Minuten hau ich ja nicht ab, so. Keine Ahnung. Ja, ich schon. Ich gebe mir so einen Snickers oder sowas reinwerfen. Ist halt immer ein Risiko, wenn du halt wieder, immer wieder herkommst, dann. Ja. Also ist halt wirklich so, wir können halt, mal, also du musst die ganze Zeit, wir hier. Du sag mal, wie viel Cash machen wir mit einem Durchgang hier? So circa, Pi mal Daumen. Was? Ja, hier einen Durchgang, wenn ich jetzt hier die Pflänzchen hier fertig habe. Wie viel Cash ist das, was wir hier gerade sehen auf dem Boden, ja? Oder was? Ja, wie viel das bringt. Naja, du kriegst, wenn wir, gute Qualität, 20 pro Dings. 20 pro Pflanze. Ja. Dann musst du das verarbeiten. 5 werden zu einer Tüte getrocknet. Ja. Keine Ahnung, so 30.000 oder so. 40.000, 50.000. 30, 40? Sowas. Das heißt, danach könnte ich mein Auto kaufen mit, ne? 40, 50.000. Erstmal musst du verkaufen. Der Preis ist auch nicht immer gut, hä? Ah, okay. Ja, sonst lage ich es ein und nehme das aus der Firmenkasse und berechne das Große. Die ist sicher schon prall gefüllt.
Aber mal eine Frage, warum gehen wir hier jetzt nicht hin und düngen schon eigentlich so zusammen? Weil es nicht ausgeht? Hallo, ach, jetzt habe ich schon wieder nicht mit dir geredet. Was denn? Warum düngen wir eigentlich nicht gleichzeitig? Ja, weil wir die Zeit vielleicht nicht haben. Ach so, ja, stimmt. Das also, macht Sinn. Die letzte Pflanzung, die haben noch 1 Minute 44. Am Anfang hatten wir nur noch 15 Sekunden oder so. Ja, verstehe. Und das muss alles relativ beieinander sein von der Zeit, ja. Du hast recht. Das gut aufgeht. Aber jetzt kann ich direkt runtergehen, düngen, oder? Weil er witzig ist. Ah, jetzt können wir noch 2-3 Minuten warten und dann können wir düngen, ja. Okay. Du kennst dich da schon gut aus, ne? Geht. So, die sind alle gut. Warte, ich schau mir deine an. Du hast halt die schönen. Nicht so schön. So, jetzt warten wir 2-3 Minuten und dann. Alles gut. Obwohl, wir können. Nee, hau rein. Soll ich reinhauen? Okay. Ja. Düngen. Oh nee, tut mir leid. Oh, es tut mir so leid. So, dann. Boah. Ich bin ausgerutscht. Tut mir leid. Das, ach was. Ja. Stimmt, ne? Man kann da ganz schnell ausrutschen. Ja, wenn jemand daneben steht im Dünger, ist es ganz schön schwer. Tut mir leid. Ich verspreche, nächstes Mal mache ich besser. Muss man echt aufpassen. Da muss man echt aufpassen, das haut man im nächsten Direkt alle drüber so düngen. Dario, warte mal. Hey Dario, warte mal. Boah, ey, müssen wir da viel düngen, Bruder. Oh, nichts kommt nicht. Ich habe jetzt von dir bekommen 40 Dünger, ne? 40 Dünger habe ich von dir bekommen. Ja, muss ich zweimal düngen. Okay. Insgesamt. 20 Pflanzen sind es, also zweimal düngen. Aber dass wir so lange da bleiben müssen, ist wegen dem Bewässern, oder? Dass wir so lange da bleiben müssen, ist wegen Bewässern. Ja, ja. Oder? Ja, gut. Aber ich finde das nicht schlimm, so vergeht die Zeit wenigstens. Also besser als irgendwo dumm rumzustehen. Keine Ahnung. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Wir haben was zu tun. Wir machen eine Gärtnerei hier auf jetzt gerade, aber... Genau. Also wir stehen auch mal so 10 Minuten so, aber halt nicht irgendwie jetzt wegen 20 Minuten wegfahren und dann wieder her kurz, dann wieder mit 20 Minuten wegfahren. Das ist halt dumm so. Auf da habe ich ein bisschen mehr zu tun, weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn die Pflanzen, man kriegt ja auch einen guten Ertrag raus, also... Ja du, also wenn wir hier fertig sind, gehe ich mir ein Auto von kaufen. Ich sagte, wir sind ja, so ein Führerschein, gehe ich mal. Also die nehmen keine Kusch, du musst dann erstmal noch arbeiten. Ja. Ja, ich meine, wenn wir mit allem fertig sind, wenn dann ich musst du erstmal nochmal gucken, wie ja, wenn ich das Geld kriege. Es gibt bestimmt jemanden, einen Mitarbeiter, der dir das abkauft. Ivan hat das zum Beispiel schon gesagt, dass er uns abkaufen wird. Okay. Also, wenn ich das Geld bekomme, dann. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche mein Bestes. Wir sollten nicht so nah beieinander das hier machen. Die Broschüre, ne? Ja. Halte die Broschüre in der Hand, bitte. Ja, das mache ich so. Du düngern willst. Das mache ich. Ah, okay. Also mir passiert das nämlich nicht mehr. Ich probiere mein Bestes. Ich probiere wirklich mein Bestes. Ah, man darf nicht N drücken. Wenn ich N drücke, dann passiert das, dass ich dann einmal kurz rumleck und dann ihn schlage, merke ich gerade. Darum kommt das. Mit N drücken darfst du nicht. Was haust du denn nebenan? Das ist nicht gut. Jetzt hat Freddy wieder seinen Hut verloren. Freddy ohne Hut. Einmal bestellt, einmal bekommen. Andels Outdoors hat geöffnet. Wir freuen uns auf ihren Besuch. Ich nicht, ich habe kein Geld. Ich habe immer so Angst, dass hier unten irgendwie so ein Auto steht. Muss erstmal eine Verifizierung auf Instagram beantragen. Ich habe nämlich den besten Account. Mark. Welchen hast du denn? Deine Mom. Ey, können wir einen Account mit Habubs Mutter machen und dann so eine etwas... Wollte ich erst. Ha? Ach so. Also ich wollte noch so eine richtig... Ey, pst, weißt du wer? Hast du gehört? Ja. Da fällt jemand rum. Das kann mal Schmelz oder sowas sein. Nee, ist ja der Schmelzer. Boah, das hab ich ganz vergessen. Ja, wollen wir jetzt ein Foto machen? Soll ich jetzt ein Foto machen? Ja, machen wir ein Foto, komm, jetzt haben wir Zeit. Wollt ihr machen, aber mit einem guten Hintergrund, mit Sonnenuntergang, kommt schnell, hier.
Ja, aber so, dass es keiner sieht. Hallo, komm runter. Los. Das sind 2 Minuten. Jetzt nee, bewegt euren Arsch hier hoch. Ach, du willst doch nicht mit Wand im Rücken. Das ist gerade so ein schöner Sonnenuntergang. Ja, los, aber wenn uns einer sieht, dann ist das ja wieder alles so für nichts, Alter. Sieht uns keiner. Ja, natürlich sieht uns keiner. Ey, ihr müsst weiter nach links. Was willst du machen? Ja, mal mach irgendeine Pose, such dir was aus. Ich mach einfach mit. Erstmal testen. Ew. Oh, ja. That's too much. Das hier. Warte, falsch rum, warte kurz. Oh, boy. So, jetzt mach ein Foto, dann machst du Facebook oder machst du schnell? Mach schnell, komm. Mach schnell Foto. Ach, danke. Und dann stellst du es auf Facebook oder was, so wie das heißt. Wo die gerne, wobei Facebook benutzt du noch alte Omas. Warte, du musst es mir schicken. Ja. Neuer Bildschirm im Hintergrund, ich sehe schon kommen. Bitte mir auch senden. Oh, ich muss erstmal alle auswählen hier. Du kannst es auch airdroppen, du Lustige. Hey, ich schick's auf WhatsApp. Was? Oh. Da habe ich noch Reiz bekommen. Ja, ich hätte es über Airdrop gemacht. Geht das nicht über Airdrop? Keine Ahnung. Ich schick's dir auf Bilder, warte. So, dann gehe ich hier Airdrop, oder? Ich weiß es nicht, ich schick's dir direkt bitte, okay? Ach schau, ich kann's direkt an Feuerwehrmann Sam senden hier, neben mir, zack. Und Airdrop gesendet, ist doch easy. Ja, aber ich habe ja nicht nur ein Foto gemacht. Ja, du kannst mehrere Fotos auswählen. Hat er das jetzt überhaupt gespeichert? Ich hoffe. Warte, ja, über Airdrop macht er das sicher. Wenn nicht, muss ich nochmal über Airdrop oh schicken. Oh mein Gott. Ah doch, die Galerie speichern. Oh, guck mal. Ey, warum hast du, brauchst du nicht 10.000 Fotos schicken, bitte? Aber das ist von weiter weg, das ist voll süß. Ey, aber komm, der Hintergrund ist doch Baba jetzt gewesen. Richtig, der musste sein. Nice, lass mich kurz gucken. Oh mein Gott, das ist... Du brauchst gar nicht drüber lachen. Ich lach nicht drüber. Du lass dich gerade selber. Das machst du dauerhaft. Das machst du nämlich. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Hab's gespeichert. Wunderschön. Ich brauch mal ein Foto von dir. Ich hab gar keins. Ja, bitte mach keins. Mach ein Foto von dir. Da gibt's das jetzt auf GW-Seite. Verkaufe ein Camaro. Ui. Mach das doch nicht vor den... Marc, dreh dich um. Ja, mach das doch nicht vor den Dingern. Freddy. Eine Angel zu verkaufen. Ey, das ist doch geil. Ich will das doch nur... Das ist nur sein Kontaktfoto. Marc, guck mich mal an. Ja, hallo. Da verkauft man Hacker-Laptop für 45.000, sehe ich gerade. Jo, der spinnt doch. Winter Wonderland. Die Winter... Was? Der Winter endet bald. Aber sie wollen sich nur ungern von Schnee trennen? Ich teile gerne Omas Rezeptur zur Eigenproduktion. Hört sich... Da rufe ich mal an. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 2, 1, 3, 8, 1, 7, 9, 2 is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Ja, hallo, hier ist Oskar von Oskar GmbH Rundfunk Gertrud GmbH Incorporated. Eine Frage wegen dem Schnee. Und zwar, meinen Sie damit ein Schneeballsystem oder reden wir hier von einer Pyramide? Bitte im Rückruf, danke. Ja, was soll ich denn machen, wenn er euch abhebt? Ah, ich muss pipi, ganz schlecht. Mich hat's halt interessiert. Ey, was wollen wir jetzt machen? Sollen wir wieder Wasser reinschütten, oder? Wir können gleich, wir warten noch ein paar Minuten, dann können wir da gießen. Auf 50 muss sein, 50% Wasserinhalt? Na, pass auf, der kann Wasser? Ganz runtergehen, theoretisch, ja. Aber wir machen es halt so, weil Wasser hält eigentlich 25 Minuten und wir haben jetzt noch 43 Minuten Restzeit. Also eigentlich könnten wir schon gießen, weißt du? Verstehe ich gerade nicht. Das Wasser, was du drauf gibst, würde 25 Minuten die frisch halten, die Pflanze. Die Frischhaltefolie, ja? Ja. Ach, vergiss es. Gieß 25 einfach. Minuten, sagst du. Hält das Wasser und wir haben eh noch 43 und wir gießen dann zweimal noch. Also bei mir steht Wasser 12,45. Richtig, aber wenn sie voll ist, du bist ja auch bei der Hälfte jetzt. Wie? Das Wasser ist ja halb leer. Ist halb leer, ja, das ist negativ, halb voll, sagt man. Denken die so negativ. Ja. Shit happens. Also bei 50 kann ich nachgießen. Gieß jetzt. Okay. Mann. Darf mir meine Freundin helfen? Wenn sie Wasser hat?
Ah, nein, nicht schon wieder! Du sollst die scheiß Broschüre in der Hand halten, Mann. Ich mach doch die Broschüre! Ich probier's doch, ich halt einfach meine Klappe. Du sollst die Broschüre in der Hand halten. Ja, ich halt meine Klappe, dann passiert's nicht. Einfach die ganze Zeit in der Hand halten. Das war das erste und letzte Mal, dass ich mit dir anbaue, war so ein Ding ist das. Nee. Er schlägt mich einfach. Häusliche Gewalt? Wo wurden sie denn gestanden? Beim Anbauen. Nee, Wasser gibt nur 50% anscheinend. Ja, schon wieder, ja, jetzt ist passiert. Den Bug, den kenne ich schon. Ist das schön, ne? Boah, ich weiß, was mein neuer Traumjob wird, Leuten auf die Mobilbox sprechen. Hallo, warte, wie ist es beim Bibi-Phone? Hallo, ich bin's, die Bibi. Das Bibi-Phone mit diesem Anrufbeantworter. Ich hab mich weggeschmissen, als ich das damals gesehen habe. Oh, war das schön. Hallo, ich bin's, die Bibi. Ja, ich kann jetzt leider gerade nicht rangehen. Sprecht mir aber gerne was auf die Mobilbox. Das Bibi-Phone. Ah, oh, schön. Ich glaube, das war die beste Corporation ever, Alter, das Bibi-Phone. Ich glaube, das war so ein Samsung, ne? Wo hinten. Alter, wo hinten einfach so eine Bibi drauf gedruckt war. Absoluter Held. Oh, das Bibi-Phone. Ich werde jetzt allen Leuten einfach das Bibi aufs Telefon sprechen. Oh ja. Das ist mein Beruf. Ja, die Leute werden sich gedacht haben, warum produzieren wir hier so einen Scheiß? Das muss ja irgendwer in der Fabrik hergestellt haben. Da druckt irgendwer das Gesicht von Bibi auf so einen Drecksphone. Das kannst du nicht ausdenken. Das kannst du nicht ausdenken, hat jemand einfach eine Bibi auf dem Telefon. Nee, das verstehe ich nicht, warum man sowas macht. Weißt du, ich verstehe so Logo oder so, aber das Gesicht von Bibi auf dem Phone hinten drauf, das geht gar nicht. Bruder. Ah, es war ein Sony, okay. Sony Xperia M4. Ja, gut, seit Sony Ericsson, als die damals noch gut waren, die machen ja nichts mehr Gutes, Sony, ne? Die sind vom Telefon-Ding, also das Bibi-Phone war wohl der Tiefpunkt von Sony. Was? Ey! Digga, wenn du mich nochmal boxst, krieg ich Klatschsterne zurück. Sorry. Ich probiere mein Bestes. Okay, ist mein erstes Mal so. Bruder, du musst wirklich nur die Broschüre festhalten. Ja, ich mach doch. Bist du die Gießkanne wirklich? Komm. Ich weiß, es ist trotzdem schwer. Aber endlich mal alles wieder voll. Aber nicht düngen. Chill. Ja, ich hab schon angefangen zu düngen. Mach nur Spaß. Ah, ich hab mich perfekt hingelegt. Ha! Süß. Dann mach mal ein Foto. Nee, wir können das auch anders machen. Alter, Freddy sieht einfach aus wie der Dönerverkäufer von nebenan, ohne Kappe, so. So ohne Hut. Oh, yeah. Machst du mit extra viel? Freddy macht heute mit extra viel, hab ich gehört. Mach mal das. Mit extra viel Gehirnmasse für dich. Ah, Hilfe! Hilfe! Was war das denn? Nochmal. Nee, oh, andersrum. Na, wenigstens habt ihr Sachen an. Wollt ihr nicht noch näher rankommen vielleicht? Dann ja, ich bin in der Pflanze. Ich bin die Pflanze. Hat jemand schon mal eine R1 gesehen? Bis jetzt nicht. Weißt du noch, was es mich jetzt gerade lustet? Nein, weißt du, noch, was es mich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt lustet? Was? Ihr seid schon süß. Ich würde mir jetzt gerne ein Pflanzenkostüm anziehen. Ist auch noch was dabei? Und mich zu irgendeinem Paar liefern lassen. Ich kann nicht so viel und mir dort eine Streiterei anhören. Okay, warte. Da gibt's bestimmt. Warte kurz. Siehst du das? Guck, hä, was? Mach mal deinen Arm hoch. Guck mal, deine Achse ist einfach so schwarz. Hier, warte kurz. Da, was? Das hier? Mach mal den hier. Richtung Ölbohrinsel ist gerade Helikopter geflogen. Warte mal, da muss es doch. Warte. Ich habe jetzt ein Foto gemacht, aber es ist einfach die dunkelste Achse. Was machst du mit mir? Warte kurz. Nee. Ja, gut, ungefähr, warte kurz. Warte. Sie weiß nicht, was sie will. Das war immer schon so. Das gibt's doch nicht.
Ich dreh gleich am Rad, Alter. Im Fall, dass es ein Privatheli gibt in der Farbe, der so rumfliegt. Was ist das? Jetzt mal was ist das? Farbe. In der roten Farbe. Also manchmal... Das ist cute. Was ist das, Mann? Falsche Richtung. Ja, falsche Richtung. Egal, die Pflanze mit uns doch perfekt, ist doch schön. Nee, das muss ja, ich ja, lass mit Pflanze zusammen machen, komm. Achso, wenn sie das posten will, dann nicht mit Pflanze. Na, sie muss ja nicht posten. Wir haben die gefunden, okay? Ja, und dann? Ja, was? Ja, was dann? Du darfst es nirgendwo posten, wenn... Dann, ja, dann mach halt so, dann hier hinten dieser schöne Hintergrund, diese schöne Mauer mit diesem blauen, weiß nicht was. So wie Ghetto-Fotos, weißt du? Ja. Weißt du, wir sind im Ghetto groß gewohnt. Halt mal kurz deine Klappe, deinen Mund zu. Ah, ja. Oh mein Gott. Sorry. Aber ich bin von der falschen Seite, weil ich muss ein Stück rumgehen. Gehört zu der Banane ist krumm. Muss ein Stück rumgehen. Oh, warte nicht. Oh mein Gott. Ich muss doch noch ein Foto. Ich dachte, du bist schon extra. Wie lange brauchst du, Opi? Ich bin extra nochmal anders rumgegangen. Schau mal so. Oh. Oh. Ich kann. Ich schmeck die Haare. Ich kann die Haare schmecken. Ja, wunderbar. Freddy macht mir heute auch mit extra Zwiebel, ne? Hä, was ist denn? Das ist der Sound of a Spinde. Das sieht aus wie ein Döner. Sag mal nett zu mir. Sorry, das ist so komisch aus ohne dich. Das ist echt böse schon. Oder direkt zum Mechaniker bringen. Nee, komm, jetzt, du, wie lange brauchen wir jetzt noch? Wir haben Dünger 46, ne? Aber wollen wir uns dann irgendwo treffen, weil ich hab ja auch noch. Ja, noch warten, bitte. Okay, nur warten. Was für 46? 46%? Ach so, ich dachte, du hast 46 Dünger dabei. Ach so, nee. Schau mal, der Fuß, den ich geschickt habe. Was ist das denn, Fuß geschickt? Guck mal, das erste von wo ich bei dir sitze, einfach die dunkelste Achsel. Mann, lass meine Achsel hören! Das schwarze Loch! Es ist dunkel, oh, Mann. Nee. Gizzy, warte, ey, das ist so schlimm. Halt wirklich, das, hey! Ich hab nichts gesagt, tut mir leid. Das Bild ist schön, aber du hast halt schwarze Achsel. Lass mal schwarze Achsel hören, Mann. Ich ruf da mal an. Suche GLS. Das erste Bild von er hat geschrieben, rein. Suche GLS. So schlimm ist es doch gar nicht. Was? Das ist schwarzes Loch. Guck drauf. Du bist also ein schwarzes Loch, ey. Halt, wollen wir mich hier verstehen. Mach das Bild groß. Hä? Moin, hallo. Hallo? Das ist hallo? Schwarzes Loch. Ja, bitte? Ja, servus, ich hab gesehen, ich soll sehen. Du hast Lautsprecher an. Sie suchen an GLS. Hallo? Jo. Welche Form brauchen Sie beim GLS? Bitte? Oh. Ich weiß nicht, wer das Bein ist, aber wenn ich es losgehe. Nimm mal ganz kurz. Bitte sind leise, wir machen ein professionelles Autohaus. Ja, heute hier ist Andels Autohaus. Wir verkaufen GLS. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich bin 12. Ja, hier ist gerade laut im Autohaus. Warten Sie mal. Entschuldigung, bitte, da ist gerade ein bisschen viel los. Sie suchen einen GLS, gell? Genau, ja. Welche Farbe suchen Sie? Die Farbe ist eigentlich nicht egal. Ist egal? Ja. Lass uns mal kurz im Lager schauen. Warten Sie ganz kurz. Ich suche dann GLS, Farbe egal. Ja? Ein kleines Problem. Ich glaube, wir haben jetzt kein... Der letzte GLS, der ist jetzt gerade verkauft worden vor 20 Sekunden. Schade. Aber vielleicht schauen Sie mal vorbei, vielleicht übermorgen, dass wir ein GLS haben für Sie. Mit Farbe egal, weil die Farbe egal haben wir nicht bei uns gerade liefernd. Okay. In Schwarz hätten wir noch da. Ja, nee, wenn dann sollte die Farbe schon egal sein, also. Also, ja, Farbe egal, ein Schwarz hätten wir noch da, aber wenn es egal ist, muss ich ihn extra liefern lassen. Ja, dann müsste man den extra liefern lassen. Ja, fahren Sie vorbei, Andels Autohaus, fragen Sie bitte. Fragen Sie den Herrn Stipsitzinger, der hat für Sie, das bin ich nämlich, der Herr Stipsitzinger. Fragen Sie einfach noch am GLS in Farbe egal, der bestellt Ihnen an, gell? Okay, perfekt. Passt, super. Wiederhören. So, schönen nee, Abend noch. Ebenfalls. Das engere. Der fährt jetzt wirklich zu anders aus, da hoffen wir es mal. Verkaufer Camaro, oh, da könnte ich mal auch anrufen. Oh, ich bin so. Ich darf das echt nicht zu weit treiben lassen. Für mit Telefonstreichen, so machen das alle. So, Alter, ihr habt das echt. Weißt du, ich muss mir irgendwie die Zeit vertreiben. Kleinanzeigen. Was hat der Typ gedacht? Ja, der hat ein GLS gesucht auf Kleinanzeigen. Ich hab halt versucht, so zu tun, dass ich so ein Auto ausverkäufer, der mal einen anderen möchte und dann keinen mehr hat. Oh, nee.
Wir müssen noch ein bisschen warten. Ja, wenn wir noch ein bisschen warten müssen, rufe ich nur wo an. Schauen wir mal, was gibt's denn alles? Gelbe Seiten. Gibt es noch irgendwo anders eine Rufnummer? Nee, ne? Verkaufe Camaro. Angel zu verkaufen. Oh ja, da rufe ich an. Ich frag mal, ob man damit angeln kann. Ey, jetzt bin ich eigentlich dran. Wir machen abwechselnd. Guck mal, Anruf gleich. Okay. Ah, der ist eh nicht mehr da. Der ist, hätte schon noch auf die Mailbox gesprochen. Okay. High-End-Türöffner. Den rufe ich an, okay? High-End-Türöffner, ja. Mach laut. Okay. 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 Hört ihr das? Nee, noch nicht. Ah, vielleicht, als wenn er redet. Ich mach Gargamelius, okay? Ja. Du müsst ja was mal mit Pinder rangeht. Hey, hopefully geht er ran. Nee, Mailbox? Ich find irgendwen. Verkaufe mein R62. Ey, du könntest sonst die neueste gucken, verkaufe mein Camaro. Da kannst du mal anrufen. Moin, ich verkaufe meinen sehr gut gepflegten Camaro. Kannst du fragen, ob es denn auch einen ungepflegt gibt oder so? Ja. Gibt's denn auch einen ungepflegt? Ach komm schon. Wenn nicht, rufe ich den anderen nochmal an. Den du eben angerufen hast. Den du eben angerufen hast. Nee, der Arme. Im Lagerraum. Kannst du nicht machen. Der geht auch nicht ran. Geht auch nicht ran. Also gibt's sonst, können wir vielleicht irgendwie. Ich muss irgendeinen noch anrufen, safe. Ich habe eine Idee, vielleicht haben wir irgendwo, wo wir. Ah, hier! Ey, wir könnten bei Stadtwerke mal anrufen. Geht das? Oder im Autohaus anrufen? Nee. Ihr habt mal deine Nummer im Autohaus, kann ich da anrufen? Nee. Hier ein LKW. Ich probiere einfach an, ob wir einfach da rangehen. Da gibt's ja irgendwo eine App. Instapick? Nee. Wir haben angerufen, schreibt mir gerade jemand. 2134. Ah, ich hab die Nummer nicht. Sie haben angerufen. 2134142. Anrufliste. 2134142. Nummer anrufen. Hallo? Oh, Oma spinnt gerade rum, warte mal. 2134142. Der braucht noch eine Stunde. So, jetzt. Aha. Hä, warum geht er nicht ran? Ich glaube, das ist kein Lack. Hallo? Guten Tag. Mein Name ist Gargamelius. Okay, und du bist wer? Gargamelius. Und du möchtest was von mir? Weil sowas, so ein Name ist mir nicht sehr bekannt. Ich liebe es, du Kacken! Echt? Da musst du kacken gehen. Wo bist du eigentlich? Verkaufen Sie Dixi-Klos! Dixi-Klos? Nee. Also bei mir an. Gargamelius, es wird Zeit fürs Bett! Ich glaub schon drin. Oh nein! Da wird die andere leider nicht spezialisiert. Gargamelius, was machst du da gerade? Tust du wieder Leute belästigen am Telefon? Oh nein! Mach's Handy weg, Gargamelius, mach's Handy weg! Du gehst jetzt schlafen, Gargamelius! Du gehst jetzt schlafen! Ich sag mal so, ich leg mal auf, ne? Ihr. Leute! Ich sag mal so, ich leg mal auf. Und ich nur so. Dünger ist bei 24%, wir haben noch 7 Minuten Zeit. Ja, noch einen Moment. Ey, sollen wir denn bis zum Ende auslaufen lassen, den Dünger? Nein, machen wir gleich, wir müssen gleich. Aber sollen wir wässern? Wir warten noch, Moment, vertrau mir doch mal. Ja, ich vertrau dir. Guck, pass auf, dann verstehst du? Jetzt haben wir noch, die Pflanze braucht noch 28 Minuten, um fertig zu sein. Und wenn wir jetzt wässern, haben wir nur 25 Minuten noch Wasser. Das heißt, wir haben 3 Minuten kein Wasser. Verstehst du? Oh nee, Angels of Fire MC öffnet die Werkstatt. Sollen wir da anrufen? ich könnte mal fragen, ob die sowas wie Toiletten haben, was im Auto gibt. Oder was könnten wir sonst machen? Ich mach wieder was im Hintergrund. Wir machen wieder was im Hintergrund. Nein. Erinner mal nicht so Nee. Ah, ich trau mir nicht. Warte mal, machst du das? Ich ruf irgendwo anders an. Gartentipps für Naturbegeisterte. Ich ruf mal an. Ich ruf an. Nee, ich ruf doch schon wo an. Wir haben doch gesagt, abwechselnd. Hallo. Wo bin ich da? Ach komm. Wo sind Sie? Die wissen doch, wo Sie angerufen haben, oder nicht? Kann ich da auch meinen Darm tunen? Ihren Darm? Was? Ja, ich habe immer sehr festen Stuhlgang. Ja, ich glaube, das wird nichts. So ein Katalysator in meinem Darm. Nee, sorry. Katalysator für Darm haben wir nicht. Und 24. Auspüffe. Alles klar. Ja, ja, dann machst du 24 Motoröl. Auspüffe für meine Fürze zum Lautermachen.
Na, das ist eher wieder schlecht. Kannst du vielleicht mal beim AMR fragen, ob die dagegen was haben. Was machen sie denn sonst? Ja, nur Motorräder. Und halt Teile verkauft, damit man das vielleicht auch selber einbauen kann. Aber ansonsten... Was? Tun sie auch bei Sports. Was kostet denn das? Ja, es kommt ganz darauf an, was sie für einen Teil haben wollen. Drei. Wie drei? 40. Ja, drei. Du, den Teil drei gibt's nicht. Zwei. Auch nicht. Ja, was haben Sie denn dann? Kennen Sie die Werkbänke in den kleinen Umbauwerkstätten, die überall verteilt sind hier im Staat? Nee. Da haben Sie ja quasi eine Liste davon. Da könnten Sie mal nachgucken oder Sie kommen einfach vorbei und dann gucken wir mal, was wir so bei Ihnen verbauen könnten bei Ihrem Fahrzeug. Also natürlich, wenn es ein Motorrad ist, weil für die Autos müssen es zu den Mechanikern fahren. Bring mal Bier, Erna! Aha. Na, hör mal! Ich würde so auflegen, hä? Also? Hä? Ihr habt schon wieder einen Darmverschluss. Ja, ich bin noch dran. Ich warte darauf, was sie jetzt von mir wollen. Süßigkeit. Habe ich keine. Pizza kann ich anbieten. Wie lange am Telefon bleibt? Schmeckt die nach Arschritzer? Auch nicht. Wenn doch, bei der Pizzeria beschweren. Aber ich glaube, die machen sehr gute Pizza. Sehr gute Pizza. Na, hör mal! So, sind wir denn jetzt fertig mit dem lustigen Scherzanruf oder kommt da noch was Produktives bei rum? Ja, ich wollte fragen, was sie tun. Motorräder. Und Blinddarme. Sind sie ein Organhandel? Denk sie auf! Das ist eine Zunft! Auflegen! Auflegen! Das kann ich zerhinnern. So, ich muss mal wieder los. Ich habe eine Kundschaft. Wenn sie vorbeikommen wollen, können sie gerne vorbeikommen. Ansonsten die wartet die Kundschaft. Schönen Abend. Er hat aufgelegt. Pass auf, ich rufe jetzt. Ey, lass mich bitte bei den Gartentipps anrufen. Ruf mich der Nächste an. Scheiße, ich habe viel zu viele Leute. Nee, warte. Ich muss die Gartentipps anrufen. Pass auf. So, ich habe keine Zeit. Schönen Tag. Verkaufe Kunststoff. Arme. Your call has been forwarded. Ruf die Nummer an. Gartensamen im Angebot. Warte, da rufe ich an. Ich hätte sonst die Nummer. Auch nicht da. Blümchen. Ruf die hier an. 213. Warte, bin schon. Wir müssen langsam düngen. Wenn du das fertig soll ich direkt vorbeikommen. Wir müssen düngen jetzt, Habib. Du kannst auch nicht. Einen wunderschönen guten Abend. Ich rufe an wegen ihrer IB-Kleinanzeige. Den Gartentipps. Ja. Ja, scheint wirklich FD zu sein. Ich hab gehört, Sie haben Gartentipps. Wie will ich? Ich hab sie gerade nicht verstanden. Wir warten es ganz kurz. Ich kann gerade noch so abhauen. Hallo, bitte? Ja, hallo. Mein Name ist Rubinho. Wasch. Rubinho. Ich ruf an wegen den Gartentipps. Ja. Meine IB Kleinanzeige. Gartentipps. Ja. Genau. Wie funktionieren diese Gartentipps? Also wie kann man sich das vorstellen, so in etwa? Ja, also das sammelt man dann Samen ein und die Samen pflanzt man dann an und dann kriegt man da am Ende den Tee raus. Ja, weiß ich. Ich hoffe ja wegen den Samen für Gartentipps. Ja, genau. Die Samen sind für Tee. Da gibt's bunten Tee, da gibt's. Ach so. Bunten Tee. Ja, genau. Ja? Ja. Brauchen Sie irgendwie was? Ja, also... Na geh. Also ich hab grad... Entschuldigung, bitte, ich bin gerade geschlagen, ich hab grad eine Gießkanne in der Hand. Ich tu grad schwer beim Telefonieren. Ach, ja. Ich schaut ein bisschen blöd gerade aus. Na warten Sie, also die Samen... Ich muss düngen! Ich hab ja eine... Ach scheiße! Ich hab ja eine Gießkanne. Ja. Wartens, ich muss die Dinger. Wartens ganz kurz. Ja, was brauchen Sie denn? Kann ich hier weiterhelfen irgendwie? Wartens, ich muss gerade noch fertig dingen. Nee, welche Samen haben Sie denn bei der Gartengärtnerei?
Ja, alle für ihren Tee, wie sie die haben wollen. Wir haben's die guten, die Zwiebelfarbenen brauche ich. Die Zwiebelfarben. Ja, die schauen aus wie Zwiebeln, kleine Zwiebeln. Da weiß ich, kann ich jetzt gerade nicht helfen bei Zwiebelfarbenen. Ja, das ist so ein lila-mäßiges ist das. Lila, ja, lila kommen wir schon näher. Ja, haben Sie sowas im Angebot? Ja, lila kann ich Ihnen zeigen, ja. Ja, für wie viel verkaufen Sie das, ein Stück? Also, den Stück gibt's nicht. Ich kann Ihnen den Ort verkaufen für 13. Wo ist 13? 13.000 Dollar. Ach so, jetzt meine 13-jährige Tochter vorbeibracht. Das hätte funktioniert, oder? Hallo, ist da noch jemand am Apparat? Was? Ja, was hat funktioniert? Hä, was bitte? Ja, Rubinho ist da am Apparat, hallo. Rubinho, ja. Ja, Rubinho. Also, Sie verkaufen keine Samen. Ja, was ist denn los, Rubinho? Was brauchen Sie denn, Rubinho? Ja, ich bräuchte die lilanen Samen, brauche ich. Ja, der Ort würde 13.000 Dollar kosten. Ja, ich kann den Ort kaufen, den kompletten. Kann ich drauf ein Haus bauen, oder wie schaut das aus? Nein, Sie kriegen die Info, wo der Ort ist. Den Ort können Sie nicht kaufen. Ja, aber da kriege ich ja keine Samen. Also, Sie kriegen die Info, wo Sie die Samen für Ihren Tee herkriegen. Ach so, den Samen-Tee. Ja, ich rufe eigentlich an wegen dem Lagusta. Kennen Sie den Lagusta-Weg? Was? Ja, da gibt es einen Lagusta-Samen, rufe ich eigentlich an. Ein Lagusta-Samen? Ja. Das ist ein Samen aus der Ligustusblüte. Haben Sie sowas nicht im Angebot? Nee, habe ich leider nicht im Angebot. Das ist schlecht. Konnte ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, gerade bei den Ligustasamen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Robini und wenn Sie Hilfe brauchen, gell, weil ich hätte ja auch gern Samen, aber ich weiß ja, wo die Samen sind. Ja. Ja, ich weiß, es aber gibt derzeit. Warum rufen Sie an? Ja, ich weiß, es gibt derzeit einen riesen Samenstau, das weiß ich schon. Deshalb, ich wollte ja Samen ankaufen bei Ihnen. Samen ankaufen? Ja, ich hab gedacht, Sie verkaufen die Samen. Ach so, Ja, ich hab gedacht, Sie verkaufen die nämlich. Würden Sie mal einen Pfund verkaufen oder zwei Decker? Wie bitte? Würden Sie mal zwei Decker verkaufen? Wir schreiten da mal sein ins Telefon. Ja, ist das bei Ihnen zu Hause oder was? Ist es die Frau? Ja, das ist mein Hamster. Ach so, ich höre die ganze Zeit komische Geräusche durchs Telefon. Ja, das ist der Hamster. Also deppert brauchen Sie es nicht sein zu mir. Sonst bin ich gerade auslachen. Nee, ich habe das Gefühl, Sie lachen mich aus. Also, Sie wollen Samen kaufen? Ja, genau. Also, ich hätte gern diese lilanen Samen von der Ligusta-Blüte. Ich glaube, von den Lilanen habe ich gerade kaum welche da. Ja gut, dann. Ja, das war's jetzt aber. So lass ich nicht mit mir reden, gell? Ja, wie rede ich denn mit ihm? Ja, Sie haben es doch gerade gesagt zu mir. Ich soll meinen Finger in den Arsch stecken. Also so brauchen Sie nicht reden mit mir. Ja, ich glaube, da haben Sie mich tatsächlich etwas falsch verstanden. Ach so. Das war nämlich die Frau im Hintergrund sicher, gell? Ja, das war... Ach, vielleicht war das mein Papagei. Das kann auch sein. Nee, das kann natürlich auch sein, ja. Ja gut, ja, also wenn Sie Samen haben, wenn Sie einen Samenstau haben, rufen Sie an. Wo? Hallo? Ja, wenn Sie einen Samenstau haben, rufen Sie an, gell? Ja, wenn ich Samenstau habe, rufe ich an. Super. Okay, und dann die Gusterblüte, gell? Auf Wiedersehen. Genau. Tschüss, tschüss. Was, Alter? Ach du Scheiße. Das war so schlimm gerade. Ey, ich bin voll fast zusammengebrochen vor Lachen, als ich so da stehe und anfange die Sachen zu bewässern, ne? Wo, weil wo? Und die Gießkanne einfach in mir drin ist und die ganze Gießkanne über meinem Kopf ist. Marc? Ja? Wo bist du fast zusammengebrochen vor Lachen? Ja, wegen der Gießkanne. Also, weil ich hab die Gießkanne ja fast über mich drüber gekippt. Ach so. Ich werd's mich jetzt zerschallert, Alter. Und als ich dann noch nicht gedüngt hab, weißt du? Das war nochmal das i-Tüpfelchen, ich hatte es zerrissen. Am Telefon. Oh, wie lange der dran geblieben ist. So herrlich. Dann, was hab ich sie auch noch zusammengeschlagen hinten? Das ist so dumm.
Ey, das ist so schlimm, dass wir sowas machen, ne? Aber was willst du machen, wenn du hier sonst stehst? Das ist halt... Stell dir mal vor, die Polizei kommt und hört uns hier. Ja, wir haben ihre Nummer geortet. Der das Grund, warum, ja, sie haben hier Leute angerufen. Sie reden über Samenstau. Sie haben Leute sexuell am Telefon belästigt. Das geht so gar nicht. Sie sind Gagamedios und lieben es. Oh nein! Nein! Du regst mich richtig auf. Weißt du das eigentlich? Ein paar blaue Flecken sind die so schlimm. Oh nee. Was hast du es jetzt? Es tut mir leid. Wenn du mich nicht leiden kannst, dann sag es, Alter. Ich darf nicht reden. Ich darf nicht reden, wenn das ich hier mache. Ich rede doch auch nebenbei. Also, Marco, kommt denn so vor oder wachsen die Pflanzen nicht? Die wachsen gleich noch. Ach so, das sieht wie so aus, als wachsen die nicht seit einer Stunde. Ah, da hinten wachsen sie, ich sehe es. Ja, nee, mich hat's gerade wirklich zerrissen da hinten. Jetzt fühle ich zerrissen. Oh, schön. Das mal wieder. Ey, aber jetzt, dann sind wir dann fertig hier, ne? Jetzt sind wir fertig. Dann sind wir fertig, jetzt warten wir noch. Boah, geil. Ah ja. Ich hab grad mein ganzes Trinken ausgespuckt, das ist doch großartig. Nee, oh, Leute. Ey, lass auf jeden Fall gerne ein Like, da würde mich sehr freuen. Hau mir mal ein Like raus, oder? Hau mal raus hier. Alle mal ein Like da lassen, Leute, lasst ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Wer sagt, die Frau ja voll der NPC, das ist meine Freundin for real life, deshalb ist sie so cringe, wenn wir immer Pärchen AP machen. Diese Dame da, kenne ich in real life seit fast 8 Jahren. Wir könnten, Gehen wir auf TikTok live, ich gehe auf Insta live. Ich könnte mir mal einen TikTok-Account machen, stimmt? Einen TikTok. Du solltest dir die TikTok. Ich könnte mir die Spark-App mal ziehen und mich da meine Dating-App eindingsen. Ah! Aber wo wir beide? Ey, ich bin live auf Instagram. Ey, er macht nicht, hallo. Nicht, oder? Ey, ja, mach das nicht. Nein, das machst du jetzt nicht. Doch, guck, ich bin schon. Scheiß, bist du live. Bist du die Mom? Deine Mom? Alter, du bist halt wirklich live, geh weg. Ey, wie gehst du da live auf Ding? Du musst oben, wenn du eine Story machen willst, kannst du aussuchen, live oder Story. Ah, geh ich mal live, ja, weiter. Pass aber auf, dass du nichts Falsches zeigst. Ja, wie zeige ich denn da? Wie mache ich denn das? Oh je, das ist so risikoreich. Willst du das wirklich machen? Hallo, ich bin live im Stream. Hallo. Oh nee, Low Power. Ja, Low Power Mode. Hallo, Alessio ist im Chat. Moin, Alessio, was geht? Du willst aber am Schreiben, am Antwort. Hey, nicht, warum machen wir das im Chat? Deine Mama ist im Chat. Hey, jetzt wo wir hier mal sind, wisst ihr, was ich so richtig scheiße finde? Den Chief hier beim LAPD, der finde ich richtig kacke, finde ich den. Ich weiß zwar nicht, wer er ist, aber wenn ich es rausfinde, ich sag's euch, wie es ist. Ey, da grüßt wer? Gabe, Gruß geht raus. Mit Nachnamen Horn. Wie das Horn von einem Geweih. Ey, ich habe schon 5 Zuschauer, cool. Die schauen sich jetzt, 6 Zuschauer, die schauen sich hier die Wand an. Ja, Leute, lasst mal ein Follow da. Ich mache Wand-Content, das heißt, ich mache immer Livestreams von Wänden. Heute haben wir eine Backstein-Ziegelwand aus, das sind aber Sandziegel. Beschichtet sind die nicht, wo das sind ein bisschen auch mitgenommen. Also man sieht so, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man da so ein bisschen den Schimmel schon dran. Zeig Füße. Ja, ich zeige jetzt keine Füße, nein. Gucken wir heute Wand. Genau, also ich zeige euch heute meine Wand. Und ich mache eine ganze World-Tour, wo man unterschiedlichste Wände sieht. Das heißt, wir können... Ich zeig keine Füße, hör auf, ich reporte dich sonst, Alter. Kann ich diesen Muffin reporten? Ich zeig doch keine Füße. Ja, gut, Muffin, dass ich dich nicht reporten kann. Hättest du gleich
Nein, ich zeige auch nicht großen C. Kann man diese Gisela da raussperren? Hey. Unerhört. Krieg ich deine Socken? Nein, du kriegst auch nicht meine Socken. Wer ist denn dieser Muffin eigentlich? Kennt den jemand? Kennt jemand Muffin? Nee. Okay. Ich hab wohl Muffin gewonnen. Da werden meine Ideen geklaut. Was machst du? Machst du auch Content über Wände? Machst du auch Wand-Content? Real Hofstetter. Hier im Chat. Leute, wir machen gerade einen Stream im Stream. Ist das nicht krass? Ey, der Muffin hat mir gefolgt. Cool. Super, ich hab dir danke. Auch gefolgt. Danke, ja, bei mir. Ah, jetzt Alessio hat auch gefolgt. Ja, es dauert ein bisschen. Weil ich bin schon 90% Akku. Warum stumm hier ist, keiner stumm. Ach. Ey, wie mache ich diesen Livestream wieder aus? Ich krieg den nicht aus, dass so viele Leute folgen. Hilfe. Wie mache ich den wieder aus? Hilfe. Livestream beenden. Leute, ich möchte gerne den Livestream beenden, aber. Oh, ich darf nicht auf den Face-Button gehen. So mache ich Face-Reveal hier. Ey, Leute, wie mache ich den Livestream aus? Welche Wandstärke hat die Wand? Ich glaube 5,7 cm. Digga, mach doch einfach aus jetzt da, den Blut. Ja, ich weiß ja nicht wie. Ich will da nicht raufklicken, sonst sehen die mein Gesicht. So ich hier Face-Leak. Oben drück mal auf deinen Namen oder so? Ja, mach ich, da kommt nix. Da musst du machen, bis Ende lernst. Oh nee, Hilfe. Warte, was? Warte, jetzt krieg ich das nicht mehr. Ich krieg das nicht mehr zu. Warte, vielleicht hier unten X? Vielleicht muss ich. Hab ich ausgemacht? Nee, du hast doch. Nein! Wie mach ich das aus? Warte. Ja, ist jetzt aus, ist aus. Nee. Nein. Oder? Jetzt ist Black Screen. Ja, toll, jetzt bin ich wieder live. Ich krieg den Livestream nicht aus. Oh nee. Ich schick den Livestream nicht aus. Warte, ich teste mal. Der Herr bekommt seinen Livestream nicht aus. Ich brauche Hilfe. Ja, oben rechts, ganz oben rechts in der Ecke ist so ein kleines X. Ja, wo denn? Ganz oben rechts neben der Zuschauerzahl. Ich sehe das nicht, ich schwöre, ich sehe das nicht. Neben der Zuschauerzahl ist ein kleines X. Rechts daneben, ja. Vielleicht ist dein Handy zu klein oder so. Ich glaube, mein Handy ist zu klein, weil lass mir kurz die Settings einstellen. Mein Akku ist aber auch gleich leer, ne? Komm ja auch nicht mehr raus. Hey, ihr müsst einfach das Handy zumachen. Was ist mit euch? Warte, ich mach mal schnell Einstellung, das Handy größer. Ja, immer mal bitte. Das ist Erfolg. Hören die mich eigentlich auch? Hören die mich auch? Oh, nee. Also, ich mach das mal so. Pass auf, jetzt gehen wir hier nochmal auf. Ihr müsst einfach, die anderen müssen einfach nur auf deinen Namen klicken, dann gehe ich wieder raus da. Ja, ich hab da kein X, ich schwöre, ich hab da kein X. Nein, die anderen Leute jetzt meine ich. Die müssen nur auf deinen Namen klicken, mit dem Pfeil nach unten dann. Also, da gehe ich raus. Mit Pfeil nach unten. Ja, du hast ein X neben den. Ich hab da kein X, ich schwöre, ich hab kein X. Oh nee, das war's jetzt, ne? Ich kann hier nicht mehr raus. Wie viel Akku hast du noch? Ja, 90%. Naja, kannst du noch ein bisschen live bleiben. Der Black Screen gibt mir auch. Die hören mich auch nicht in meinem Stream. Nee, die hören dich nicht. Oh nee! Ah! Hallo? So, wo mache ich das jetzt hier? Och, das ist nicht gut. Ich habe keinen Black Screen, ja. Das ist jetzt blöd, ne? Zeig nichts. Ich lauf woanders hin. Ja, ich lauf auf woanders hin damit. Ihr habt nichts gesehen. Ja, ich komme nicht auf das X klar, ne? Ich weiß, who's watching komme ich hin. Ja, danke für die ganzen Follower hier, aber ich komme hier nicht mehr raus. Ist es jetzt aus? Ey, ich schmeiß das Handy gleich weg. Ich schmeiß das einfach irgendwie. Ich schmeiß das gleich irgendwie. Wo runter gleich? Hintergrund. So, machen wir es gleich mal wieder kleiner hier. Na gut, auch nicht so klein. Hilfe. Oh nee, das ist zu klein. Ah! Nee. So ist gut, ne? Ey, habe ich immer noch den Livestream offen? Hallo, Katrin. Ist aus oder was? Ja, ich weiß nicht, kannst du gucken? Ich trau mich nicht umdrehen. Was? Läuft der noch? Das läuft noch immer. Ich sehe nur Blackscreen.
Ja, immerhin. Ich mach gerade mal Flugmodus rein. Vielleicht ist dann weg. Ist jetzt weg? Nee. Ach, das ist einfach das unendliche Livestream. Das ist so dumm, ey. Das ist, ich krieg das nicht aus. Komischerweise, ich höre nur dich im Stream. Ja, ich weiß nicht. Ich hab doch immer 7 Zuschauer im Livestream. Aber ey, ich frag mich echt, wo du dieses X da siehst. Digga, erstmal Werbepause schalten hier. Ja, stabil, ne? Super stabil. Ey, ich drück grad alles, was in meiner Macht steht, ne? So muss ich warten, bis mein Akku leer geht, Jungs und Mädels. Und dann lässt du mich nur noch live. Da bin ich immer noch live. Ah, nee, das gibt's doch nicht. Ich kann halt WW nicht raus, for real nicht, ne? Also, es lässt mich einfach nicht. Ich kann hier alles drücken, was ich möchte. Ja gut, was mache ich denn jetzt? Mach sonst einen neuen Livestream und guck, was dann ist. Ja, ich kann ja nicht beenden. Ja doch, ich kann ja raus, aber es ist ja nicht unrecht. Ich probiere mal. Mach mal einen neuen. Ich probiere mal, okay? Vielleicht kannst du dann beenden, ja. Ich probiere. Siehst du, mach ein Big Brain, Alter. Wie einen neuen? Er kann doch den jetzt aber schon nicht beenden. Ja, warte. Ja, aber wenn er rausgeht aus dem Handy, kann es sein, dass er nicht mehr in dieses Creator-Ding reinkommt, weiß ich mal. Habe ich jetzt 2 Leistungen zum Laufen? Nee. Das ist der Sound auf die Spende. Vielleicht was kaputt gemacht. Was hat wirklich kaputt gemacht? For real, ne? Ich krieg wirklich alles hin. Ich bin unglaublich, dass ich das hinbekomme. Machst das sehr gut, ich piss hier mal hin. Ja, warum mache ich sowas? Ich dachte, das. Hast du es geschlossen bekommen? Ja, ja, ich sehe ja auch ein X zum Schließen. Ja, das ist super, dass du ein X siehst. Warte mal, ich. Ey, hast du Dark Mode? Ich schick dir mal ein Foto, kann ich einen Screenshot machen? Ey, hast du bei dir Dark Mode drin? Ja. Vielleicht am Dark Mode, weil ich stell mal mein Handy um. Ey, wenn es daran liegt, dass man es in Dark Mode zieht, das wäre ja mal mega funny. Dark Mode, so automatisch. So. Ja, warte. Ja, gibt nichts, ich sag dir doch. Ich hab das X nicht, was Friedel hat. Kann nur auf Remove gehen und dann passiert nichts. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Ey, muss ich jetzt erst auf Reloggen, ne? Wegen meinem Handy, ey. Und weißt du, bei ihm funktioniert's, bei mir nicht. Ja, ich bin immer nur live hier. Schau mal deine Nachricht. Also schick ja, dir mal ja, 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 ich schau mal Nachricht, ja. Ja, ich schau mal Nachricht. Ich hab doch gerade das. Sehe ich das nicht? Die Nachrichten drin, aber da ist nix. Naja, ich hab Screenshot gemacht, warum sehe ich das nicht? Ah, jetzt ist mir das gesendet. Nein, ich hab dir nichts gesendet. Ach so, weil ich schau mal in die anderen. Ja, ich kann das irgendwie nicht senden. Ich sehe den Screenshot nicht, den ich gemacht habe. Ich will doch nur raus. Erstmal, ich könnte sonst den Account hier einfach löschen. Jetzt habe ich den Screenshot gemacht. Digga, das hat ja ewig gedauert, halbes Jahr gefühlt. Ja, send mal rein, den Screenie. Guck, so sieht das bei mir aus, deswegen. Ich sehe einfach oben in... Oh, hä? Oh, nee, das nicht. Ah, cool, ich kann einfach gucken, was du mit den Leuten schreibst. Ja, ich hab den nicht, ich schwöre, ich hab den nicht. Oh, ist das fies? Ist das fies? Aber ich spiel eine andere Auflösung, weißt du, vom Handy. Also ich habe eine andere Auflösung vom Handy. Vielleicht. Also ich habe 2400 noch was Pixel, weißt du, beim Handy. Ich weiß nicht, ob das assi, Unterschied assi, macht. Ist richtig assi, ey. Kann man unten stellen? Ja, ich muss jetzt mal kurz schlafen gehen, meine lieben Damen und Herren. Okay. Da gehe ich da mal neu rein. Ich habe einfach das Phone kaputt gemacht. Innerhalb von 2 Sekunden. A5M hat ein Update gemacht. Super. Ich hoffe, ich komme rein. Name zu lang. Nee. Daran liegt es nicht. Nee, never. Never, dass es wegen dem Namen ist, oder? Never. Ich glaube, das ist deshalb verschiebt, weil er macht ja extra Punkt hinten dran.
Weil Leute, ich bin ja schon mal live gegangen zum Testen und da habe ich ein X gehabt. Da bin ich mir 100% sicher, dass wir da ein X hatten. Oh, muss, ne? Muss, ich lese mal vor. Der Feuerdragon, 820 Xyon, geh auf Who's Watching und drück Remove. Habe ich gemacht, geht leider nicht. Marzahn Berlin, Stefan Steiner, wunderschönen guten Abend. Kleine Sonne, der Held der Welt, alles fit. Es gibt nur einen Held und das ist der Held der Steine. Aber danke schön, Marzahn Berlin, Stefan Steiner. Schön, dass du wieder am Start bist. Mike Schmidt, danke für den Euro auch. Und Yannick Teller, 90 Cent, vielen Dank auch dafür. Christoph Moser, danke für den Euro. André Kluge und Ace Palworld ist nochmal gewippt. Bei ACC Palworld, ist das nicht irgendwie ein neues Spiel? Ich bin 3-0, beste liebe Grüße an das ganze Team von Friesenwolf87. Dankeschön, zurück an dich auch. Guten Abend, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's gut und bist wieder fit. Kommen Tage auch wieder Polizeistream. Kennst du mich noch? Grüß dir und Rest. MSC, mal schauen, welchen mal Charakter stellen, ne? Polizeicharakter wäre schon nice. Das wäre schon eine nice Sache. Temaxion, dankeschön für 1 Euro auch. Nuplayer, danke für 10 Euro. Du bist echt ein starkes Tier. Ich kann verstehen, dass es dich ausgenockt hat. War sicher viel Stress mit dem Server und so viel Vorfreude und Angst, dass es nicht gut ankommen könnte. Ja. Server, muss ich ehrlich sagen, Stressfaktor ging. Was? Ja, genau. Gab Schlimmeres. Oh, nee. Jetzt kann ich wieder nicht reden, ne? Mal machen Relog. Ey, das muss ein 5M-Bug sein. Ich kann wieder nicht reden, Leute. Ich kann nicht reden. Was Cooles. Boah, ist das nervig. Was ist mit 5M los hier? Mumble Input. For Capture also, Failed, guck mal. So. Ja, das ist ein 5M-Bug, ist das. Guck mal. Hier, Audio-Device. Er kriegt das Audio-Device nicht rein. So? Analog 5.6 ist aber richtig. Ey, sagt jetzt, ich hab ein Kack-Update. Ey, wenn ich jetzt ein Kack-Update geladen habe vor dem Stream. Ach nee. Aber das ist 100 pro 5M-Bug. Da kann der Server nichts für. Oh, ja, jetzt erlauben. Da. Oh nee, wisst ihr, was das ist? Das ist mein Antivirus. Ja, klar wird's das sein. Der hat gerade rumgekackt, weil ich die Echse neu ausführe. Ja, moin. Jetzt weiß ich, worum es nicht geht. Warum ich nicht talken konnte. Ich muss das hier immer freigeben, sonst will er nicht. Ey, mein Antivirus ist aber auch zum Kacken gehen, ne? Richtig krass zum Kacken gehen manchmal. Oh, das kann ich nicht connecten, okay. So, jetzt connecten wir nochmal neu rein. Und dann passt das. Dann geht's los hier, Leute. Leute, lasst gern kostenlos ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr hart freuen, vor allem, wer noch nicht abonniert hat. Abo ist nämlich kostenlos, ne? Ja, bitte. Macht es gern. Supportet mich gern damit. Aber MSC kenne ich noch, jawohl. Kann ich noch sagen. Barmeninong, danke fürs Füßhaben. Gaming and Co., wann kommt der Saugstauber wieder? Das Prop muss wieder rein, ne? Boah, brauchen wir als Spawning Prop. Machen wir. Ich mache das als Item, dass man den wirklich spawnen kann. Perd, Jörg Schulz und Pi Dragon, danke fürs VIP-Werden. Wenn ihr stabiler Stream, Grüße aus NRW. Dankeschön, Sandro, Milan 20. Erstmal eins Brain in die Einreise. Ist das schön. Ey, yo. Da bin ich wieder. Ja. Mein Handy hat gerade die Fotos. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht live. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht live auf Insta. Ach, zum Glück. Aber ich kann gucken, der Muffin ist jetzt live. Ja, oh Mann. Drei Zuschauer. Was denn auch, Mann? Ja, das mit der Pose. Der Muffin streamt gerade. Hast du gelöscht? Nee, das fährt sich nicht einfach so. Die anderen, die nichts waren, sind gelöscht. Aber irgendwie hat er jetzt die. So. Fun Fact, ich komme hier jetzt wieder nicht raus. Ich meine, ich habe noch eins, aber. Machen wir jetzt auch mal ein Selfie von uns drei. Teil. Warte, hier. Beim Muffin sehe ich. Ey, Leute, ihr habt recht, das liegt am langen Namen. Guck mal. Hier, langer Name. Like. Schaut mal hier. Langer Danke Name. Danke für die Ruhe. Und dann gehe ich hier auf Muffin, kurzer Name. Hier habe ich das X vorne. Guck mal. Ey Leute, ihr habt recht, das liegt am kurzen Namen. Nein, das will ich nicht. Es liegt halt for real am kurzen Namen. Ist das kacke, ey. Ey, Chat hat einfach mal recht im Leben. Danke an den Chat. Guck rein. Ja. Mit Hallo. Maske am besten. Ich weiß jetzt, woran liegt, wegen dem X, ne? Es ist, wenn du einen zu langen Namen hast auf Insta.
Aber mein Name ist doch 10-mal länger als deiner. Nee, du hast ja nur Marm stehen, oder? Stimmt. Ja. Und jetzt habe ich geguckt. Guck mal. Ohne Maske. Ja, was? Ich habe keine. Okay, dann gucken wir. Ich habe 5. Cheese. Machst du Cheesecake. Auch Beef oder so? Cheese. Nee, okay. Cheesecake, Cheesecake, Cheesecake. Ich glaube, ich weiß, wenn jemand alle aufkriegt, ne? Das ist Krise. Walla Krise. Querformat. So ist besser. Oh, sieht das toll aus. Das sieht richtig gewollt aus. Gizzy, geh mal weiter von dir nach links. Und Marc auch. Weiter, viel, viel weiter. Richtige Stücke ruhig. Ja, das ist so, genau ja, hinter ja, ich weiß schon, dass ich hinter dir links stehe, ne? Ja. Gizzy, geh weiter. Jetzt gucken. Nein, jetzt guckt ihr alle zum... Ey, yo, was geht? Da sieht man das Peace nicht. Gizzy, kannst du nochmal ein Stück mit deinem Mann kuscheln? Das ist echt schwierig. Jetzt? Ja, ich glaube schon, außer dass du nach unten auf den Boden guckst, sonst geht's. Hast du? Ja. Super. So, apropos, wir können ernten wahrscheinlich gleich. Ernten, Dankfest, ja. Ist fertig? Tatsächlich. Ja. Auf geht's auf die Ernte. Ey, ich glaube, wir haben Best Quality jetzt. Naja, wir haben das Maximum. 20 Alter, dauert mir 1:7 im Superchat raus. Aber gleich mal Herzen, aber hallo. Nico wünscht dir einen ruhigen Abend und noch Abend noch. Und bleib gesund, man sieht sich im RP die Tage. Also 7 aktiv, aktiv und das Taschentuch. Der Nico wuppelt raus. Ey, viel hat sich ein Reizdarm. Ja, heute brauchen die Einblenden wieder eine Stunde. Der haut 1:7 raus. Jetzt hoffe ich auf die geile 1:7 Einblende. Die kommt jetzt gleich. Dann bitte alle 1:7 in den Chat, sobald diese geile Einblende kommt, dank Nico. Absoluter Ehrenmann. Das für uns mal sehen, ne? In 1:7. Schau, wie viel hier noch die Mitglieder reinschallern. Ey, Tippi ist aber auch. Da kommt sie! Habe ich die Lage schon gehört, ist das schön. Leute, alle 1:7 in den Chat. Ey, ich kriege teilweise wieder Samen raus, sehe ich gerade. Auf Ehrenwert! Wie lange streamst du noch? Oh, warte, ich muss einmal ein Foto machen. Mach mal noch nicht noch? Kurz, ich will mal ein Foto in der Mitte machen. Nicht abmachen, nicht abmachen. Ja, ich warte doch. Ich warte doch. Musst du alles Foto machen. Das sieht einfach geil aus. Ich würde gerne jetzt auf Insta-Pick live gehen, aber na, du weißt. Nico, einfach jo. Verrückt. Da geht auf jeden Fall das ich also ein großer Kuss raus. Des Lebens. Großer Kussi geht raus hier an den Nico. Unterstützt erstmal fett den Server. So, warte, ich lese noch hier vor, weil ihr das nicht hier abdingse. Der Sandro Mila nämlich, gönn dir stabiles Stream, Gruß aus NRW. Dankeschön zurück nach NRW an den Sandro. Androlix, hab einen kleinen Witz, warum? Den kann ich nicht bringen, politisch unkorrekt. Cancel Culture, du weißt, den kann ich nicht bringen. Okay, aber danke Androlix. So, Gubi Fortnite, Frage. Gibt es jetzt eigentlich noch Kartell auf RLO? Nee, es gibt nur noch Mario. Mit langem I. Ja, Kartell gibt's, aber die heißen jetzt anders und wurden halt neu aufgebaut, ne? Aber die gibt's natürlich noch. Aber halt komplett neue Führung vom Kartell. Mach doch ein paar Funkti ins F-Menü, ist besser. Was? Funkti ins F-Menü? Was? Fraktionsmenü meinst du? Weiß gar nicht, was du meinst. Funk. Was ist ein Funkti? Wäre ich gerne wissen. Gerti! Hier bist der beste YouTuber auch nochmal. Gerti. Und danke fürs VIP-Werden, liebe Gerti. Mr. Abe mit 90 Cent auch dabei. Vielen Dank. Wo wohnen Katzen im Mietshaus von Lukas? Den hatte ich, glaube ich, schon 50 Mal gehört. Aber danke, Bre. OG GTA 16 haut 1:7 raus. Das ist 1,07 €. Dankeschön. Und Saskia aus der Schweiz nochmal. Liebe Grüße aus der Schweiz. BL, guten Stream. Viel Spaß. Dankeschön zurück. Schweiz BL, auch was ist nochmal BL?
aus, ach, wie heißt sie nochmal? BL. Ich wollte schon Bären sagen. Komplett Losterino. Ich habe einen besseren BMW X6 als der bei euch im Shop. Kann ich euch den irgendwie zukommen lassen? Nö, ich bin zufrieden mit unserem X6. Ich mag den. Ich will den gar nicht changen, der hat geile Tuning-Teile. Aber trotzdem vielen Dank. Jamie Reisner, ich feiere das Streams und schaue die meisten nach zum Einschlafen. Machen viele. Aber lass gerne die Streams laufen zum Einschlafen, ist doch schön. Immer schön laufen lassen. Du musst dir unbedingt das 1-7-Tattoo stechen, habe ich ja zum Glück jetzt mittlerweile schon. Geil. Oder der Bremer halt einfach Real Life. So, jetzt habe ich 9 Bananaseeds wieder bekommen. Ah, mein Internet. So, da gab es vorhin Ruckler, Leute. Mein Internet geht schon wieder ein. Sorry für den Lag. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Ihr wisst um die Uhrzeit, mein Internet wird instabil. Aber es geht wieder. Keine Ahnung, was er gerade gemacht hat. Er hat sich gerade gesagt, er macht sich mal einen Restart. Obwohl ich vor dem Stream zweimal einen Router neu gestartet habe, zur Information, gell? Ja. Ich hoffe, mich haut es nicht aus dem Server. Ich hoffe, mich schmeißt es nicht aus. Komischerweise war du der Upload im Arsch. Hallo? Ich habe nicht mehr runtergefunden. Cool. Das ist der Sound auf die Spende. So. So. Huch. Alter, wir sind so gut. Ey, ich kann mir jetzt einfach ein neues Auto kaufen. Ich bin gerade so happy. Yep. Oh, warte, mein Sandwich läuft gleich ab. Wir müssen noch verarbeiten vorher. Ich muss verarbeiten, natürlich, ja. Warte. Wait. Ich muss noch zum Auto. Ich will doch nicht allein. Ah, schau, genau da passiert sowas. Jetzt ruhig Maske abnehmen, wir haben ja nichts mehr. Ja, nee, Maske anlassen, damit wir kriminell aussehen. Damit wir Angst verbreiten. Damit wir angehalten werden wegen der Maske? Ich habe einen Türstock im Auto, ich werde ihn einsetzen. Ich ziehe also im Auto die Maske auf, wir wissen ja nie, ob da wer kommt. Mach auf die Kiste! Junge! Weißt du, voll konnte er nicht warten auf mich und jetzt ist er der Letzte. So, ich muss mal eine Maske. So. Tipptopp. Hat der Zeit, kurz Verarbeitenschmiere zu stellen? Ach, obwohl, Kacke, nee. Ja. Nee, wir haben noch Güssi. Blut. Oh, stimmt, die kann ja. Wir sind ja. Nee, alles gut. Güssi, mach Wache. Ich muss pissen. Ist mir egal. Geh doch schnell. Ich mach hier eine Flasche. Okay, warte. Weil wir müssen eh erst noch Baggies kaufen. Hä, was? Wir müssen Baggies kaufen? Wieso? Nee, hast du gerade gesagt. Ach, du bist nicht am Funk. Ich bin halt mit Mark unterwegs. Verschwunden, der ist irgendwie umgezogen. Was der? Oder Marc lässt halt die Blätter da und wir verarbeiten das dann einfach mal für ihn. Bitte was? Der besser. Marc. Ja. Den wir haben, wo wir jetzt verarbeiten wollen, der ist noch komplett underdog. Da haben wir noch nie jemand anders getroffen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du da jetzt hingehst mit uns. Kennst du einen nicht underdog? Ja, ich weiß auch nicht genau, wo der ist. Doch, weiß ich, for real. Weißt du? Wollen wir dann da hin? Ja, fahren wir dorthin. Der andere ist halt Saver. Also der ist halt nicht. Ja, scheiß drauf. Wir haben Gizzy da. Passt schon. In die Richtung. Irgendwo. Yo, hab in die Flasche gepetzt. Ich fahr zu denen auf Catalina. In der ersten Stadt war der, ne? Von Catalina. Ja. Welches Haus da? Aber ich werde schon finden. Ist das in einem Haus? Ist in so einer Scheune mäßig drin. Okay. Ich war da halt noch nie, weil der andere, safe ist. Wie lange brauchen wir dort? Keine Ahnung, 10 Minuten, 5 Minuten. So lange? Ja, dass du stehst da richtig dumm rum. Alter. Digga, was meinst du, wie das ist manchmal, wenn wir zwei. Ich hab den Tag, glaube ich, 5 Runden verarbeitet. Alter, wir haben 400 Stück. Ja, gut, aber dann gehen wir das ab, oder? Ja, also 5.
werden jetzt getrocknet zu einer Tüte. Ja, nee, dann gebe ich das ab. Dann, bringt mir nicht, wenn du mir die Waffe ohne Munition gibst. Wie meinst du, gibst du ab? Keine, ja, dann geben wir das ab und jemand anderes bin macht das. Auch auf dem Weg hin. Okay. Wo safe ist, Alter. Also ich war doch keine 5 Minuten dort. Ich muss nachher zum FD. Marc gibt ab, sein Kram so schnell. Warum hast du jetzt was zu essen im Auto gefunden? Was soll denn das? Da waren noch alte Oreos irgendwie. Ja, alte Oreos. Ja, das wird im Lager. Jo. Können wir uns beim Weedladen treffen? Ich muss eh Baggies jetzt kaufen mit ihm. Ich brauch 5-6 Munition. Hab ich schon. Hallo? Ja. Ja, du bist aber ignoriert. Ja, er würde doch es abgeben, dass wir beim Safe Spot erstmal verarbeiten können. Ja, erstmal ignoriert. Ja, okay. Du top. Ja, das heißt, ich bräuchte jemanden, der es für ihn macht. Obwohl, er macht Skizzi. Ja, halt. Ich komm dazu. Egal. Bitte. Ja, Gizzi, sonst stimmt, sonst macht sie das einfach. Nee, wir haben ja Gizzi dabei, dann macht die das. Was mach ich? Ja, du verarbeitest mit mir und Marc, du bringst uns dahin. Obwohl, dann ist ja genau. Nee, ihr fahrt, ihr lasst mich irgendwo allein. Ich chill halt irgendwo, ich mach dabei was. Ich geh aber einkaufen. Wir treffen uns dann irgendwo wieder. Nee, fahrt ihr aber langsam, nicht, dass da irgendwo Kopf ist. Ja, oder. Könnt ihr da vielleicht dann Daniel mitnehmen? Der hätte auch noch was zu verarbeiten. Klar, da, wenn ihr Spiro stehen würdet beim Spot. Bin schon auf dem Weg rein. Ja, ich will jetzt auch weg, jetzt. Ich bin unten am Rand. Das ist der Sound of Spinde. BMW, passt es bei dir, Schmiere zu stehen? Ja, selbst da, wo letztes Mal Freddy, oder? Aber dann kannst du ja mitkaufen für Gizzi die Dinger, oder? Oder soll ich gleich mitkaufen? Ich glaube ja, BMW. Olivia, oder so, kann uns wer dann wieder mit dem großen Auto abholen jetzt hier beim Dings? Dann wollen wir das wieder so wie letztes Mal machen. Das war ja perfekt so. Ey, wie viele Baggies brauche ich? Ja, an sich können wir euch schon abholen. 80. 80, okay. Bin ich gerade mit dem MX-5 unterwegs. 80 Baggies soll ich kaufen. Ah, 1 Dollar kostet 80 Dollar, das ist ja nichts. Freddy, das ist da, wo letztes Mal. 80 Baggies, eine Feinwaage hat er gesagt. Nee, geht vorbei. Gut. Nein, ja, der Spot, aber ich möchte von hinten rüber. Olivia weiß, was ich meine. Ich will über die Mauer klettern, über ein Auto. Gizzi! Ja, nee, ich meine, kommst du raus? Ich geb dir meine Sachen. So ist da, genau, du kannst den Haupteingang abdecken. Ich werde hier zu was gezwungen. Ja, du wirst halt was gezwungen. Wenn dann, wo soll ich euch abholen? Gut, das zeig ich da auch hier. Oh, warte. Shop hier. Das Kabel bin unterwegs. Warte, du musst vor mir. Das kann ich dir nicht geben. Ach du Scheiße. Marc, du fährst das Auto weiter und dann treffen wir uns da wieder irgendwo. Ich habe keinen Führerschein, ich fahre nicht mehr weiter. Vielleicht fährst du jetzt mal zur Fahrschule und machst in der Zeit schnell einen Führerschein. Was kostet der Führerschein? 1500 oder so für PC. Oh, da mache ich den easy. Fahr mit dem Auto hin, mach Führer. Ja, ich mach das. Okay. Gut, bis gleich. Bis gleich. Ja, dann mach mal einen Führerschein. Unrecht hat er ja nicht. Ey, ich zahle ja immer noch dieses eine Auto da ab, ne? Die ganze Zeit, obwohl ich das nicht fahre. Aber ich hab ja gesagt, ich werde dieses Auto nicht fahren, solange ich nicht mein Ding hab, mein. Ja, wenn ich jetzt angehalten werde, ne, weil da irgendwo ein Kopf steht um die Ecke, dann raste ich aus. Ich fahre extra hinten rum, dass mich kein Kopf sieht oder so. Hier stehen ja öfters mal Kopfs, ne? Ja, wir fahren hinten rum. Da gibt's ja diesen schönen kleinen Weg, wo wir direkt zur Fahrschule kommen. Wir sind beim Maskenladen, wenn du das da vorne bist. Check. Ja. Vor Ort und den, geil, Leute, Führerschein ist da. Oh, ich hab keinen Schlüssel, Olivia, nein. Wenn ihr wiederkommt, kannst du mir bitte Essen und Trinken mitbringen. Wen sollen wir jetzt noch mitnehmen? Ja, können wir machen. Daniel würde gerne mit euch mitkommen. Er holt euch auch, glaube ich. Na, schau mal, ab, ob das stimmt mit dem Preis, ne? Ist der Preis heiß? Oh, auf geht's in die Klasse. Fahrschule öffnen, theoretische Prüfung 500 Mücken. Das kostet auch nicht so teuer, ne? Das geht voll klar. Sie werden von der Polizei angehalten. Ich beleidige die Polizei, ich drehe durch, ich verhalte mich ruhig und kooperativ, ja. Helfen der verletzten Person, sie kontaktieren sofort, ja. Ich kann sie überholen von rechts, sie beschleunigen und überholen nur von links. 130. Gesundheit fahren, Wohngebiet nähern, sie beschleunigen, sie bleiben gleich, sie werden langsam und fahren mit 80 km weiter. Wann können sie an einer Ampel weiterfahren? Wenn ich abbiegen möchte. Wenn sie Ampel rechts abbiegen, Fußgänger machen, sie.
Da bist du, genau. So. Wenn sie alle Fahrzeuge holen, werden sie nicht beschleunigen. Die hören sehen sich mit Einzelfahrzeugen. Ich werde hupen, ich werde rechts ranfahren. Den Blinker setzen. Nein, nein, wir sind noch nicht. Wir sind noch beim Gute Arbeit, wir sind fertig. Bestanden. Okay, ich easy. Einmal durch und guck, ob drin alles so, und jetzt machen wir die PKW-Prüfung für den Taui. Oder Motorradpraktische. Oder LKW für 4. Ne, komm. Ich werde mich jetzt wirklich daran halten. Ach, stimmt, wir haben ja einen neuen Tempomat. Den kann man jetzt ja über B drücken. Das ist so angenehm. Ich fahre jetzt mit 30. Ich dran denke, wir hatten sowas ja gar nicht auf 2.0 und Tempomat zum selber einstellen, wo du exakt die Geschwindigkeit einstellen kannst, ne? Sag, ich mache jetzt hier 77 zu 79, dann komme ich nämlich niemals über diese Geschwindigkeit rüber. Achte auf die Ampel. Ja. Was stellt NPC für mitten volle Kanne drauf? Nee. Ja, die Ampel war noch grün, wo ich drüber wollte, ne? Die war, hat man alle gesehen. Und die ist dunkelrot. So. 131 km/h. Oh, was knapp. Oh, ho, 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 ho. Ah, ich... Jetzt. Ah, nee. Verpasst. Immer, ey, es ist immer derselbe Marke, die ich hier verpasse. Schön. Oh nee. Ich bin da zu schnell. Ja, 1 von 5 Punkten ist so okay, oder? Wir sind nur in einem angemessenen Ding. Das kann ich dabei noch vorlesen, ne, wenn das nicht hier fahrt. Das ist doch schön. Mr. Ape mit 39 Cent, das habe ich sogar vorgelesen, glaube ich, ne? Vielen, vielen Dank dafür. Das haben wir vorgelesen. Sandro grüße ich natürlich. O'Malley mit 2 Euro. Muss unbedingt das also 7 Tattoo stechen. Das habe ich jetzt auch vorgelesen, genau. Weil das Strühl kann ich euch auch vorgelesen, aber danke nochmal für 2,15. Frank Sebel mit Resub, danke auch für den Resub. Dominik und Julia ist auch wieder am Start. Servus, 5 Minuten zu spät, kannst du mich grüßen, natürlich. Gruß raus an den Dominik. Und Raffnix freut sich, dass es mir wieder gut geht. Dankeschön. Freut's auch. So, Anime am Faust ist noch VIP geworden. Boah, ist das alles so fahren, ne? So, Maxim Ruppel, danke für 2 Euro auch. Ey, habe ich Schrubber schon vorgelesen? Schrubber 2000? Ey, das ist gefühlt in jedem Stream da. Ich habe immer Angst, dass ich den schon vorgelesen habe. Aber da geht auch mal Kuss raus an dich, Bre. Der Schrubber haut immer was raus in jedem Stream gefühlt. Da geht Liebe raus. In den Schrubber. Ey, da steht ein Beamer. Ich hoffe, dass das hinhaut, dass die Sachen schnell verarbeitet bekommen, die sie verkaufen können. Das wäre so mega. Wenn wir uns die jetzt die Sachen holen. Ey, ich werde direkt mir ein Auto kaufen. Dann habe ich endlich offiziell Führerschein gemacht und kann dann offiziell mit meinem selbst gekauften Auto rumcruisen und es dann auch selber tunen. Ey, ich glaube, ich werde mir die Tuning-Teile selber bauen. Muss ich gucken, was ich dafür alles brauche, ne? Wird sicher viel beanspruchen. Aber wir schauen einfach mal, wie viel man für Tuning-Teile braucht. Also allzu viel wird es jetzt nicht benötigen. Ich will eine Tieferlegung, werde ich als erstes einbauen, dann ein Turbo. Und die ganzen anderen schönen Sachen, die, ne? Die sind jetzt drin. Ja, mal gucken, was wir alles dafür brauchen. Das werden wir heute angehen, dass wir das vielleicht erstmal alles zusammenkriegen und dann craften wir das und dann bauen wir das ein, ne? Weil ich glaube, beim Mechaniker wird es teuer, wenn wir das Ding tunen wollen. Die müssen ja auch irgendwas dran verdienen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir einfach die Sachen holen. Oder, was wir auch machen könnten. Stimmt, ich habe eine Idee. Wir holen uns die Sachen. Gehen zum Mechaniker und fragen. Oh, wobei, ich weiß nicht, ob die das machen. Wir kriegen ja Vergünstigung. Ich frage einfach mal nach. Sonst baue ich mir vielleicht ein paar Sachen selber und dann die anderen Sachen können die einbauen.
Kommt ja drauf an. Mal schauen. Mal gucken, ne? Mal gucken, mal schauen. So, mal links abbiegen. Schön blinken nicht vergessen. Ich fahre mit Gideon 75, da kann mir nichts passieren. Außer mir fährt jetzt irgendwer mit voller Kanne hinten drauf. Was zum Glück gerade nicht passiert ist. Bei dem Best-of-RLO-Fail-Video, Alter, wo... glaube ich, was Pagella? Jemand voll hinten drauf gedüst ist? Ja, ich habe den Führerschein. Jetzt muss ich nur den Führerschein abholen. Den Führerschein kannst du beim Government abholen. Das ist die Stadthalle, ne? Hier. Wenn mich jetzt ein Pedila anhält, ne, habe ich jetzt keinen Führerschein, weil ich das Dokument nicht habe. Aber ich habe ja bestanden, ne? Ich darf mich nur nicht blitzen lassen. Oh krass, mal anderes Wetter. Das ist der Sound auf die Spende. Weißt du was, ich fahre einfach mal mit... Das ist 91 passt schon. Wir fahren mit 91. Oh ne, hinter mir fährt ein Auto. Bitte sei kein P-Dealer. Wobei, kein P-Dealer fährt so eine Krücke. Never ist das ein P-Dealer. Das ist so ein Fake-P-Dealer, ne? Oder? Ja, ja, ja. Guck mal, wie er auch über Rot fährt und so. Das ist niemals PD. Ich hatte kurz gedacht, als ich jetzt gesehen habe, dass es ein Taurus ist. Huch. So, Präsidentenparkplatz würde ich mal sagen, oder? Das ist nicht mein Auto. Führerschein. Wo ist denn mein Führerschein? Hier, Führerschein. Jetzt schauen wir uns den gleich mal an, oder? Mal gucken, Brieftasche, Führerschein ansehen. Da ist es. Mark Rumpe, Mail, 1,80. K. War Mark Rumpe nicht 1,85? Mark Rumpe war doch 1,85, wo sind die 5 cm hin? Ja. Druckfehler, will mich aber gleich beschweren. Mark Rumpe war immer 1,85. Eieiei, ist da was bei der Einreise schief gegangen? Uiuiuiui. Einfach 5 cm geschrumpft. Mag Schrumpfe. Ups. Ja, der war immer 1,85, oder? Oder bilde ich mir das gerade ein? Hundertprozentig war er 1,85. Führerscheinstelle ist da wohl andere Meinung. Ja, sind keine 1,85. Nur 1,80. Mhm. Aber ein bisschen geschummelt anscheinend. Das heißt, wenn ich jetzt angehalten werde und dann sagt er mir, sind aber 1,85. Ich sag, ja. Führerschein steht 1,80, ist ungültig. Ja, gut. Zur Info, ich habe Führerschein. Geht's schon ab, gell? Bist du deppert? So, und dann tue ich mich aber hier mal auf entspannt in den... Schau, den möchte ich mir kaufen, den Wagen hier. Weil das besser ist, als hier stumpf kann zu sitzen und nichts zu Mann, okay. Ich hab ne Idee, ich setz mich da einfach mal dazu und sag mal nichts dazu. Servus. Servus. Hallo. Hallo. Ach, bin ich froh, wenn ich mir dieses Auto nicht mal leisten kann. Ja, man muss halt schon seinen Träumen nachgehen. 220, ne? Naja, ja, habe ich beiden blättern müssen für den Hobel. Ich spare noch. Erstmal mit Papis Audi flexen. Was fährst du denn für ein Auto? $5000. Ich? Ja. Den da. Du bist ja traurig. Mhm. Das besser als Fahrrad. Was hast du bezahlt dafür? Mit meinem Auto? 50k.
50! Ja. Für diese Scheiße. Das piss ich. Für den Taurus, ja. Wie viel haben Sie daher? Hm, bitte? Wie viel haben Sie? Ja, genug. So kann ich mir den wunderschönen Wagen hier nicht leisten. Deine Spende. Wo verdient man denn genug Geld? Es fischt auch Geld. Ja, am Hauptplatz, habe ich gehört. Ach so, das ist richtig. Die ganze Tag schon. Seit mehreren Tagen sind ich hier schon. Aber letzten Tag rubbellos, oder was? Und rubbellose, ja. Stimmt, waren Sie nicht der Herr, der mir die Tür aufgehalten haben? Welche haben die Tür aufgehalten? Keine Ahnung. Ja, beim Autohaus. Ich war im Rollstuhl. Ah, sie war beim Rollstuhl. Ja, sie sind raufgerollt. Ja, ja, ja. Ja, danke. Ja, ja, das wusste ich, dass Sie das sind. Ja, ja. Ohne Rollstuhl erkennt man ihn gar nicht wieder. Warte, ich hole ihn wieder. Moment. Nein, nein, bitte lass es einfach. Bitte lass es einfach. Ich habe auch eine Krücke, falls es so ist. Du musst den nicht mal zurückgeben? Nö, nee, behalte ich. Ah, er wird sich freuen. Weil keine Rollstühle mehr. Irgendwann verletzt noch jemanden damit. Ja, ja, aber die voll geile Beschleunigung. Ja, ja. Boah. Na, jetzt geht's wieder los. Bei euch da draußen alles gut? So, jetzt hier alle im Kreis. Also, der fällt fast mein Instagram-Bild liken, oder? Voll funny, bitte was? Du hast auch noch nicht geliked. Mia hat geliked. Hast du mein Bild geliked? Hm? Ja, ich habe alle deine Bilder geliked. Okay, das ist jetzt peinlich. Ah, nee, warte mal, das ist nicht peinlich, ich habe auch geliked. Ja, Neo hat nicht geliked, Jerome hat nicht geliked. Das habe ich nicht geliked, ich folgte glaube ich noch nicht mal. Ja, doch, habe ich. Ja, jetzt. Den Herrn erkenne ich doch hier wieder. Mal gucken, wo die Apps hier durch, ne? Oh, ich habe meine Follower geknackt. Mal Flappy Bird ausprobieren, ne? 4. Ja. Den Herrn hier aus der Story irgendwie, der kommt mir sehr bekannt vor. Ah, Paco, ich muss schon sagen, es ist ein cooles Bild geworden. Ja, war ja auch ein bester Fotografen, ne, Bobby? Oh. Ja, Student hat doch gut gemacht. Wie bitte? Auch gut. Der hat auch so ein Foto gemacht, wie wir da uns in dem Arm halten. Das ist kacke. Ja, das habe ich gesehen. Gelbe Seiten. Verkaufe Kartoffeln und Pilze, rufe ich gleich mal an. Aber Neo macht auch gute Fotos. Danke. Ja, bitte. Dann muss ich mal los. Tschüss. Ja, schönen Abend noch. Danke, ebenfalls. Ja, ciao. Tschüssi. So? Hallo? Mit wollte ich nicht. Sie verkaufen Fungus. Gelbe Seiten, Fungus. Meint sie Kartoffeln oder Pilze? Ja, den Fungus. Nee. Ich rufe an wegen dem Fungus. Nee, verkaufe ich leider nicht. Du weißt ja, aber Pilz. Achso, ja. Das ist ein Fungus. Achso, ja, sorry. Oh. Dann verkaufen sie den. Ja. Also den Pilz an die selber, oder? Ja. Okay. Wo haben sie sich denn eingefangen? Im Freibad, oder? Ich bin gleich wieder da. Wir nehmen Glumanda dann auch noch. Nee, unter der Dusche. Was ich noch vorhabe später. Ja, aber da musst du ja über Fußpilz haben, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Unter der Dusche. Ja, nee, ich rufe eigentlich wegen dem Fußpilz an. Wie bitte? Also daran bin ich höchst interessiert. Ach, zum Essen ist der. Ja, genau. Ich hab gedacht, sie meinen die Kartoffeln, die Kartoffelfüße so. Da ist da der Fungus drauf. Wo bist du? Nee. Ach so. Also wirklich zum Essen der Pilz, also nicht der Fungus. Nee, nicht der Fungus. Okay. Dann trotzdem, Dankeschön. Ja, kein Problem. Danke, wiederhören. Ciao. Er hat sich aber Fußpilz in seine eigenen Dusche geholt, der Bruder. Da will ich mir mal Gedanken über die Fußpflege machen. So, suche es billiges JDM-K? Nee. Irgendwer hat mich angerufen anscheinend. Hat mich da angerufen, kürzlich. Ja, versäumter Anruf, ich rufe mal an. Was ist denn wohl wahr? Ja, guten Tag. Hallo, Sie haben angerufen, bitte. Ja, ich hatte mich verwählt. Entschuldigung. Geht's ums Auto? Kann ich das noch was?
Ja, ich brauche immer noch eins. Sie suchen immer den SN oder was war das? Nochmal den GLS. GLS in Farbe. Was war das für Farbe? Egal. In Farbe egal, genau, genau den. Ja, sind schon vorbeigekommen? Ich hab sie nicht gesehen im Autohaus. Nee, bisher noch nicht. Ich komme jetzt vorbei, wir haben jetzt offen. Kommen Sie um mir bitte. Okay. Ich mache Ihnen ein unverbesserliches Angebot. Gehen Sie ins Autohaus zum nächsten und sagen Sie das Codewort Klodusche. Wenn Sie das sagen, kriegen Sie 20% Rabatt auf alles. Okay, gut zu wissen. Einfach hingehen, Klodusche, Codewort 20%. Haben Sie verstanden, gell? Kommen Sie vorbei, wir haben noch ein bisschen offen. Super, danke. Ah, super, servus, vierte. Tschüss. Direkt erkannt in der Stimme, dass das der Bree war. Direkt erkannt, dass der das war. Direkt die Stimme verstellt. Hätte ja jemand anders sein können, ne? Jetzt schau ich mal. Ey, Frage, seid ihr schon fertig mit eurem Dingsen? Bin noch dabei. Wie lange noch? Minute. Eine Minute, alles klar. Ist was krasses, Leute, ich habe ja die Spots selber gesetzt, ne, wo man verarbeiten kann. Ich kann euch legit sagen, ich weiß keine Orte mehr, wo man was anbauen kann, legitim. Weil das schon wieder so lange her ist, dass ich wieder vergessen habe. Ich habe auch teilweise vergessen, wo man Sachen abbauen kann, obwohl ich die selber gesetzt habe. Weiß ich ein paar Sachen nicht. Ach, der arme Bree. So, Zetus Nishumra, Alter, mit 22,90. Nishumra, ich kann sie nicht aussprechen. Zetus Nishumra? Nee, ich kann sie nicht aussprechen, sorry. Wisst ihr was, ich werde mir meine Zeit einfach hier ein bisschen vertreiben auf der Kirmes. Oh, mit dem Offroader hier. Oder auch nicht. Gut, dann fahren wir da keine Treppen hoch. Du kannst langsam bereit machen für die Abholung, 20 Sekunden. Jo. So, Leute, ab geht's, oder? Was wollen wir denn machen? Wollen wir mit der Bahn mal fahren? Fünf. Oh, ist das? Wir gehen mal zum Battle Bus. Wir gehen da mal hin. Komm jetzt rüber. Jo. Ja, komm. Einen Fahrtschip kaufen für einen Zeni. Ich glaube, da kannst du was gewinnen, ne? Wenn man mal was treffen würde. Wir sind fertig, Mark. Wo bist du? Kirmes. Hier raus. Ja. Wir sind fertig, ja. Ich hab von euch gezählt, über. Ah, ich triff nix. Mark, wo bist du? Man, das kam nicht. Kirmes. Ah, du hast gewonnen? Nee. Super. 15 Treffer. Wisst ihr was? Ich gehe mir hier meine Zuckerwatte holen. Da hinten habe ich eine schöne Zuckerwatte gesehen. Nehme ich mir mit. Kostet die was? Die kostet mir 5 Dollar. Die Kack-Zuckerwatte. Die kostet mir 5 Dollar. Oh nee. 1 Kilometer. Ich überlege gerade, soll ich damit fahren oder soll ich die. Ich fahre die Achterbahn. Ich habe Bock drauf. Ich fahre mit der Achterbahn. Da hab ich Bock drauf. Was kostet ein Ticket? Du hast noch einen Gegenstand in der Hand, das ist mir klar. Dann wegwerfen. 600 Meter. Ich werde trotzdem mit einem Gegenstand hier mit dieser wunderschönen Bahn fahren. Ich bin vorher an der Tankstelle. So. Ich werde damit fahren, ist mir egal. Ich möchte hier sitzen. So. Auch wenn es verboten ist. Okay, wir sind jetzt da. Ja, ich bin runter. Ich war oben an der Tankstelle schon. Wie das aussieht. Sorry, Alter. Wie das aussieht, wie da drin sitzt, wie der letzte Volltrottel. Mit meinem Bluffballon. Yay! 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 Hey! Hui! Ihr habt das gesehen.
Hui, ich hab so Spaß, ich hab so Spaß. Gefangen im Kirmes-RP. Mark, wo bist du jetzt? Ey, hast du mich nicht gesehen? Nee. Ich war auf der Achterbahn. Weil ich da auch drauf achte. Wir wollen jetzt eine Runde fahren, komm. Wo denn? Eine Achterbahn fahren. Was willst du fahren? Ja, Gizzy, gibst du ihm alles was von dir? Oh ja. Umschlagplatz, Kirmes, für alles. Jetzt bin ich gespannt. 80 Stück, huiuiui. Alter Schwede. Sich, Bruder. Das ist die Sound of a Spende. Was ist? Wenn der Preis passt. Wenn der Preis passt, lohnt sich das gut so. Ist es jetzt Preis gut derzeit? Weißt du das? Ja, weiß ich nicht aus dem Kopf. Das Schiff hier. Kannst du mich klauen? Wir können, wollen wir wirklich Schiff fahren? Komm, wir machen Schiff. Nee, ich war gerade Achterbahn fahren. Ich aber nicht, dann fahr ich da. Ja, komm, wir fahren Schiff. Wir fahren Schiff. Oder wir fahren diesen Beyblade da vorne. Ich hab den jetzt schon gekauft. Okay, ja gut, dann fahr ich damit. Für einen Zehner bin ich dabei. Die coolen setzen sich immer um. Ich will neben dir sitzen. Ich wollte in einer Reihe sitzen. Ja, ich warte, ich komm da jetzt, komm ich da wieder raus? Schnell, schnell. Nach hinten. Ja, du kommst da nicht hin. Ich glaub, jeder auf eine Reihe nur, oder? So, jetzt. Oh. Ja. Oh, gerade nur so. I'm so low. Alter, hab ich lange Arme, guck mal. So, meine Damen und Herren, es geht wieder ganz hier. Auf geht's. Vorsicht von der Fahrbahn, es geht los. Ja, klar, es ist eine Fahrbahn. Hier fahrt was drauf, oder? Oder nicht? Alter, guck mal, was ich für lange Arme habe. Richtige Patschehände. Die Patschehand. Hui. Hui. Ihr habt meinen Spaß meines Lebens hier gerade, ne? Haben noch nie so viel Spaß gehabt, das ist unglaublich. Weißt du, was wir gerade fahren? Wir fahren gerade auf dem schmutzigen Schiff des fliegenden Holländers. Fliegende Holländer! Ach, du hast nicht gesagt, dass das Schiff, dass das Schiff dreckig ist, du hast gesagt, deine Mutter. Was? Das war, kennst du das von SpongeBob? Wo er zuerst sagt, dass das Schiff ist dreckig? Nee, man kann sagen, dann macht so ein Schiffschock einen Überschlag einfach. Ja, die macht einen Überschlag, genau, mit einem Bügel, der 5 Meter vor unserer Brust ist. Ist das überhaupt sicher? Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist überhaupt nicht sicher. Das ist ganz schön viel Platz, also sicher fühle ich mich jetzt nicht. Also ich könnte jetzt aussteigen. Ich auch, aber ich lasse es. Ich lasse es jetzt auch lieber, ich warte, bis die Fahrt zu Ende ist. Ui. Hey, jetzt guck mal. Ui. 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 Den High Traffic is the shit. Wow, ey, es ist mir langsam schlecht hier, bis hier so weitergeht. Keine Lust mehr. Ja, wirklich keine Lust mehr, die ist richtig kacke, Scheiße, die Schaukel. Yeah. Die ist richtig kacke, die Schaukel. Macht überhaupt keinen Spaß. Er reicht doch jetzt hin, hä? Ja, er reicht jetzt mal wirklich, der schwingt sie hinaus. Hallo, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaf dann gut, ich hau mich aufs Ohr. Jawohl, tschüssi. Ciao. Sag mal, hat das dann? Ja gut, das steige ich auch schon mal früh aus. Also jetzt ist Schluss, okay. Jetzt kriege ich schon mal Schluss. Wir könnten Achterbahn fahren. Oh, da hinten. Ich will Achterbahn noch fahren. Ja, wir fahren das Ding mal. Jetzt sind uns alle nebenan, ne? Ja, aber Achterbahn bin ich schon gefahren, ist nicht so. Ist halt, ja, Achterbahn, ne? Lass uns alle in der Reihe sitzen. Da. Irgendwie sind die Sitze etwas zu groß geraten, habe ich das Gefühl. Nö, wir müssen ja auch an alle Menschen denken hier. Ja. Ich möchte jetzt tatsächlich gleich weil ich Bauchschmerzen habe. So. Oh, ich habe jetzt schon Durchfall. Ich habe jetzt schon recht Durchfall. Oh, ich muss scheißen. Also auf geht's. Vorsicht, die Bögel schließen. Liebe Frau, sie auf der Fahrbahn. Es geht los. Oh, so ist mal 10er. Oh, 10, 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
Mal ein bisschen schneller, komm. Ey, macht der eigentlich Überschlag? For real, ich weiß es nicht. Wenn der Überschlag macht, wäre nice. Oh, Alter. Kurz vor Überschlag, ne? Hast du gerade gerülpst? Ich hab das gehört. Wo sind diese Manieren? Oder macht er doch Überschlag, Alter? Mir kommt keine Ahnung. Wieder hoch. Oh, Alter, fast. Oh, Bruder. Der zieht ganz schön an, du. Jetzt Überschlag, oder? Jetzt aber, komm. Was? Nee. Nee, er macht, glaube ich, keinen Überschlag. Der schaukelt nur. Ich glaube, ich muss ja nochmal ins Casino. Na, du gehst heute nicht mehr ins Casino. Das oh, Überschlag. Was? Ja, ist immer nur fast. Das macht er mit Absicht, dass wir uns darüber beschweren. Gebaitet. Jetzt aber. Ah. Er war noch rum. Ah! Boah, ist das schnell! Funkcheck. Jetzt. Was? Nee, er macht nicht. Der müsste sowas von drüber gehen, Alter. He's baiting. Ey, ich hab, wie er baitet. Ja, oder? Er bremst einfach so ab von 0 auf 100 auf 0, bumm. Was ist passiert? Ich hatte kurz Knockout. Hä, was? Ich bin kurz ohnmächtig geworden. Ach so, ja, dann ist ja alles gut. Oh, passt doch, ey. Das ist der Sound auf die Spinde. Da reicht er jetzt auch wieder hin. Ihr reicht jetzt also wirklich, ne? Ich will nicht mehr. Ich raus. Halten Sie an oder ich springe raus. Ah, perfekt. Ist das eigentlich normal, dass hier eine Schraube fehlt? Was knackst denn da so? Knack, knack. Hier unten liegt eine Mutter. Ich will hier raus. Ist es normal, dass mein Bügel nachgibt? Ist das normal, dass sich das ganze Teil rechts und links bewegt? Ist das normal, dass unten die Holzbalken schon einbrechen? Sag mal, ist es eigentlich normal, dass hier alles noch quietscht und quengelt und rauscht? Sollte man jetzt eigentlich einen Bügel haben? Ich gib's offen und ehrlich zu, ich halte den Bügel nur zu, der ist offen. Ich ziehe nur an mich. Ich bin der Bügel für den Sitz. Hallo? Der Sitz braucht mich als Bügel. Was ist los, Gizzy? Fredin, wir gehen doch noch Achterbahn, oder? Ja, wir fahren jetzt Achterbahn. Ja, okay. Ja, viel Spaß, aber ich fahre nicht mehr mit. Hä, du fährst auch mit? Was ist ja, ich bin schon gefahren, ich will nicht nochmal 10 Dollar dafür ausgeben. Spielverderber. Selber Spielverderber. Ich wusste, er hält sich aus, bis wir hier aussteigen. Schau, ich warte, wie ein zivilisierter Mensch. Du bist so vorbildlich, du bist so gut. Ja gut, wir fahren einmal zusammen, aber dann, wo geht ihr hin? Mein Gott, seid ihr blöd. Ich bin trotzdem vor dir da. Ja, hier vorne. Ja, eben nicht, du hast keinen Chip gekauft, du Volltrottel. Kann ich nicht schwarz fahren, Alter? Ich bin trotzdem vor dir da. Die coolen aber sitzen hinten. Kann ich hinten. Schwarz fahren? Ich sitz ganz hinten. Hä? Wo willst du hin? Ey, das Ding geht gleich los, ne? Ey, es geht los! Steig doch ein, mein Gott, ihr seid so blöd, Alter. Ihr seid so blöd. Jetzt sitze ich allein da drin. Ich sitze alleine drin. Die sind zu blöd zum Einsteigen, viel zu blöd zum Einsteigen. Sind zu blöd, sind zu blöd. Ich hab den Spaß meines Lebens das zweite Mal schon. Einfach zu dumm. Hui. Oh nee, du. Eine Bon gefunden. Was soll man jetzt nochmal? Ja. Ich darf mich gar nicht hinsetzen. Wie? Du darfst dich ja nicht hinsetzen. Ich darf auch nicht. Nicht? Ja, du musst nochmal neu. Ihr habt jetzt verkackt. Jetzt? Nein, ich darf. Oh nee, warte, ich muss mir nochmal ein Ticket kaufen. Wartet doch. Nicht einsteigen. Ah, ja, komm, leck mich. Wirklich, also jetzt will ich echt nicht mehr mit euch. Einfach unglaublich. Guck dir das an. Das ist Inkompetenz hoch 100. Inkompetenz hoch 100 ist das, Leute.
Jetzt steigen die schon wieder vor mir ein, dass der Zug wegfährt. Das kann mir keiner erzählen. Kurz vorm Heulen, also ich stelle mich mal hier vorne hin. Ich werde noch mitfahren. Das ist das Letzte, was ich tue. Oh. Ah! Ah! Nein! 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 Nein, das ist jetzt nicht passiert! Ich bin nicht anhand der... Hilfe! Ich bin jetzt nicht anhand dem Ding hier abgereckt, sondern weil ich runtergefallen bin. Oh nein, och nee, das kann mir doch keiner erzählen, dass ich denn der erste Tod einfach die Achterbahn ist, das kann ich doch keinem erzählen, bis das passiert, ja, ich bin vor der Achterbahn erfasst worden, die werden sich denken, ich bin der größte Vollhorst, Alter, die checken die überhaupt, dass ich hier liege, checken die das überhaupt hier? Mark? Hallo? Mark? Steh auf! Nein! Oh nee, ich set mal Notsignal. Ich set mal ab, Alter. Was ist mit ihm? Oh nee, oder? Ich ruf die Rettung. Oh nee, jetzt Alter. Für wieder, fang schon mal an. Paramedic. Das kannst du keinem erzählen. Aber ist doch was Schönes, wir können uns umgucken, ne? Wenn wir tot sind. Ich wollte noch irgendwas fahren. Ah. Wo muss ich denn den Dispatch senden? Oder was? Rettungsteam. Das Geile ist, es wird sicher so sauteuer sein, wenn ich mich jetzt rebifen lasse. Es wird so sauteuer sein, Leute. Ey, aber was sagt ihr zum neuen Deathscreen? Der sieht gut aus, ne? Der ist richtig schön. Ist überhaupt wer da? Ja, ein Krankenwagen und 12 Feuerwehrmänner, ja dann. Und Frau natürlich. Und Bertha ist nicht da, das heißt, ich werde verdingst heute, verarztet. Geil. Sehr geil. Ja, da habe ich aber Zeit, ein bisschen was vorzulesen. Tarik Panther, danke fürs VIP-Werden. Jochen, der Rochen. Moin, moin, kannst du in den Wasserpark, also in die Insel gehen? Muss ich mal im RP machen, ja? Danke, Jochen, der Rochen, für den Zeni. Gesendet. Cluedo mit 15 Euro, dankeschön. Und wie kommt denn von nach hier? Setsu doch mal, dankeschön für 11,90 Euro. Alles muss klar, soweit. Ja, muss, ne? Ist da die Schiene lang gerannt? Kann ich das akzeptieren? Ich kann das nicht, der ist die Schiene lang gerannt, oder? Ist der dumm? Ja, der ist die Schiene lang. Ach, sowas kann also er doch nicht machen. Ja, ich dachte nicht, dass ich da drauf gehe, bin ich ehrlich. Ach, dämlich. Ich dachte höchstens ein kleines Auerbubu, aber Alter, das ist halt... Willst du nicht wiederbeleben? Doch, warte. Es geht nicht. Schon dran. Ich kann's nicht annehmen. It's not possible. Ah. Ich glaube, es ist noch nicht einmal im Krankenhaus. Na, ich auch nicht. Bis jetzt, ne? 3 Tage hat es gedauert, Leute. 3 Streams, dann wird das Stream im Krankenhaus. Aufgrund einer dummen Sache. Das kannst du keinem erzählen. Aber ich bin gespannt, was passiert, weil ich war noch nicht im Krankenhaus. Ich dachte, er wollte ein Auto kaufen. Das kann er jetzt natürlich vergessen. Das wird ein bisschen spät. Ja. Verkaufen, noch wenn er gute Preise kriegt. Oh, nee, warte, ich muss es öffnen. Wieso? Die haben heute auch eine Teambuilding-Maßnahme. Ja, ich muss ihm sagen. Spät wird, weil... Oh, dein Dispatch wird bearbeitet, habe ich gerade bekommen. Ich hoffe, dass sie schnell da sind. Hi. Folgendes Problem. Mein Verlobter ist irgendwie auf den Achterbahnschienen herumgelaufen und jetzt liegt er da bewusstlos. Das könnte sein, dass es länger dauert. Mhm. Wir hatten unseren Spaß, bis wir bemerkten, was da dagegen gelaufen ist. Ja. Der Krankenhaus ist auch neu, ja. Aber wir haben schon Dispatch gesendet. Also, ja. Wurde schon. Rettungsdienst habe ich gesendet. Der wird bearbeitet, steht bei mir. Ja, bis die kommen. Bis die kommen. Okay. Na, ich wollte nur Bescheid. Ich komme nie. Und jetzt liegt Alter, der hey, ich bin eigentlich nur der ruhige Zuschauer, muss aber sagen, dass ich die Streams vermisst habe. Dankeschön, Algam RR. Vielen, vielen Dank.
Schön, dass du auch am Start wieder bist. Ach so, weiß ich nicht. Muss nicht, aber... Ja. Okay. Okay. Oh je. Ach so. Oh, sie kommen. Boah, zum Glück nicht lange warten. Sie kommen, Leute. Ich höre schon Sirenen. Oh, ist das schön. Jetzt sind wir das erste Mal das neue Krankenhaus von innen und ich bin gespannt, was sie jetzt alles machen mit mir. Ich bin so gespannt. Ah, ich finde den neuen Todesscreen so schön. Das ist so ein Upgrade im Gegensatz zu dem davor und vor allem dieses Umsehen, ne, das ist echt geil. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Nein, ich immer noch lache, aber wie er da. Ich sehe schon Blaulicht hinten. Wie er da drin alleine saß. Ja, aber wenn er so. Jetzt hat er nur ausgelacht. Ich lieg am Boden, ich kann mich nicht mal wehren, Alter. Ich konnte nicht einschalten. Ich hatte einfach ausgelacht. Was hat er denn erwartet, wenn er auf einer Achterbahnschiene läuft? Und wir gerade fahren. Also was hat er erwartet? Das ist doch richtig dumm. Ich weiß es nicht. Er wollte mitfahren. Hat er sein Leben satt? Schau, da kommt er schon. Da kommen sie schon mit der Trage. Guck. Hallo. Oh nein, einer mit Dutt. Oh. Hallo? Jetzt hab ich schon alles gesehen heute. Okay, das habe ich auch nie gesehen. Sieht nicht so gut aus. Doch. Mit der Trage auf den Boden gefallen, mein Ehrenmann. Nee, das nicht. So. Wir haben diesen Mann beide sehr lieb. Sie müssen sich Mühe geben. Sie hat ihn auf partnerischer Ebene sehr lieb und ich auf freundschaftlicher Ebene sehr lieb. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber einfach ja. Erstmal weiter drücken. Ein. Hä? Weiter drücken. Ja, mach ich doch. Schön. Ja, war gut, ne? Ja, das ist gut. Manche hören dann einfach auf. So, na dann wollen wir mal hier ran, wa? Wie ist denn das passiert? Wollen Sie das wirklich wissen? Bitte ich nicht. Möchte gerade alles gerne wissen. Er ist uns entgegengekommen auf der Achterbahnschiene und irgendwann kam natürlich auch der Zug. Okay? Das denke ich mir auch gerade. Der hat gerade. Jetzt steht er über mir in seiner Mechaniker-Ding gemacht. Ich sehe sein Poppes von hier. Guck mal, ich sehe sein Poppes. Er liegt hier unten. Übrigens. Ja, ja. Entspann jetzt bitte. Ah, ja. Was macht er? Jetzt kriege ich den Popo in die Fresse. Guck. Guck, wer auf mir drauf sitzt. Also, er ist uns auf der. Er kann ja selber nicht mehr ernst bleiben. Da war Schiene entgegengekommen. Und irgendwann kam halt der Zug mit uns beiden drin. Also nennen wir erstmal, er war im Weg. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Ja, ich auch nicht bisher. Ich krieg einfach einen Arsch ins Gesicht. Aua, okay. Leute, das ist Karma für die ganzen Scherzanrufe. Das ist ja, das Karma dafür, dass ich Leute angerufen habe und ihnen einen Fungus abkaufen wollte. So wie ich das jetzt verstanden habe, sind Sie Ihre deine Lebensgefährtin. Nee. Nein, was? Die Dame. Ich bin nicht angesprochen. Freddy ist dein Lebensgefährte. Ja. Irgendwelche Vorerkrankungen, Allergien oder irgendwas? Reizdarmsyndrom. Und Eichelkäse. Okay. Nein. Freddy. Sie direkt das nein. So nicht. Und Fußpilz. Und Fußpilz. Okay. In gut. Den 10 Zwischenräumen. Nein, das war's. Nein. Hey, woher weiß er das? Er war beim Telefonat gar nicht dabei, als er angerufen hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er ist allergisch gegen Penicillin. Aber ich weiß es nicht ganz. Ach, nee. Nicht ganz. Wir hatten da mal ein Thema, weil ich bin dagegen allergisch und irgendwas war da, da hat er gemeint, oh ja, ich so, auch. So, und du meinst, dass sie übertragen, oder was? Nein, er meinte, er glaubt auch. Was? Ja. Und Moment, haben sie dann einen Namen für mich? Dann kann ich ganz schnell mal in die Akte gucken. Mark. Rumpe. Gebauer. Schade, hätte ja funktionieren können. Ja, Rumpe. Warte mal, wie war das? Sind nicht Sekunden wichtig eigentlich bei der Reanimation? Also ich frage nur. So. Also können wir uns noch weiter suchen, aber ich glaube, er sollte dann erst mal wieder herkommen, sonst. Sehr genau. So. Jede Sekunde zählt bei der Reanimation. Alles bei Ihnen angeschlossen. Ich würde jetzt versuchen, einmal zu schocken. Aha. Mhm. Mal schauen, ob er das Item rausholt, was ich gemacht habe. Und bei 30 sagen Sie mir Bescheid. 27, 28, 29, 30.
Wunderbar. So. Ja, meine Füße werden wiederbelebt, Leute. Meine Füße werden wiederbelebt. Das ist schön. Habt ihr auch schon mal wiederbelebte Füße gesehen? Also ich nicht. Aber weißt du, was ich verstehe? Ich habe denen so schöne Props gemacht im AMR, ne? Die können da Props meine hinstellen fürs Wiederbelebungsding. Er hat es zusätzlich aufgestellt. Okay. Oft frage ich mich, warum mache ich das überhaupt? Warum haben wir so viele Props gemacht, die dann eh nicht benutzt werden? Das ist traurig. Schau mal! So, jetzt einmal kurz bitte weg. Das soll fürs Gerät sein, das Gerät nicht aufgestellt. Ja. Die müssen echt mal eine Einschulung machen. Er steckt mir im Ärmel. Gib mir den nochmal zurück. Gib mir den nochmal zurück. Gib mir den nochmal zurück. Okay, wir haben Lebenszeit. Guten Tag. So, und zwar, wenn Sie gerade einmal schön da sind, dann einmal. Das eigentlich immer. Einer von Ihnen beiden mal kurz bitte her. Dann können Sie mir helfen. Was soll ich machen? Das orangene Board, was neben der Trage liegt. Aua! Aua! Au! Aua! Au! Au! Den können Sie gerne mal der Dame geben und mir dann schnell mal helfen. Und zwar, das orangene Board, was neben der Trage liegt. Ja. Das ist gelb. Das einmal. Nein, das ist orange. Gern, das ist orange. Das einmal kurz herholen. Das ist wunderbar. Wohin? Hier? Cool. Ja, genau. So. Ich würde ihn jetzt leicht zum Rüber kippen. Und Sie packen das Board so runter, dass er drauf liegt, wenn man ihn zurückdreht. Ja. Ja? Ja. Fun Fact: Ich glaube, das Board haben wir auch als 3D-Objekt eingefügt, aber es wird auch nicht benutzt. 1, 2 und 3. Ja, super. Wunderbar. Gut. Dann machen wir nochmal schnell alles fest hier. Warum benutzen die das nicht, hä? Bin mir sehr sicher, dass wir das haben, warte. Soll ich mir schnell den Job geben? Ja. Nee, komm. Marc, kannst du mir sagen, wo du geparkt hast? Warte. Oh nee, jetzt kann ich wieder nicht reden. Die Teilparameter sind da. Hallo. Oh. Nichts mehr gehört. Okay. Gut. Sie fassen einmal kurz die Beine an. Ich? Ja. Ja, mit, also das Board, und wir heben ihn auf 3 rüber auf die Trage. Ja. Wunderbar. So. Ja, was? 1, 2 und 3. Hallo. Hallo, Gizi. So, wunderbar. Bitte schön. Wow. Super. Jetzt sind Sie dran. Jetzt bin ich, genau. Hallo. Wunderbar. Gut. Herr Rumpel, Sie verstehen mich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh Gott. Wo haben Sie denn Schmerzen überall? Oh Gott. An den Füßen. Das ist schon ein paar Tage her, wenn du das, oh Gott, meinst, aber sonst überall. Na, nicht überall. An den Füßen, am Rücken. Ist das, Marc? Okay. Das war von der Skala von 1 bis 10, wie schwer sind denn Ihre Schmerzen? Lauf doch, wir kommen doch so gerade an. Ja. Nein. Eine 6. Ja. Ja. Da können Sie mir irgendwas geben. Da können wir Ihnen was geben. Dann lag er halt da. So, warten wir mal. Gucken wir mal, was Schönes in dem Rucksäckle hier haben. Bill sagt nicht, er hat das Schmerzmittel nicht dabei. Ah! Was war. Ready? Oh. Ich glaube, er macht das Skispiel. Ja, ja. Gut. So, dann legen wir ihm mal einen schnellen Zugang, damit wir was haben. Einen schnellen Zugang, ja. Genau. Es könnte kurz pieken, nicht erschrecken. Tapfer, durchgehalten. Wunderbar. Bitte? Ich freuste dich so. Oh, nein, es ist das einfach laut. Gut, so. Dann gebe ich ihm mal ein bisschen was gegen die Schmerzen. Das sollte jetzt langsam besser werden. Ja, was meinst du, wenn er da oben noch liegen würde? Dann wären wir hier noch weitergekommen. Stimmt.
Gib mir Penicillin. 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 Der hat mir gerade Penicillin gespritzt. Hat er? Ja. Wie geht's dir? Er hat eine Krankheit. Eine Allergie dagegen. Deswegen hat er kein Penicillin. Ich habe keine Allergie gegen Penicillin. Das ist eine Lüge. Ich habe flach gelegen 3 Monate. Wir haben mal drüber gesprochen. Nein, das ist eine Lüge. Es kann sein. Ich weiß es ja nicht. Nein, nein, nein. Deswegen haben wir vorsichtiger halber das nicht. Okay, ja. Ich hatte es nicht, so ich hatte aber meine Ohren, jetzt habe ich aber halt total isoliert. Wunderbar. Dann wollen wir mal ganz schnell mit dem. Ich will ins Tatüter, da will ich. Oh, ich bin ja gefahren. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade erschrocken vor Ihnen. Von mir? Gute Besserung, Herr Rumpe. Ja, was du haben. Gute Besserung, Herr Rumpe. Warum haben Sie sich denn von mir erschreckt? Weil Sie einen Dutt haben am Kopf. Das ist nicht so alltäglich. Da haben sie recht. Aber von mir brauchen sie keine Angst haben. So eine Schere in der Hosentasche. Wissen Sie, was ich glaube? Dass sie der Typ sind, der am Strubbelpeter, die. Ne, warten Sie, das war ja nicht der. Das war der Schneider mit dem Kind, der dem Kind die Dings abgetrennt hat. Mit der Schere. Das ist in dem Strubbelpeter-Buch, das kennen Sie doch sicher. Nee, da muss ich Sie leider enttäuschen, das kenne ich nicht. Da gibt es den Schneider mit der großen Schere, Sie erinnern mich an den. Weil Sie haben eine Schere in der Tasche und Sie haben auch so einen Zopf hinten dran. Wie dieser Schneider mit der Schere, der so reinstolziert und dann schneidet er die Finger ab, wenn man Daumen lutscht. Der Daumelutsche-Bub von Strubbelpeter, das müssen Sie doch kennen. So, dann schiebe ich Sie einmal rein. So. Das habe ich öfters. Jetzt müssten Sie drinnen sein. Ja. Also Sie sind doch der Schneider, Alter. Bitte tun Sie mir den Finger nicht abschneiden, Nein. Weil ich Daumen lutsche. Ich bin nicht der Herr Schneider. Okay. So, wenn irgendwas sein sollte, einfach Bescheid sagen. Sieht halt wie so aus. Ja. Wunderbärchen. Wo sind Wunderbärchen? Wollen Sie ein Bärchen haben? Nein, 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 nein. Nein? Okay. Bitte nicht nach hinten kommen. Der hat einfach so Solarpaneele oben, krass. Ja, nicht schlecht. Wir haben Titan 76 Oceans mit einer verletzten Person nach Achterbahnunfall. Herr Giallo. Achterbahnunfall. Das ich glaube, ich bin der Erste, der es geschafft hat. Also, for real jetzt. Ich bin der Erste, der es geschafft hat, von der Achterbahn zu fallen. Das kannst du keinem erzählen. Dass ich wegen so einer dummen Sache reinkomme. Kannst du mal Hallo Emilia sagen für meine Tochter? Danke. Ja, Hallo Emilia, an die Tochter. Sehr gerne. Und vielen Dank für den Support. Dankeschön. Und Afk, danke, dass Sie Pi werden. Und mal die Emilia grüße ich nochmal. Ja, zweimal sogar. Krass. Einfach zweimal reingewuppelt. Ich lese alles vor, dauert nur ein bisschen. Sorry dafür. Einmal hätte auch gereicht. Nee. Remo 4997, Servus. Was passiert überhaupt, nachdem man ausblutet? Wünsche dir noch einen schönen Abend. Dann respawnst du am Krankenhaus und du hast halt ein, wie sagt man, ein Gedächtnisverlust, kann man sagen. Du erinnerst dich nicht mehr an die Sachen. So ein Gedächtnisverlust einfach, ja, wenn du ausblutest. Dominik Remuth mit 90 Cent. Vielen Dank auch Mario R. Danke auch für 5er. Jay Becker und Tarek sind VIP geworden. Dankeschön. Was ich vorgelesen? Promo mit 590. Vielen Dank auch dafür. Überhaupt hier keine echten Marken mehr, aber auf 2.0 schon. Ja, weil wir keine Markenrechte verletzen wollen. Wenigstens das nicht. Also wir haben wegen Rockstar auch die Marken entfernt, aber ich glaube, es ist ein guter Anfang, dass man sagt, man verzichtet auf das. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Also ich muss ehrlich sagen, mir fällt es, wenn ich immer PB 0 auf, ne? Mir ist nur wichtig, dass wir die Modelle haben, dass die so real-life-mäßig wie möglich aussehen, ne? Aber halt keine Marken. Wir haben alles entfernt. Kein iPhone, keine Kleidungsmarken mehr, Automarken, alles entfernt. Tommy, danke für den Euro auch. So, Herr Rumpe. Jaro, ja, weiß ich jetzt. Dankeschön an Jaro Minder. Einmal rucken, nicht erschrecken. Ja, wie fast erschreckt. Wunderbar. Na, das sollen sie nicht. Oh, nein, nein.
So, dann gehen wir hier durch, da der Fahrstuhl manchmal Problemchen macht. Er will auch Fahrstuhl fahren. Erleichtert manchmal die Arbeit. Ja. So. Gut, dann gehen wir einmal sofort ins Röntgen. Oh, so schlimm. Naja, wir wollen ja gucken, ob irgendwas passiert ist, nachdem sie von der Achterbahn mitgenommen worden sind. 18, haben sie recht. So. Gut, Sie sehen alles? Ja, halb. Wo? Ich muss mal runter von der Trage. Das wäre gut, ja. Helfen Sie mal. Ja, wunderbar. Ich helfe Ihnen gleich rüber. Ich mache es noch angenehm über den Weg. Der Verkehrsunfall plus die Behandlung von Ihnen. So. Achso, ich schreie. Dann helfe ich Ihnen einmal rüber. So. Alle ab. Wunderbar. X wäre belegt. Gut, Herr Rumpel. Ich liege ein bisschen schief. Dann machen wir das nochmal schnell raus. Ausnahmsweise ist nicht mal so, ne? Gut. Ich würde dann ebenfalls gehen. Dann Dankeschön. So, gut. Dann holen wir Ihnen nochmal schnell die Weste. Das ist der Sound of a Spende. Jetzt zieht man jetzt die Weste über. Die schusssichere. Sieht tatsächlich aus von hier unten. So, also ich sehe es nicht. Gut. So. Der erste hat eine Rechnung bekommen, gut. Der andere ist auf Klo. Der andere ist gerade zurückgekommen. Einmal die Weste rüber, so. Okay. Dann stellen wir das nochmal ein schnell. Ich kriege eine Rechnung ganz kurz von mir einmal. Ja. In der Behandlung. Und dann dürfen sie auch gleich wieder gehen. Okay. Dann lass mich ganz kurz schauen einmal. Wie das eintippt hier. So. Krass. So, Herr Rumpel. Einfach ein kurz still liegen lassen. Bleiben. Ups, ja, ja. Hier. Ich lasse stehen liegen. Genau. Der kennt sie aus. Der weiß, was er macht. MSC, was ist Gabe? Kann ich schwimmen? Bagger? Ja, kennen wir schon. Und wieso? Er hat nur einen Arm. Spende 2 von 2. Danke, Bre. Ach, der ist auch schon so alt. Der hat schon einen Bart, so alt wie der ist. Mr. The User, danke fürs VP werden. Pierre Knotz, kennst du mich noch lange ist her? Pierre Knotz, noch nie gehört. Wenn dann wirklich sehr lange, ja. Giftzwerg, den kennen wir noch. Schön, dass du wieder streamst. Dankeschön, Giftzwerg. Ehrenwerter Giftzwerg wieder am Start. Den kennen wir sogar noch. So, wunderbar. Dann machen wir nochmal schnell ein zweites Bildchen. Ja. Kostet das extra? Nee. Ach so. Ja. Kostet das extra? Nee. Na, noch ein bisschen. Noch ein bisschen nach vorne. Wenn wir auf der Rechnung sehen. So, jetzt haben wir es. Nochmal ganz kurz still liegen bleiben und dann haben wir es. Ja, okay. Okay. Brudermann mag Erik, auch danke für den Zeni. Vielen, vielen Dank. RTP K.O., danke für den Euro auch und Zuckerwaffel. Es gab lang keine 500 Euro mehr. Ist Freddy ein Furry? Was? Eine 500 Euro Doni, doch hatten wir. Letztes Mal, wo wir eröffnet haben, hatten wir eine 500 Euro Doni. Da hat mich ziemlich erschrocken. Die war sehr unvorbereitet. Die hat richtig reingeschaltet. Das war, glaube ich, wo wir bei Homeland waren. Homeland Stream war das. Einer der ersten RLO Streams auf 3.0. Also ist nicht lange, ja, Bre. Ist nicht lange, ja. Gut. Gut, Herr Rumpel. Dann haben wir das schon mal geschafft, den. Dann nehme ich Ihnen schon mal die Weste ab. Oh, dankeschön. So, dann hole ich noch mal schnell die Trage und dann gehen wir rüber. Ja, ja. Mama so. So. So, gut. Dann helfe ich Ihnen einmal rüber. Wunderbar. So, wie sieht es denn bei Ihnen mit den Schmerzen aus? Also seitdem sie mir das Zeug gegeben haben, ist besser. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ist das zum ist Aushalten. Besser. Ja, besser. Das ist wunderbar. Zum Aushalten. X wäre wieder frei. So. Alle hopp. Ja, das dann bewegt so Krankenhaus-Vibes, wenn ich hier so drauf gucke. So. Voll die Krankenhaus-Vibes, ja. Oder Leute? Was sagt ihr? So. Und dann legen wir uns mal hier aufs Bettchen gleich. So.
Dann helfe ich ihn rüber ins Bettchen. Ja. So. Wunderbar. Ja, ist ja wunderbar, dass wir einen Slide drüber machen. Räumen wir schnell mal noch die Trage kurz beiseite, damit wir gut arbeiten können. Oh, da liegt so. Man schön flauschig. Alter, ja, das gibt mir wirklich Vibes. Und zwar. Sieht aus wie so ein OP-Aufwachzimmer irgendwie. Krass. Health-Status sieht gut aus, ne? Wie revived worden. Türk hier, danke für den Euro auch. Vielen, vielen Dank auch an Radical, dass du mal vorgesehen. Mario R. mit dem 5er nochmal. Vielen Dank dafür. Jan-Peter Erwin Kankel mit 2 Euro mit Hi. Er schreibt einfach Hi. Moin, bin der Typ, der das also Siebkraft gemalt hat. Ehrenwert. Ziemlich geil. Ist aber auch schon lange her mittlerweile, ne? Mr. Ape. Sehr lange her. Ja. Ist nicht auch von Butti, glaube ich, auch sowas gemacht. Oder von fast allen, ne? Sarina Elise, danke fürs CP-Wern. Hi, kennst du mich noch? Kaufschandel Blumen von Justin Gamer kenne ich noch und wer mal machen muss. Das muss. Technik will dich ärgern von Game YouTube, ich weiß. Also, mein Router sowieso, der mag mich nicht. Mein Router mag mich sowieso nicht. TBI, Felix, Twitch und Game YouTube sind VIP geworden, danke dafür. Das ist der Sound auf die Spende. Nico Schmiedeleitner, danke für 240 Euro vorhin, gell? Und Martin Friedrichs, 21 von Erste Donation, mach weiter so, dankeschön. Das ist der Sound auf die Spende. So. Okay, Herr Rumpel. Ne? So. Mike Schmidt, Janik Teller und Christoph Moser, danke fürs Superchatten. Wollen Sie sich mal die Bilder anschauen? Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. So. Gut. Mit gerne wissen, was mit mir los ist. Ich hole ihm mal schnell die größeren Bilder, mhm, damit sie es besser erkennen, weil auf dem Tablet rum zu swipen ist anstrengender als auf den großen Bildern. Ja, ja, klar. Bin sofort wieder da. Dann zeigen Sie mal, was ich habe. Das ist der Sound auf die Spende. Ich zeige ihm erstmal, was alles gebrochen ist. Ich sehe schon kommen. Brust komplett durch, Brustkorb, alle Knochen gebrochen. Sehe ich mich. Da sehe ich mich. Fabi, ich höre viele Grüße aus dem wunderschönen Allgäu. Kannst du mich meine Freundin Nelly grüßen? Nelly und Fabi grüßen mal, jawohl. DLX haut dreimal hintereinander raus, die viermal sogar. Vielen Dank für 5,99, 11,99, 2,49 und 5,99. Warum auch immer, der Bre, er schreibt nichts dazu, ehrenwert. Es kommt du, Herr Rumpe. Und ich heb sie immer wieder rüber. Dann schauen wir uns mal das erste Bild an. Ja. Und zwar schauen wir uns mal Ihren Brustkorb an. Ja. So. Wenn Sie hier alle drauf schauen, ja, dann sieht man hier nichts wirklich Großartiges, was da nicht so sein sollte. Also da haben wir alles super. Also nichts durch. Im Oberkörper. Top. Also im Brust. So, kommen wir aber. Im Brust, Bruder. Im Brust, da ist nichts. Durch den Aufprall mit dem Waggon können Sie hier oben am Oberschenkel sehen. Mhm. Bisschen wegpacken muss und neu aufmachen. Also wenn Sie jetzt hier am Oberschenkel lang gucken, sehen Sie da die Bruchmarke. Es ist nicht wirklich mit Oberschenkel durch, oder? Doch. So, ich kann es so rekonstruieren, sagen wir es mal so, dass Sie durch den Aufprall des Wagens... Ich will nicht. Sich den schon frakturiert haben. Oh nein. Oder ist es beim Runterfallen passiert, weil sie lagen ja unten. Nett. Super. Herr Rumpe? Ja, mein Router. Super, jetzt bin ich wieder da. Hallo? Ja. Ja, ich habe kurz nichts gehört, sorry. Okay, ich habe gesagt... Mein Router. Super. Macht Spaß. Dass wir ihren Namen doch ein bisschen, so wie sie meinten, rumpeln, entgegenkommen können. Und zwar mit Krücken. Ja, super. Oder sogar einen Rollstuhl. Ach, geben uns mal eine Krücke. Solange es nur ein Bein ist. Nee, ich nehme die Krücke.
Krücke lieber? Ja. Okay. Gut. Bin ich im Rollstuhl sitzen. Ich hab da einen Freund, den habe ich da mal einen Rollstuhl runtergeworfen und ich würde denken, dass er dasselbe mit mir machen würde. Sind Sie noch da? Ja, alles super. Alles gut. Machen Sie mir keine Sorgen. Nein, alles gut. Alles super. Haben Sie kurz nichts gehört vorhin? Okay. Okay. Ja. Also, gute Nachricht ist, dass das nicht operativ behandelt werden muss. Ja, das ist top. Das spart mir Geld. Und es ist für Sie besser. Also. Naja, klar. Dann muss da nichts reingepfuschelt werden. Genau. Habe meinen kleinen Zeh gestoßen oder gebrochen, bin ich ins Krankenhaus gefahren, hab dann einfach zugeklebt, aber war es wieder wie ein neuer Ding. Sie haben den selber zugeklebt? Ja, ich habe mir meinen kleinen Zeh gebrochen, weil ich mal gegen einen Türstock gerannt bin. Dann habe ich, der war halt komplett abgestanden, ne, weil er halt gebrochen war. Habe ich ihn wieder zurechtgeschoben mit einem Verband festgemacht und der ist wie eine 1 jetzt. Er steht jetzt wie eine 1. Mhm, okay. Würden Sie das nicht empfehlen? Nee, eigentlich nicht. Also so auf eigene Faust irgendwas richten ist nie so wirklich. Also ins Krankenhaus fahren. Das Gelbe vom Ei. Fun Fact, das habe ich in Real Life gemacht. Das ist also, nie das Gelbe vom Ei. Das Ding ist einwandfrei, ich werde Arzt. Das ist nie wirklich so die beste Lösung. Ja, verständlich. Jetzt kriegen Sie so einen schnieken Verband an. Ach schön. Da können auch Ihre Freunde drauf unterschreiben, das wird der Hit. Ich habe keine Freunde. Sind der Größte dann. Ja, das werden wir machen. Ja, dann legen Sie den Verband um. Was muss, das muss. Also, ja. Einen Gips, eher gesagt. Soll ich meine Hose ausziehen? Wenn Sie das wollen, ich würde sie aber sogar zerschneiden. Ja, machen Sie das. Das passt schon. Schneiden Sie einfach auf, was Sie wollen. Weil das ist für Sie einfach angenehmer. Ja, verstehe das ich. Das tut weh und. Ja. Haben Sie recht? Wollen nicht extra da noch ein bisschen. Ja. Was ist los, Herr Rumpe? Ich dachte, ich bin der Einzige im Krankenhaus. Hinten liegt noch jemand, der so dumm blöd war und sich irgendwo überfahren hat lassen. Alles gut. Bin ich der Erste, der hier ist, weil er sich auf der Kirmes verletzt hat? Ja, also aktuell kenne ich niemanden, der irgendwie sich auf der Kirmes verletzt hat. Jetzt muss man mal hinkriegen, ne? Was haben Sie sich denn eigentlich dabei gedacht? Ja, ich wollte mitfahren. Mhm. Die sind losgefahren ohne mich und dann wollte ich nochmal einsteigen und das Ding ist halt gefahren oder bin ich runtergefallen. Mhm. Boah. Wenn es irgendwas mit Trauer hat, wir haben auch ganz super Psychologen im Haus. Hä, warum mit dem Psychologen? So alles gut? Das ist super, ich wollte es nochmal angesagt haben. Finden sich am psychischen Knacks? Manche nehmen das als Weg nach draußen. Kollege? Ui. Sie. Haben Sie eventuell was zu essen? So, warte mal. Ich hab noch den ganzen Stoff dabei, holy shit. Alles dabei hier. Also falls Sie was brauchen von mir, dann kommen Sie rüber. Dankeschön. Ich habe noch eine Pizza Spezial, gut oder nicht? Nein, danke, trotzdem. Bitte, kein Problem. Die dürfen Sie sich... Ich hab das laut gesagt, bitte, ich hab den Stoff dabei, das ist schlecht. Ich hab nicht gecheckt, dass ich N gedrückt habe. Dann haben wir nur noch ganz kurz... Jetzt muss ich hier Storys mitschneiden, ich hab ja noch eine Spezale, alles gut. So. Gut. So, jetzt mach ich aber noch die Rechnung fertig. Stell mal vor, da wäre ein PD-ler. So. Direkt auseinandergenommen durchsuchen. Wunderbar. Gut. Ich hol schnell mal den Gips. Ja, die Krücke nicht vergessen. Die Krücke kriegen Sie auch gleich mit. Tipptopp. Ich muss aufschließen. Und dann bin ich sofort wieder bei Ihnen. Ja. Ach. Hallo. Ja, schau. Hallöchen. Nicht aufs Bett. Aua! Warum schon wieder? Ah, zuerst der Luftballon, dann sowas. Mein Ding ist durch. Ich bin ein gebrochenes Bein, Alter. Ach du. Was für ein wunderbar. Ja, das dritte. Nimmst du Rollstuhl oder nimmst du Krücken?
Keine Ahnung. Du fragst ihn so, als hätte er eine Wahl. Also. Ach so, ja, hatte ich. Ich habe gesagt Krücke. Hast du? Ja, ich habe eine Wahl bekommen. Ich glaube, der Typ ist hier nicht ganz koscher. Ja, gebrochenes Gebein kann man doch auch Krücken nehmen, wenn es eingegipst ist. Jein. Der Bre ist eh nicht ganz koscher. Ich bring ihn auf, wenn der da gleich reinkommt mit seiner Krücke. Ich höre, da kommt er schon. Ich höre schon seine Steps. Oh, brauchst du die noch? Stell sie erstmal im Flur. Das ist ja, ja hier. Sie raus. Das ist ja. Hier steht aber noch. Oh, oh. Ich fand, der Typ hat heute den richtigen Clownshow abgezogen, ne? Wie der da schon angekommen ist mit der Trage und hingefallen ist. Aber das muss ein Azubi sein, das ist 100% ein Azubi. Da, hallo. Hallo. Oder? Ist das Azubi? So. Oh, das ist gut. Ein Wunderschön. So. Auch alles gut. Wunderschön wird, entscheidet sich noch. Warum das denn? Nicht so schlecht gelaunt heute. Ach, das ist schlecht gelaunt. Haben wir Ankündigung geschallert? Ich hab gerade einen der dümmsten Menschen vom Krankenhaus kennengelernt. Noch im Dienst bleiben will. Hallo. Ach so. Okay. Doch nicht der. Kommen wir mit. So. Gut. Der Herr mag Beine, habe ich das Gefühl. Der mag Füße und Beine. Guck mal, der kann auch noch Beine. Nö. Nicht wirklich. Auch mal nochmal eine Runde. So. So, Herr Rumpel, das könnte zwar kalt werden, aber im Nachhinein wird das angenehm warm. Machen Sie das immer durch die Hose? Nein, die Hose ist zerschnitten. Ich mag jetzt wieder einen Einlauf, oder was macht er? Alles gut. Keine blöden Kommentare, bitte, danke. Ich habe ein gebrochenes Bein. Ich erinnere mich noch. Ich hab Ihnen einen Einlauf gegeben, Herr Rumpel. Ich weiß, Ihnen hat es gefallen, das ist ja das Traurige der Sache. Nein. Ihnen hat es gefallen. Unter Atemschutz sind meine Jungs in die Toilette rein. Unter Atemschutz. Ja, das ging halt nicht anders. Und mit Schlauch. Die ganzen Wände. Ja, ich kann nicht. Ich hoffe, das hat die Versicherung bezahlt. Ich spüre wieder eine Panikattacke hochkommen. Oh Gott. Ja. Das ist. Vielleicht sollten Sie sich ein Bild von mir im Bürostuhl hinstellen, dann kriegen Sie einen Tag so eine Panikattacke wegen mir. Er hat nicht mal im Büro, das hat er abgegeben. Ja, mich wundert es ja nicht, warum. Weil ihr Bild drin hängt. Mhm. Vielleicht habe ich dort mal reingekotet und sie riechen das immer, wenn sie reingegangen sind. Ich krieg den Geruch sowieso nie wieder aus der Nase. Naja, das nächste ist ja, das Büro hat ja nicht mal ein Fenster zum Lüften, das hat ja nur eine Tür. Es ist sehr nussig gewesen, Jack, sehr nussig. Mhm. Okay. 10 Mark Syrien hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Dankeschön. Ich muss gerade nachdenken. Achso, deswegen hast du das vielleicht Peter gegeben. Okay. Florian, schaut mich schon lange, soll ich grüßen? Grüße dich, Florian. Oh je. Vipex Zero, danke fürs CP-Werden auch. Und 030 TT 126 auch nicht geworden. Reizdarm-Tablette. Schöne Bestellnummer. So, gegen Reizdarm. Ja. Also meinen Sie gegen Magendarm? Der braucht aber ganz schön lang, ne, für das kleine Beinchen hier. Ja, braucht schon lang. Es stopft. Gut. So, Herr Rumpe. Damit du keinen Dauerschiss hast. Sie hören mich, Sie verstehen mich, Sie hören mir gerade zu. Was in der Art, ja. Was? Ich habe auch. Sie hören mir gerade zu. Ich gebe auch gerne Leuten sowas hier. Es wird jetzt langsam warm werden. Das haben Sie schon vorhin gesagt, es war schon warm. Das ist wichtig, wenn man Schnupfen hat. Das könnten meine Hände gewesen sein. Ja. So. Flirten Sie gerade mit meinem Verlobten? Nee. So hat gesagt, wie irgendwie der Nacht. wenn das einmal warm wird, das merken Sie, das ist wirklich angenehm. Ja, ja. Dann einfach kurz mal Bescheid sagen. Okay. Wenn ich mich einpisse, soll ich einfach Bescheid geben, verstehe. Nee, wenn der Gips warm wird. Ach so, wenn der Gips warm wird, warum soll der warm werden, verstehe ich gerade nicht. Also das fängt dann zu brennen an. Warum? Hä, Sie legen den Gips an und der wird heiß oder was? Von selber? Ja, Sie müssen verstehen. Passen Sie auf. Na, bitte erklären Sie es mir nicht. Ich glaub's Ihnen. Ich melde mich, wenn es warm wird. Warum wird das warm? Nicht. Ich würde es gerne wissen. Nein! Sei doch leise! Wir machen das mit solchen Rollen. Diese Gipsrollen, also Rollen, sind so. Ja, wie kann man Ihnen das gut erklären? In Kurzform, einfach dadurch, dass sie fest werden. Das ist der Sound auf die Spinne. Ja, durch verschiedene. Er meint, damit es steif wird, muss es erstmal warm werden.
Entschuldigung. Wann? Okay, dann wird schon passen. Das ist so, wie wenn du was backst. Du backst es, dass es hart wird. Ja, das könnte daran liegen, dass da ein Ofen durch diese chemische Reaktion. Um das Backen. Ja, genau, eine chemische Reaktion mit K, nicht mit C. Oh nein. Oh ey, wirklich, das ist heute mal ein relativ angenehmer. Ja, ist das jetzt endlich heiß? Ich habe die Grafik mal nicht drin, hui. Ja, es ist heiß jetzt, ja, also warm. Warm, okay, gut. Okay. Ja. So, und zwar, dann gucken wir nochmal, ob der wirklich schön, schön gut ist. Was du oben hältst. Wie so ein so ein guter Kuchen. Ja, ein guter Kuchen am Bein, warum nicht? Genau, dann müssen wir gucken, dass der schön jetzt geworden ist. Das sieht doch schön aus. Jetzt ist wieder, wie es sich anfühlt, wenn der Kaugummi langgezogen wird. Oh ja. Ja. Ja, muss ich mich gerade mal selber auf die Schulter klappen. So. Mit Ö. Ist das hier irgendwie gerade noch irgendwie... Egal. Und zwar, Herr Rumpe. Ich warte auf Sie, ich bitte. Ja, genau, okay. Das war gerade, ich wusste nicht... Oh, ob Sie, der zieht alles so lange raus. Ausschalten oder nicht. Ich soll nicht meine Ohren aus. Ich will nur raus. Ab und zu hört er mich nicht, versteht er mich nicht. Ich höre Sie, ich habe es sofort nicht verstanden, weil ich weg war im Kopf. Aber Kopf war weg. Okay, gut. Und zwar, verstehen Sie es nicht falsch? Nein, alles gut. Schau, er schaut rechts, guck. Und zwar, Sie machen sich am besten in den nächsten 2 bis 3 Tagen nach meinem Termin. Was ist, wenn ich da nicht komme? Dann kommst du nicht. Dann gibt's nicht mehr. Dann hast du keinen Termin. Dann geht der Gips von selbst ab. Ja, der gut. Gips, der gibt's Gips. Verstehst du? Nee. Ja. Kann ich den selber abmachen? Also kann ich einfach so eine Schere nehmen einfach? Also ein Bastelmesser? Das ist ein Gipssägen. Ich könnte mein Kind von der Kindergartenschule abholen und dann nehme ich da so ein Gipsmesser mit. Kommen Sie bitte nicht. Also, es ist, es könnte, also, sagen wir es mal so, es ist einmal gut gegangen bei Ihrem C, ja? Aber bitte machen Sie es nicht nochmal auf, so ein zweites Mal. Ich nehme einfach so ein Taschenmesser und steche mir da voll rein. Kriegt man das nicht ab mit dem Taschenmesser? Nee. Mit einer Türklinke vielleicht. Weil das so in die Türklinke einhakt, wissen Sie, von oben. Und dann lässt man sich so runterschmeißen. Ich weiß, man reißt schon vielleicht die Tür mit sich, aber... Ich sage mal so, das fällt mir gerade... Sie haben eine blühende Fantasie. Nein. Ich meine das ernst. Also, jetzt mal Ihren Job machen? Ja. Nein, Herr Rumpel, nein. Sie kommen zum Termin und dann ist gut. Okay. Am Ende ist seine Stimme dann... Ich muss nur eine Anzeige machen, er hört immer brav. Ja, ich höre brav. Können Sie mir einfach die Krücke geben? Ich hab Brechdurchfall. Okay. Ich muss... Gut, passen Sie auf. Dann kriegen Sie einmal von mir eine Krücke. Gucken Sie mal her. So, dann bauen wir sie nochmal zusammen. Oh. Passen wir sie gleich mal auf Ihre Krücke an. Darf ich die mal ausprobieren? Schön anschrauben. Dann haben wir das. Gut, dann. Ah! Wunderbar. Guck mal, in 5 Jahren sieht er genauso aus. Nur mit einem G-Stück. Super. Gut. Ich darf mein Bein nicht belasten. Ah! Da war eine Spinne am Boden. Entschuldigung. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie getrampelt. Gut, wie gesagt. So, da gehen wir mal. Keine Rechnung habe ich gehört, gell? Auf Wiedersehen. Hörst du ihn bitte zu? Hä, hey, was denn? Achso, der braucht nur was von mir. Er hat noch nicht fertig. Ja. Ach so. Sie bekommen noch mal von mir eine Rechnung. Der lang ist Tag, solange sie reden, sagt man so schön. So lang? Was? Der lang ist Tag, wenn man lang viel redet. Der lang ist Tag. Okay. Glaubt, das Medikament war ein bisschen zu stark. Ich glaube auch. Also ich gehe jetzt. Und der lange ist Weg, wenn es steinig ist. Perfekt. Ach, hier sehe ich da noch wer. Es wird nämlich kein steinig sein. Hallo. Der Weg ist lang und schwer. Also. Wie geht's Ihnen? So, jetzt ist aber Chefarztvisite. So. Nee, hören Sie nicht, der Herr ist kein Arzt, glaube ich. Was? Ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Es ist eh nicht schön, wenn ich in der Tablet reingucke, da bist du so, ich näher mich ein bisschen an. Pfefferminzbonbon.
Ach, sie riechen so gut nach Pfefferminz. Es ist so schön, wenn er das wirklich müsste und das sagt ihm das einfach gut. So. Die Beine müssen amputieren. Ich bräuchte dann einmal die Ketten. Ich stelle die Rechnung auf ihren Namen aus. Ja, auf meinen Namen, genau. Okay, was brauchst du nicht? Okay, wunderbar. Super. Dann müssten Sie eine Rechnung von mir erhalten haben. Du schweißt aber eine Metallplatte davor. Dann klingt ja, das ich immer. Bekomme dann kann das ja unten aus den Unterschenkeln so laufen. Ding, ding, ding. Irgendwann. Wunderbar. Ich glaube, Freddy. Super, Herr Rumpe. Dann passen Sie auf dich auf. Ja. Beine amputieren und Auto richten. Richtig. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Sie müssen jetzt hier einmal links oder dann geradeaus. Nicht rennen. Ah! Es tut weh. Wo muss ich hin? Geradeaus. Wir sind aus. Achso, wir sind unten. Ja, wir sind oben. Nee, unten. Guten Tag, die Olla. Der Olli. Oh Gott, es ist halt schon dunkel, ey. Ich muss auch langsam schlafen gehen, Alter, sonst... Heute ist eh nichts mehr. Ey, Prinzessin. Hallo? Was sagst du jedem Prinzessin? Keine Ahnung, wen du ja, gerade meinst. Ja, die Prinzessin mit dem Hut. Wieso bin ich Prinzessin? Ja, weil du meine Prinzessin bist. Möchtest du mein Zeug nehmen? Ja, und dann? Ja, du verscherbelst das beim... Mehr Geld für mich, perfekt. Nein! Warte, ich muss... Leute? Ja? Leute? Ich fahr mit FD mit. Ah. Okay. Jetzt guck her, stell dich vor, ich muss dir was geben. Willst du nicht mit, kannst du nicht irgendwo hinbringen? Ja, doch! Aber ich will. Ah! Yo! Bring ihn gut nach Hause, ne? Natürlich. Hey, der hat mir sein Cock gelostet da oben. Ivan? Ja? Achso, ist mir nicht ich. Ich geh jetzt, ne? 80 Bananen kaufen. Von Marc. Tschüss! Mach doch einmal normal! Du bist unglaublich! Ich bin normal. Das reicht ja nicht. Ich hoffe, ich verliere meine Krücke nicht. Es war ein... Bist du so lieb und bringst mich... Schau mal, Preise. Bist du so lieb und bringst mich zum Anwesen? Ja, da wollte ich jetzt eh hin. Preise kannst checken du, dann. Kannst du voll Gas geben? Ja, darf ich kurz noch tanken? Nee, nicht tanken. Du gibst jetzt Gas. Achso, wir können auch gerne auf halber Strecke liegen bleiben. Dann können wir leichter die Mechanik... Ja gut, dann machen wir das so. Stück Scheiße, du. Was? Was? Das sind die Medikamente. Alles okay, du Wichser. Du dreckiger Fürst, du Blöder. Dreckiger Fürst? Deine Mutter war dafür viel dreckiger Hure. Du aufgeblähtes Exkrement. Oha. Du Ausscheidung eines Schweines. Uiuiui. Corona raus. So, jetzt noch schnell Verfolgungsjagd und gefasst. Wer weg. Danke, Corona, für den Euro. Kriegsstille Treppe. Lucifer Morningstar. Servus, wie lange machst du heute noch? Wie lange? Ich werde jetzt dann offline gehen. Ich bin seit... Lass mich lügen, 3 Uhr morgens wach, Leute. Ich liebe Red Bull, bist der beste YouTuber der Welt. Mach weiter so, schau dich schon seit 14, bin jetzt 19. Alter, für lange Zeit schon dabei. Aber kenne ich auch noch, ne? Kannst du Fabio und Leon grüßen, bitte? Von Florian, ich grüße Fabio und Leon, natürlich. Der Red Bull und DLX0507 sind so VIP-Wort, dankeschön. Alter, finde ich krass, da hat jemand 1 Euro donated, dass er haten kann, ne? Der hat hier 1 Euro donated und hatet voll ab, dass wir einen lächerlichen Schmutzserver haben und kein geiles RP von Corona. Aber den 1 Euro, den lassen wir schmecken. Den 1 Euro werde ich mir irgendwo rein investieren und werde dann an dich denken. Da werde ich werde einfach an Corona denken in diesem Fall. Ein Influencer. Nee. Also wenn das Server so Schmutz wäre, dann hätten wir nicht so viele Leute, die da drauf wollen und so viele aktive Mates, die ja Bock drauf haben. Oh, du kommst doch nicht raus, oder? Ach, danke, ne? Du bist echt ein guter. Ich komme halt hier wirklich nicht raus. Du bist wirklich ein Schatz.
da schlafen. Alter, pass auf. Hab dich auch lieb. Hallo. Hallo. Gute Nacht. Runter von meinem Grundstück. Oh mein Gott. Oh nee. Du hast gerade die Scheiße, du hast die Krücke geworfen. Au, 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 au. Kannst du die wieder nehmen? Ja, klar, kann ich wieder nehmen. Was machen die auf unserem Grundstück? Ja, Autokauf werde ich dieses Mal machen, weil er musste das Geld noch zu Mann, Dings ey. Machen. Ey, den ist so ein Mongo, Digga. Hallo. Hallo erstmal. Wie geht's denn dir? Ja, ich frag nicht. Achterbahnunfall. Ich hab doch gesagt, er liegt krank. Ne? Fragt einfach nicht. Edin frontal im Schreiben. Wenn ich um die Kurve komme, kommt er auf meine Spur entgegen. Einfach nicht fragen. Mein Scheiß. Oh, Scheiße, ich wollte. Marc? Ruhe da unten! Ja, sei doch ruhig. Wir will schlafen. Wo bist denn du? Weg! Was ist los? Soll ich den auf einmal ausziehen? Ja? Nein, wollte eigentlich noch zwei Sachen fragen. Ne, eine. Ja. Wir hatten Preise festgelegt. Vertraust du uns oder willst du einmal ein bisschen? Nee, nee, wir machen die zusammen. Ich bin bald wieder da. Wir machen die zusammen. Ja, ich bin jetzt erstmal 5 Tage auf Montage. Ja, dann werde ich das in den 5 Tagen machen. Ja, wir haben schon welche mit, also Olivia hat welche ausgearbeitet. Ah! Ryan Leidig, ey, gut, kaufst du noch ein Auto. Ja, okay, schlaf gut. Werde ich ein anderes Mal machen. Wenn du mich ja, ich hab dich auch lieb. Ja, dann hör sie nächstes Mal dir von Olivia bitte an, okay? Die wäre so ungefähr ausgearbeitet, haben sie. Olivia, frage ich. Ja. Aua, das machst du mit Absicht. Entschuldigung. Schon das 5. Mal heute. Das 2. Mal. Nee, 5. Ja, jetzt schlaf gut, ist okay. Tschüss. Ja, auch tschüss. So, Leute. Wir werden nächstes Mal das Auto kaufen. Heute haben wir fürs Auto gespart. Ich meine, im Titel hatten wir ja auch Geld machen für mein erstes Auto. Im nächsten Stream werden wir uns das kaufen und vielleicht dann tunen, weil ich meine, Cash haben wir. Wir haben es ja verarbeitet bekommen. Und dann werden wir das erste Auto gegönnt. Da freue ich mich drauf. Und nächstes Mal vielleicht mehr ins Casino. Mal schauen. Also Leute, ich wünsche euch was. Vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Vergesst nicht, Abo dalassen oder sonstiges. Oder wuppelt gerne im Shop vorbei. Xyon Merch, ihr wisst Bescheid. Gerne vorbei, reinschauen. Es rentiert und lohnt sich. Und dann würde ich sagen, eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar morgen.